Yo, neue Folge Into Deep, Serdar Somunjo, wie ich mich freue für diesen zweiten Teil. Yo. Siehst rappermäßig aus. Ah, extra für dich. Mit Hoodie, Kapuze. Yes. Yo. Wenn du die Kapuze nochmal aufsetzt, kannst du dich gefährden. Cool. Komm, lass es. Nee, ja. Noch ein Bandana vorne ran. Zu modisch. Warum ist Tee besser als Kaffee? Weil ich schon zwei Kaffee-Intos habe. Also okay. Ich trinke immer abwechselnd. Okay. Ja, ich dachte, du bist auch so Kaffeetrinker eigentlich. Bin ich, aber nur zu einer bestimmten Uhrzeit. Okay. Zu spät für Kaffee? Einfach nur zwei Stück? Nee, normalerweise andersrum. Normalerweise 11 Uhr ist Kaffeezeit, morgens ist Tee. Okay, muss man auch mal abwechselnd probieren. Ich habe mich auf jeden Fall jetzt angepasst und nach meinem ersten Kaffee auch den gleichen Tee. Ja, das in der Türkei ist das so Tradition. In der Türkei trinkst du immer Tee zum Frühstück nachmittags und Kaffee ist nur zu besonderen Gelegenheiten. 11 Uhr, so ist die Kaffeezeit. Woher kommt Chai? Ist das russisch oder türkisch? Türkisch. Na, es ist auf jeden Fall eher türkisch, weil die ganzen asiatischen Sprachen Cha, Ocha auf Japanisch, ja. Russisch ist Chai, russisch auch ja, Chai? Ja, auch, genau. Und es gibt mehrere Überschneidungen. Ich glaube, Sarai. Ja. Ne, ja. Gibt es im Russischen auch? Schabka ist auch. Ne? Schabka, ja. Ja, ist auch russisch Schabka, und türkisch. Ne? Also da gibt es auf jeden Fall Überschneidungen. Ja. Du kannst russisch, ne? Ja, genau. Stravstvudje. 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 Как дела? Merhaba. Im. Хорошо, хорошо. Где живет мой друг? Wo dein Freund wohnt? Ja, genau. Das musst du mir sagen. In Berlin. В Берлине, да. Да. Запад или Восток? Westen oder Osten? Ich war voll überrascht, als du gesagt hast, du hast das letzte Interview vor. Heute hier mit dir. Das ehrt mich erstmal richtig krass. Ja. Das ist ja was wirklich krass Besonderes und ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit wir das genau jetzt durchziehen können. Yo. Weil deine Zeit doch so begrenzt ist. Letztes Mal weiß ich noch, dass du danach zu einer Fernsehshow gegangen bist. Und ich noch so viele Fragen hatte, deswegen würde ich glaube ich von vornherein gleich anfangen oder kannst du schon was dazu sagen, warum ausgerechnet jetzt und so dein letztes Interview? Die Tour geht zu Ende und Radiosendung und Podcast ist auch beendet und das ist jetzt die letzte Gelegenheit miteinander zu sprechen, weil ich nach Ende der Tour und nach Ende des Podcasts und der Radiosendung mich aus der Öffentlichkeit erstmal zurückziehe. Okay. Hast du Pläne für 2024 oder ganz privat erstmal bleiben? Yes. Ich würde gerne die Zeit vorher aufrollen und am liebsten so früh wie möglich anfangen. Und ich bin so ein Fan von generationsübergreifenden Geschichten. Also ich mag voll Roots und so. Roots oder Roots? Ich bin ein großer Fan von Alex Haley, ist einer meiner Lieblingsschriftsteller. Und der hat ein Buch geschrieben namens Roots. Okay. Alex Haley. Ja, genau. Die Familiensaga. Genau, der das merkt immer. Von Kunta Kinte. Genau, sehr cool. Das ist halt so, seit meiner Kindheit begleitet mich die Geschichte und auch jetzt andere Generationen. Ich mag auch Pate und so, ne? Also generell, was in Generationen, was auch so vererbbar ist oder wie viel gleich ist. So, ich finde immer spannend, halt, dass sich die nächste Generation im jugendlichen Alter meistens nicht für die Geschichten der Älteren interessiert und sich das dann immer wieder ändert halt. Ne? Und dann, wenn sie selber älter werden, verstehen, wie bedeutend einige der Ereignisse sind in der Familiengeschichte halt. Ne? Wie weit kannst du denn deine Familiengeschichte zurückverfolgen? Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Urgroßeltern schon fast nicht mehr, nur noch diffus. Ich kenne auch meine Urgroßmutter noch. Und hattest du jetzt, also sind es bei dir Geschichten oder kannst du dich an die auch erinnern? Ich habe sie nie gesehen. Ich kenne nur Geschichten. Und es gibt wohl einen Chronisten in unserer Familie, der das alles aufgeschrieben hat. Oh, krass. Ja, ein Cousin von mir. Ja, das ist, was ich feiere. Das finde ich so toll. So, ich bin im Alter später dann immer wieder meine Eltern befragen gegangen und habe dann Dinge, die ich in den 20ern nicht verstanden habe, in den 30ern besser verstehen können und in den 40ern halt noch mehr. Wie ist es? Ist dein Cousin, der das aufgeschrieben hat? Hatte das von vornherein eine wichtige Bedeutung bei euch? Nee, eine wichtige Bedeutung hatte es jetzt nicht unbedingt, aber man will ja wissen, woher man kommt. Ne, das ist so der Ursprung eigentlich dieser Gedanken. Und mein Cousin, der viel älter ist als ich, hört sich so an, als wäre der genauso alt wie ich, der ist aber glaube ich 70 oder so, war der Sohn eines der
7 Geschwister, die mein Vater hat. Und die sind allesamt älter. Der älteste Bruder meines Vaters ist mit 94 gestorben. Der wäre jetzt irgendwie 120 oder so. Und mein Vater war der Jüngste. Deswegen sind meine Cousins relativ alt. Und der hat sich irgendwann die Mühe gemacht, weil er wissen wollte, woher wir kommen. Denn meine Familie väterlicherseits stammt aus armenischem Siedlungsgebiet in Ostanatolien zwischen Erzincan und Sivas. Und auffällig ist, dass das Dorf meines Vaters einen türkischen Namen hat, obwohl das in armenischem Gebiet ist. Und wir haben halt rausgefunden, das ist umbenannt worden, als die Türken dieses Gebiet, ja, man muss sagen, gesäubert haben. Das war ja eine Türkisierungspolitik. Da haben die dann diese Orte alle umbenannt und die Leute, die dort gelebt haben, vertrieben. Und es gab dann immer so das Gerücht, dass wir eigentlich auch armenische Ursprünge hätten, was man aber immer geleugnet hat. Und der hat aber rausgefunden, dass es nicht so ist. Der hat rausgefunden, dass mein Vater oder meine Familie väterlicherseits einer Offiziersfamilie entstammt. Und zwar einer Offiziersfamilie aus dem Osmanischen Reich. Und dass die dort bewusst platziert wurden, um das zu türkisieren. Und dass dann eben in diesem Dorf, in dem, ich glaube, 350 Leute leben, meine Familie angesiedelt war. Ja, so Umsiedlungen waren ja eigentlich gang und gäbe damals, ne? So jetzt auch so wegen Machterhalt und so weiter halt, ne? Aber kann man, also seid ihr der Feststellung, da gibt's, warum seid man, ist man sich da so sicher? Weil ich kann mich erinnern aus meiner Oberschulzeit, dass da gab's oft in den 90ern vor allen Dingen diese Konflikte türkisch-kurdisch und so, und dann haben viele so, die armenischen Background hatten, beziehungsweise haben sehr viele Bosco-Zeichen immer gemacht, bis die dann nach Hause gekommen sind und meinten irgendwie, die haben alevitischen Background, kurdischen Background, armenischen Background und so weiter, dass ältere Generationen das gemacht haben, um ihre Kinder zu schützen. Kann sein, ja. Es ist in der Türkei ja eh, so wie in vielen anderen Ländern, schwer zu sagen, woher Menschen kommen. Das ist ja bei dir genauso. Deswegen, das türkische Volk, in Anführungsstrichen, ist sehr gemischt. Es gibt viele Kaukasier, Armenier, Georgier, die in der Türkei leben, Tscherkessen, die in der Nordtürkei leben. Und innerhalb der türkischen Bevölkerungsgruppen gibt es auch nochmal Unterschiede. Also da gibt es die Aleviten, die in Zentralanatolien leben, oder ja, alles mögliche. Kurden natürlich auch sehr viele. Und da ist nicht alles so geteilt und schön gegliedert und geordnet, sondern meine Mutter zum Beispiel, die ist, glaube ich, ein Achtel Kurdin. Und das ist immer ein bisschen, du hast recht, ist immer ein bisschen verschwiegen oder verdrängt worden, weil die offizielle türkische Politik natürlich sehr nationalistisch ist und darauf angelegt ist, dass alle Türken gleich sind. Aber das ist schon lange nicht mehr so. Weil Türken sind genauso unterschiedlich wie in der ehemaligen Sowjetunion. Genau, und auch vor allen Dingen der Prozess, wo auch viel kurdische Kultur verboten wurde, halt, ne, auch mit der Sprache sprechen und so weiter. Ja. Dass man dann, dass es schwieriger macht, zurückzuverfolgen halt. Ne? Ja. So, das Buch, was ich angesprochen habe bei Roots, wo er Ahnenforschung betrieben hat, Alex Haley, war ja auch so, dass es schwierig war. Die haben dann so Volkszählungen und so sind die durchgegangen aus dem 18. Jahrhundert und so weiter, wo er gar nicht seinen Familienstammbaum richtig verfolgen konnte und dann über Güter gegangen ist. Mhm. Weil quasi Sklavenhälter halt so wie Pferde und so die Sklaven geführt haben. Und dadurch konnte er dann seine zurückliegenden Generationen halt verfolgen. Und gerade bei so Geschichten wie Umsiedlung und wenn wie hast du es genannt? Türkisierung. Ne? Wenn sowas halt stattfindet, dass man irgendwann einen Stopp hat und gar nicht weiter zurückkommt. So. Mhm. Wie kommst du auf dieses ein Achtel Kurdisch? Ist das wirklich so? Das kann man schon nachvollziehen. Also meistens ist ja Sprache ein Indikator dafür, woher Menschen kommen. Und selbst wenn es ihnen abtrainiert wurde oder verboten wurde, sprechen ja Menschen oft noch ihre Muttersprache, untereinander mindestens, aber wenn auch sie erkennen, dass jemand aus dem gleichen Land kommt oder der gleichen Kultur, dann sprechen sie ihre Muttersprache. Und in meiner Familie ist ein klarer Indikator dafür, dass wir größtenteils türkischer Herkunft sind, dass wir alle Türkisch sprechen. Also wir haben auch keine Verbindung zur kurdischen Sprache, oder es gibt auch niemanden, der ja, kurdischer Herkunft offiziell ist. Was man aber weiß, ist, dass mein Großvater mütterlicherseits, der muss Viertelkurde gewesen sein, der hat wiederum Kurdisch gesprochen. Also da gab es kleine Anteile und es gab auch Bezüge zu kurdischen Festen zum Beispiel. Nevros ist ja so ein kurdisches Fest. Genau. Aber das war nur ganz, ganz gering. Und der andere Teil,
die Mutter meiner Mutter, also meine Großmutter, im Türkischen sagt man Baba Anne Annane. Also Baba Anne ist die Großmutter väterlicherseits, Annane ist die Mutter der Mutter, genau. Da ist es ein bisschen unklar, weil die war blond. Also die war blond und blauäugig. Deswegen hieß sie auch Steinkind, weil ihre Augen so wie Steine aussahen. Und man vermutet, dass sie, ich sag's jetzt mal, eine Beute war. Ich nenne es mal Beute, weil die Osmanen ja europäische Beute? Genau, die Osmanen sind ja eingefallen in Europa, in den Balkanländern, und da haben sie die Frauen mitgenommen, geheiratet. Selbst die Frauen der Sultane waren oft irgendwie importierte Frauen. Zoe zum Beispiel war eine Russin, glaube ich. Das war die Hauptfrau von Sultan Mehmed dem Wievielten. Ich dachte Serbin. Oder Serbin, also ich weiß es nicht genau, aber ich weiß, dass eben viele Frauen in Istanbul speziell nicht aus der Türkei originär stammen. Und meine Oma, wie gesagt, war blond und blauäugig. Und ich vermute, entweder sie war Albanerin, weil Albaner sind oft blond auch, oder sie war Bulgarin. Sie war aber auch Tochter eines Offiziers. Also auch sie stammte aus einer Offiziersfamilie. Und in der Türkei gibt es ja keinen Adel. Oder gab es keinen Adel, gibt es keinen Adel. Und man war höher gestellt, wenn man Offizier war. Also wenn man am Hof, am Hof des Sultans Soldat war, dann hatte man Privilegien. Und deswegen, all diese Faktoren sprechen dafür, dass sie irgendwie über eine Militärschiene dann in die Türkei gekommen ist und dann eben, ja, meinen Opa irgendwann kennengelernt und geheiratet hat. Wie würdest du deine Großeltern beschreiben, so vom Status her in der Gesellschaft? Was haben die gemacht? Weißt du was darüber? Ja, da weiß ich einiges drüber. Meine Oma war eine extrem emanzipierte Frau, und in den frühen 20er Jahren in der Türkei waren die Menschen sehr modern. Atatürk-Zeit, so. Die Atatürk-Zeit, genau. Und ich kenne Bilder von ihr, wo sie in so einer Charleston-Montur fotografiert wird. Überhaupt fotografiert zu werden, war ja schon mal ein Privileg. Und sie war zugleich auch eine sehr feine Frau. Also sie kam ja aus hohem Hause, und deswegen war sie sehr kulturbeflissen. Sie hat Wert darauf gelegt, dass ihre Kinder in die Schule gehen, was aber dann später nicht funktioniert hat, weil meine Oma rangniedrig geheiratet hat, sage ich jetzt mal. Also sie hat, mein Opa war aus Ostanatolien, der war nicht Soldatenkind oder adlig. Und die beiden haben dann aus Liebe geheiratet, und dann wurde meine Oma verstoßen. Also ist dann aus einem sehr wohlgesitteten Haus, wo sie aufgewachsen ist, in einen Slum in Istanbul gezogen, aus Liebe. Und trotzdem hat sie sich das aber immer bewahrt. Also diese Feinheit, die Emanzipation, also sie war sehr für, das war nicht ungewöhnlich für türkische Frauen, aber für das Klischeebild einer türkischen Frau heute war sie wahnsinnig fortschrittlich. Und sie hat zum Beispiel auch ein zweites Mal geheiratet, was auch ungewöhnlich ist. Also ich erinnere mich gut an meine Großeltern. Meine Oma war eine sehr ruhige Frau, die hat kaum gesprochen. Immer wenn ich bei ihr war, sie mochte mich sehr, ich mochte sie auch sehr, hat sie mich an der Hand genommen, und dann sind wir quer durch Istanbul gefahren, und sie hat mit mir so Sightseeing gemacht. Wir sind nach Eyüp gefahren, zu der, das ist so eine Wallfahrtsstätte, da sind die Kinder, die sich, die beschnitten werden. Die werden da in ihrer, kennst du das in der Türkei? Ja, klar. Die kriegen so eine Offiziersuniform oder so eine Padischach-Uniform. Und da holt man sich den letzten Segen. Und da ist sie mit mir hingefahren, nicht weil ich beschnitten wurde, sondern einfach um mir das zu zeigen. Und die hat mir wirklich ganz viel in Istanbul einfach so sprachlos gezeigt. Mein Opa wiederum, der echte Opa, ist früh gestorben, den kenne ich nicht. Und dann hat meine Oma nochmal geheiratet, und der zweite Mann, den ich als Opa wahrgenommen habe, der war sehr strange. Also der war auf der einen Seite wahnsinnig religiös und auch sehr streng und, wie ich jetzt erfahren habe, auch nicht unbedingt gut zu meiner Mutter. Aber ich mochte den natürlich als Kind. Zu deiner Mutter, nicht zu deiner Oma, aber? Zu meiner Oma auch nicht besonders. Okay. Aber meine Mutter hat jetzt in den späten Jahren, meine Mutter ist jetzt sehr alt. Also ihr Stiefvater quasi. Ihr Stiefvater, genau. Hat sie so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, und das hörte sich nicht gut an. Ich habe den natürlich als Kind ganz anders wahrgenommen. Für mich war das der coole Opa, der übrigens noch bei Atatürk auch war. Also der hat bei Atatürk, war der Soldat, woraus wir gerechnet haben, dass er am Ende
104 gewesen sein muss. Oh, okay. Meine Familie sowieso, die leben alle wahnsinnig lang. Mhm. Meine Urgroßoma sagt, man sei 105 geworden. Die ganzen Onkel 90, 95, 99. Also eine sehr langlebige Sippschaft habe ich. Okay. Gibt es da irgendein Geheimrezept? Irgendwas, was wird gegessen? Eiern. Eiern, ja. Und kein Fleisch. Die haben ja in Ostanatolien kaum Tiere, die sie schlachten können, wenn dann nur zu besonderen Gelegenheiten. Viel Eier. Die essen morgens irgendwie 3, 4, 5 rohe Eier in so einer Schüssel, trinken die wie eine Suppe. Ja, und gesunde Luft einfach, ne? Da ist die Luft ganz anders und ich glaube, das macht viel aus. Ja, anders als in Istanbul auf jeden Fall. Ich war in Kadıköy lange und so und auch bei mir fingst du mit der ersten Klassenfahrt an, 95 und so, wo ich das erste Mal da war. Ist mir auch oft aufgefallen, diese zwei Extreme, wie du gerade beschrieben hast. Ne? Also, es ist so gewesen, die eine Seite etwas moderner und die andere etwas religiöser. Hm. Wie das sich miteinander vermischt, so, wie siehst du da die Vorteile, Nachteile? Bei uns war das damals kein Problem, das zu mischen. Das war ja in der Türkei sowieso nie ein Problem, weil die Türkei ein Land ist und war, in dem zwar die Staatsreligion der Islam ist, aber trotzdem sehr viele Freiheiten existieren. Also die Leute haben abends Rakı getrunken und ihren Fisch gegessen oder mal ein Bierchen. Heute ist das ein bisschen anders. Seitdem Erdogan an der Macht ist, ist die Religion wichtiger geworden. Ist auch ehrlich gesagt ein Erziehungsmittel geworden. Also die Religion als Drohkulisse für besseres Benehmen, was auch funktioniert. Die Türkei ist heute viel ordentlicher und weniger chaotisch, als sie es zu meiner Kindheit war. Beispielsweise in meiner Kindheit war das ganz normal, dass alle Autos immer über Rot gefahren sind. Mhm. Heute halten Autos bei Rot an. Stimmt. Wie heißen diese kleinen Busse? Dolmusch? Die Dolmusch sind die Sammeltaxis, also, genau. Minibus. Ja, die sind die sind auch immer grob rübergebrettert. Ja, ja, das ist an der Ampel stehen zu bleiben, da hatte ich die Polizei angesprochen. Mhm. Warum bleibst du stehen? Die Ampel ist rot, fahr doch. Wahnsinn. Aber die Türkei ist, wie gesagt, hat sich jetzt verändert. Zu Zeiten meiner Jugend oder der Jugend meiner Eltern war die Türkei moderner. Also sie war jedenfalls nicht so technologisch modern wie heute, aber geistig war sie einfach auf einem anderen Stand. Heute hat man das Gefühl, die Menschen haben sich geistig zurückentwickelt, aber die Technologie hat sich nach vorne entwickelt. Das ist auch strange, so widersprüchlich irgendwie. Ja, ja. Wie ist es zu Zeiten deiner Großeltern gewesen, was diese Strömungen angeht? Was glaubst du, woran es so gelegen hat, dass nach dem Zusammenbruch Osmanische Reich und so weiter, so die einen sich ein bisschen, also auch die Schriften haben sich ja geändert, das Kopftuch mit dem Verbot und so weiter. Und wie hast du diese verschiedenen Strömungen wahrgenommen, jetzt auch aus Erzählungen oder auch innerhalb deiner Familie? Meine Eltern sind natürlich aufgrund ihres Alters die typische Kemalisten-Generation. Und das bedeutet vor allem, dass sie diese Werte der frühen Türkei, also die Orientierung nach Westen, das Loslösen der alten Strukturen, wie der Aristokratie, die es ja nicht gab, aber sagen wir mal der Monarchie und gleichzeitig auch die komplette Umstrukturierung der Türkei mit deutlicher Ausrichtung nach Westen, dass sie das als Befreiung empfunden haben. Und in unserer Familie war das auch immer zu spüren, dass solche Sachen wie Bildung, Freiheit, also zu tun, was man will oder auch Selbstfindung und wie soll ich sagen, Selbstentwicklung, dass das eine Priorität hatte und von unseren Eltern auch immer gefördert wurde. Die unterschiedlichen Strömungen habe ich in der Türkei nie so wahrgenommen. Also ich habe das immer als recht homogen wahrgenommen. Jeder hatte seine eigene Sache und konnte damit aber auch mit anderen matchen. Also es war nicht verboten, für uns in eine Moschee zu gehen, weil wir nicht so gläubig waren wie alle anderen. Aber wenn wir in die Moschee gegangen sind, dann stand uns die Tür immer offen. Ich war übrigens als Kind sehr interessiert an Moscheen. Ich habe meine Mutter oder meine Oma immer dazu gezwungen, mit mir in Moscheen zu gehen, weil ich fasziniert war, nicht nur von den Bauwerken, sondern auch von der Atmosphäre. Dann später kam das erst, dass dieser Separatismus und die Segregation, die wir ja heute auch in der deutschen Gesellschaft haben, an Bedeutung gewonnen hat. Also dass jeder seine Eigenheit stilisiert hat, um vielleicht mehr Privilegien zu bekommen oder sich über andere zu stellen oder zu sagen, ich gehöre jetzt zur Mehrheit und du bist die Minderheit, du tust gefälligst das, was ich sage. Mhm. Was glaubst du, was die Ursprünge sind? Also warum hat sich eine Mehrheit eher am Westen orientieren wollen? Zu der Zeit in den 20ern?
Die Orientierung der Türkei und auch des Osmanischen Reichs am Westen war immer da. Also die osmanischen Herrscher hatten ja immer eine sehr enge Verbindung zum Beispiel zum Deutschen Kaiserreich oder zu Frankreich oder auch zu England. Das hat sich durch Atatürk dann nochmal verändert und ist stärker geworden, weil die Türkei in diesen Befreiungskriegen, die es nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs gab, und die Türkei war ja dann besetzt von Alliierten, weil sie für sich, glaube ich, oder weil die Politik Atatürks eine Entscheidung treffen musste, um einen festeren Platz zu haben an dem Ort, wo sie ja sehr brüchig war zu der Zeit. Und Atatürk hat das, so ist das der Mythos Atatürk jedenfalls heute überliefert, hat das ja in einem sehr rigorosen Kampf innen wie außen gemacht. Also der hat auch innen übrigens eine Säuberungspolitik betrieben, von der wir ja eben andeutungsweise gesprochen haben. Und nach außen hat er versucht, auch neue Strukturen aufzubauen. Also den Schulterschluss mit bestimmten westlichen Mächten. Aber trotzdem auch eine Autonomie. Also nicht eine abgrenzende Autonomie, sondern eine selbstbewusste Autonomie, die dafür sorgen sollte, dass die Türkei auf Augenhöhe ist mit Europa oder auf Augenhöhe bleibt. Also vorher war es ja schon so ein bisschen mehr Speerspitze, sage ich mal, vom auch, kann man sagen, Islamischen Reich, ne, so jetzt so Nordafrika, auch Westasien und vor allen Dingen Südeuropa und so, dass sich dann halt aber eine Mehrheit mehr Europäischheit orientiert hat. Nach dem Zusammenbruch hatte ich das Gefühl, weil vorher war es eher so, glaube ich, andersrum, oder? Also das, oder meinst du da diese 3, 4 verschiedenen Strömungen waren schon immer da und nur nach dem Zusammenbruch, ich meine, weil es ja so ziemlich aufgeteilt wurde, ich meine, da gab es die Kriege mit Griechenland und so weiter halt, ne, und die Verluste so in Bulgarien und so weiter, die ganze Stimmung vorher, kranker Mann am Bosporus, so diese Zeit meine ich jetzt, und dann halt, dass da die im Nachhinein sagen könnte, vielleicht falsche Allianz gebildet wurde und so mit dem Deutschen Kaiserreich? Das, ja, kann man so vereinfacht so sagen. Aber die Geschichte des Osmanischen Reichs ist ja sehr lang. Also die beginnt mit der Auswanderung der Turkvölker in Ostasien und der Gliederung und Aufteilung unterschiedlicher Stämme und Strömungen innerhalb dieser Turkvölker. Also es gibt die Hunnen. Danach Seldschuken und so weiter. Die Seldschuken. Vorher, vor dem Osmanischen Reich. Dann. Genau, die Seldschuken, die dann über Asien nach Nordindien weiter auch in Richtung Westen eingedrungen sind. Die Osmanen, die sich dann festgesetzt haben in Kleinasien. Und es gab ja immer schon die Bestrebung, nach Westen vorzurücken. Und das ist dann auf dem Höhepunkt des Osmanischen Reichs unter Sultan Süleyman 1600 irgendwann. Wien, ne? Genau, ist das am äußersten Limit gewesen. Also da sind die Türken bis Wien gekommen. Sie sind sogar noch weiter als Wien gekommen. Nur Wien haben sie nicht eingenommen. Und waren auch da schon sehr westaffin, westorientiert. Weil für die Osmanen es immer so war, dass sie eigentlich eine gute Eigenschaft, die Länder, die sie erobert haben, nicht vollkommen vernichtet haben oder die Kultur ausgelöscht haben, sondern sie haben sogar Teile der Kulturen adaptiert und andere Teile auch den Menschen gelassen. Also deswegen war zum Beispiel, gab es oft friedliche Koexistenzen und es gab nur eben einen Oberbegriff, eine Ägide, dass das Osmanische Reich die Verwaltungsmacht war. Aber du hast recht, also es erstreckte sich ja von Nordafrika, also von Tunesien bis in den Nahen Osten, die ganzen Länder heute, Palästina, Irak, Iran, die waren ja unter osmanischer Besatzung, bis in den vorderen asiatischen Bereich und dann wieder nach Europa rein und das wirklich 400 Jahre lang. Deswegen, man kann da jetzt nicht von einer Strömung sprechen, sondern es waren unterschiedliche Strömungen. Das Osmanische Reich war so der Deckmantel, unter dem das alles passierte. Die Religion war eher, ja, ich würde sagen Luxus. Also die osmanischen Herrscher hatten natürlich einen Bezug zur Religion, aber es war eher so wie ein Standessymbol. Also man leistete sich das, religiös zu sein. Weil eigentlich kommen die Turkvölker ja aus Asien und sie waren immer schamanistisch und haben an Naturgötter geglaubt. Und auch da, sie haben diese Religion adaptiert und zum Teil ihrer eigenen Kultur gemacht. Ja, dieser Mischmasch, das ist halt, und ich glaube, das war auch das Erfolgsrezept, ne? Was du gerade beschrieben hast, dass man die anderen Kulturen da nicht komplett vernichtet hat, ne, sondern dass man da so ein Zusammenleben geschaffen hat, natürlich unter osmanischer Herrschaft. Aber der Zusammenbruch ist halt
Also warum dann, ich meine, die Schrift war ja auch dieses Arabische, ne, so, dass sich dann da abgekehrt wurde halt, ne, und sich europäisch orientiert wurde danach, halt aufgrund, also weil die arabische Seite hat sich dann auch verbündet mit England und Frankreich und so weiter halt und die Osmanen eher mit Deutschland und Wien und mit Österreich, Ungarn und so weiter, ne, das, wo da der Bruch halt lag, ne, so, weil man kann ja von einer Spaltung innerhalb der islamischen Welt sprechen, oder? Ja, kann man. Also es gibt eine, ja, eine große Spaltung. Aber da muss ich nochmal zurück auf die, auf diese Gabe oder diese Eigenart der türkischen Völker, Kultur zu adaptieren. Also dieses heutige, die heutige Türkei, das Kernland sozusagen des Osmanischen Reichs, das war ja vorher besiedelt von vielen anderen Völkern. Also die ursprüngliche Sprache, die dort gesprochen wurde, war Hethitisch, also diese Steinschrift, die es noch gibt. Und dieses Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, das erstreckt sich ja auch in die Türkei hinein, das war eben besiedelt von sehr vielen unterschiedlichen Völkern. Die Türken sind dorthin gekommen aus Zentralasien und haben angefangen, einfach wie auch beim Arabischen diese Elemente zu übernehmen, die sie gut fanden, und haben die dann eingebaut und daraus eine neue eigene Kultur gebastelt. Deswegen ist zum Beispiel die türkische Sprache auch eine Mischung. Also du findest sehr viele asiatische Anteile noch. Deswegen verstehe ich zum Beispiel Kirgisisch, Kasachisch, Turkmenisch. Wenn die sprechen, hört sich das so an wie ganz, ganz, ganz altes Türkisch. Aber ein Großteil der Sprache besteht auch aus arabischen Wörtern. Mhm. Mektub, Kitab, das sind arabische Buch, Begriffe. Schule, genau. Ne, und so ist es eben auch politisch gewesen. Also man hat diese Religion genommen und hat dann eigene Zweige daraus entstehen lassen. Die Aleviten. Der Alevismus ist eine Religion, die eine Spaltung, eine Abspaltung aus dem, ich glaube, dem sunnitischen Islam ist. Das ist die Aleviten? Die Aleviten. Ja, die Schiiten, ja. Genau das. Ich glaube, es ist eine Abspaltung, also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Abspaltung ist. Ali-Anhänger jetzt, ne? Genau, die Anhänger von Ali. Mhm. Und die Mischung bei den Aleviten ist auch tatsächlich so, dass man diese schamanistischen Elemente aus Asien noch wiedererkennt. Also diese Religion ist sehr, für Außenstehende wirkt die sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr mythisch. Also die haben so Zeremonien, die tanzen, ich glaube sogar ums Feuer, eine Gem nennt man das. Dann gibt es diese eine Zeremonie, wo die durch so ein Loch, durch so einen Stein kriechen müssen. Und da ist es, finde ich, am perfektesten sichtbar, wie diese Adaption aus der ursprünglich asiatischen, türkischen Kultur und der europäischen oder osteuropäischen und arabischen Kultur stattgefunden hat. Du hast die Religiosität von dem Stiefvater deiner Mutter angesprochen, aber wie warst du in den Rest deiner Familie so? Wie weit hat da Religion eine Rolle gespielt? Nicht großartig. Meine Mutter musste in die Koranschule gehen, das war aber üblich. Ja, und auch das ist wieder lustig. In der Türkei ist es ja in der Regel so, dass man den Koran auswendig lernt. Und man weiß gar nicht, was man spricht, weil es ist Arabisch. Und es gibt auch selten mittlerweile viel häufiger Übersetzungen des Korans auf Türkisch. Und so war das bei meiner Mutter auch. Die hat dann diese Suren aus dem Koran auswendig gelernt, kann das auch heute noch. Aber wirklich religiös war sie nicht. Also wir haben eine sehr säkulare Familie. Gibt es da Diskrepanzen? So, man kennt ja die Filme, wenn Übersetzungen halt, ich meine, es gibt ja diese Worte, die mehrere Bedeutungen haben und so weiter und die schwer zu finden sind in anderen Sprachen. Ich denke jetzt auch an Martin Luther und Bibelübersetzungen und so weiter. Hat sowas mal eine Rolle gespielt? So, gab es über sowas Diskussionen? Ich verstehe die Frage nicht. Naja, es ist ja eine Auslegungssache und oft gibt es ja Interpretationsschwierigkeiten halt, ne? Und dass da Differenzen entstehen. Nee. Du meinst zwischen meinen Eltern und mir? Ich meine Koranübersetzung auf Türkisch. Ach so, nö. Nee, das hat eigentlich auch nie so interessiert. Also auch da war für uns die Religion wie eine Beilage. Das haben wir wahrgenommen. Aber wir haben uns nicht danach ausgerichtet. Also es gibt jetzt zum Beispiel, wir fasten nicht. Ne? Wir gehen auch nicht regelmäßig in die Moschee. Freitags in die Moschee zu gehen, das ist dann so, das macht mein Vater ab und zu mal, wenn er so tun will, als wäre er ein frommer Muslim. Aber das war auch nie gefordert. In der Türkei war das lange Jahre, basierte das auf Freiwilligkeit. Jeder konnte seine Religion ausüben und es gab nicht so ein offizielles Dogma und auch nicht keine Sanktionierung. Gibt es heute zwar immer noch nicht, aber es geht schon so in die Richtung. Ne? Wenn ich heute in Istanbul bin und jemand fragt mich, dann denke ich so, ich bin mal lieber vorsichtig, wenn ich jetzt sage, ich glaube nicht an Gott oder ich gehe nicht in die Moschee oder in anderen Fällen zum Beispiel, wenn du heute in Istanbul Alkohol trinkst.
ist das ganz anders als noch vor 30, 40 Jahren. Da hat das niemanden interessiert. Heute gibt es ganz viele Restaurants, die Wert darauf legen, keinen Alkohol auszuschenken. Mhm. Da siehst du dann schon, dass die Religion Einfluss nimmt. Gehört auch mehr zum guten Ton mittlerweile, oder? Ja, ich meine, Alkohol trinken ist eh nicht gesund. Aber das war ja auch Zeichen der Westlichkeit, dass man gesagt hat, wir trinken Alkohol, wir genießen das Leben. Am Bosporus ist es so mondän wie an der Champs-Élysées. Das ist aber alles zurückgegangen. Also mittlerweile orientiert man sich eher an Bagdad als an, an Champs-Élysées. Ich krieg das oder nehme das oft so wahr, dass wenn so sehr überschwänglich ins eine Extrem gegangen wird, ne, dass irgendwann sich die anderen Kräfte wieder breit machen und dann wieder so, wie in Iran zum Beispiel, ne, war ja auch eine lange Zeit sehr westlich orientiert unterm Schah und so weiter und dann irgendwann halt es wieder voll krass kippt halt, ne, so, und dass dann die andere Seite wieder zurückkommt so. Du hattest angesprochen bei den Großeltern dieses Offizierstatus und so weiter, wie war es denn bei deinen Eltern? Gesellschaftlich so. Naja, meine Mutter ist ja dann in einem sehr armen Haushalt aufgewachsen, in den Slums von Istanbul. Und mein Vater hat ein ganz hartes Schicksal gehabt, ich schreibe da ja auch ein Buch drüber gerade. Der ist nämlich dann, nachdem meine Oma väterlicherseits durchgedreht ist, also sie ist verrückt geworden, nach Istanbul abgeschoben worden, im Alter von 5 Jahren. Kann ich fragen, was du meinst mit verrückt geworden? Ja, mein jüngster Onkel, also der, mein Vater hatte noch einen jüngeren Bruder, der ist zum Honigsammeln in die Berge. Und das war damals so, die haben dann so einen Rauchstab in den Bienenstock gesteckt, um den Bienenstock auszuräuchern. Und das war so Berghonig, der ist dann halt mit den Händen diesen Berg hochgekrabbelt, hat den Stock reingesteckt. Das war aber nicht dicht und die Bienen sind dann ganz aggressiv geworden, sind rausgekommen, haben ihn überfallen und zerstochen. Und er ist rückwärts diesen Berg runtergefallen. Und mein Vater hat ihn dann 3 Tage später gefunden. Mein Vater war, glaube ich, sehr jung, 4, also mit 5 ist er ja nach Istanbul und ist dann ins Dorf gerannt, hat gesagt, ich glaube Ahmed hieß der, Ahmed ist tot und das hat meine Großmutter, die hat einen Schock gehabt davon und ist nicht mehr zurückgekommen und war auch nicht in der Lage, ihre Kinder zu erziehen. Das muss in so einem Dorf auch hart sein, ne? Das ist ja so, die mystifizieren das ja, ne? Die sagen dann, ein Teufel ist in sie gegangen und die hat das nicht verkraftet, aber man sagt nicht, die ist psychisch krank, sondern da ist irgendwas passiert. Gott hat sie zu sich geholt oder wie auch immer. Und dann ist mein Vater mit 5 Jahren mit meinem Onkel nach Istanbul und hat dann als Kind angefangen, als Tellerwäscher in Restaurants zu arbeiten. Und das ist sehr hart gewesen. Also das, was er erzählt hat, so viel Prügel, sehr viel Armut, fast nur Arbeit von morgens bis abends und einen großen Traum, den er dann irgendwann auch verwirklicht hat, nämlich irgendwann mal selbst ein Restaurant zu haben. Und dann hat er meine Mutter kennengelernt, irgendwann mit 19 oder 20. Okay, also die sind, kann man sagen, aus der Unterschicht, aus Istanbul? Ja. Ne? Also nein, sie kommen eigentlich ja aus der Oberschicht, aber sind irgendwie in der Unterschicht gelandet. Du bist ja 68er Jahre lang, ne? Sie sind 60 oder wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Mein Vater 1960. 60 dann. Auch Gastarbeiteranwerbung, oder? Nee, es ist eine ganz interessante Geschichte. 1960 war mein Vater 24 und er betrieb schon einige Zeit, also er hat auf Schulden, auf Pump ein Restaurant gekauft. Und mit dem wenigen Geld, das er selbst hatte, hat er versucht, dieses Restaurant irgendwie zu renovieren und in Gang zu bringen. Er hatte vorher in einem Casino, in einem Gazino gearbeitet. Nicht Casino, Gazino. Was ist der Unterschied? Gazinos sind Restaurants gewesen in der Türkei, in denen Musik und Essen serviert wurde. Also das würde man heute so wie Varieté ein bisschen, ne? Und in diesem Casino, ein sehr bekanntes Casino in Istanbul, traten so die Stars der Zeit auf. Zeki Müren zum Beispiel oder Bülent Ersoy später. Und das sind alles Travestie- oder Transvestie-Stars gewesen. Also zum Teil waren es Transvestiten, zum Teil waren es, sagt man heute noch Transvestiten, heute sagt man irgendwie Transfrau, ne, oder so. Die sind da aufgetreten und mein Vater war da Koch und irgendwann ist er bekannt oder berühmt, berüchtigt geworden, weil er ein besonders guter Koch war. Und mit dem Geld, was er verdient hat, ist er dann ausgestiegen, hat ein eigenes Restaurant gegründet und war aber hoch verschuldet. Und dieses Restaurant lief überhaupt nicht gut. Meine Mutter war zum zweiten Mal schwanger, er musste zwischendurch auch zum Militärdienst und dann war er wirklich so total am Abgrund. Die Gläubiger standen jeden Tag vor der Tür und mein Vater
war zu der Zeit sehr jähzornig und eines Tages stand einer dieser Gläubiger vor der Tür und hat ein Ultimatum gestellt, hat gesagt, pass auf, ich habe dir Geld geliehen, ich habe jetzt lang genug gewartet, du zahlst das entweder zurück oder ich gehe zur Polizei oder sonst was. Und dann hat mein Vater, weil er sonst nichts anderes zur Hand hatte, in einem Eimer einen lebenden Hummer gesehen. Also er hat Hummer am Abend verarbeitet und da war eben im Eimer waren die Hummer, hat den Hummer genommen und dem Typen voll auf den Kopf geschlagen. Okay. Aber so richtig volle Pulle. Und so ein Hummer ist ein Schalentier, ne? Das ja, ist so klar. Wie ein Stück Metall oder so. Und der Typ muss eine riesen Risswunde im Kopf gehabt haben und hat geblutet wie Sau. Mein Vater ist abgehauen und wollte einfach weg, weil er wusste, die Polizei kommt mich holen. Meine Mutter wusste von all dem gar nichts. Sie war zu Hause mit dem Kind und war schwanger. Und dann hat er von einem Kumpel gehört, ey, da sind so Schlangen vor dem Rathaus von Gastarbeitern, die nach Deutschland oder nach Australien wollen. Da werden Gastarbeiter angeworben. Und dann hat er ohne Koffer, ohne Tasche, einfach so wie er war, aus dem Restaurant raus, nicht abgeschlossen, eine Münze geworfen und die Münze fiel auf Deutschland. Dann hat er sich angestellt in der Schlange und ist am Abend noch mit dem Zug nach München gefahren. Ist ja krass. Was für eine Story. Und ist in München angekommen, ohne zu wissen, was hier ist. Und er kannte auch niemanden dort? Er hatte noch nicht mal eine Jacke dabei und es war Winter und er sagt, es war saukalt. Und im Zug waren natürlich türkische Gastarbeiter, die ihm gesagt haben, ey, Deutschland, das ist das gelobte Land. Und dann ist er 3 Jahre in Deutschland geblieben. Und meine Mutter wusste nicht, wo er ist, 3 Jahre. Und hat irgendwann von einem Kumpel erfahren, ey, dein Alter, der ist in Deutschland, der macht sich da ein schönes Leben. Hat er auch, mittlerweile hat er auch eine deutsche Freundin gehabt. Mhm. Und erzähle ich gleich weiter. Das ist eine abenteuerliche Geschichte. Ich will nicht zu lange erzählen. Frag erstmal. Ja, ich merke schon, weil sie war auch zum zweiten Mal schwanger und das heißt, ein Cliffhanger war das jetzt. Okay. Da kannst du einen Break machen. Und wie es weitergeht, seht ihr nächste Woche. Machen wir Pause zwischendurch. Nee, so gemein sind wir nicht, oder? Ja, da du ja meintest, dass sie zum zweiten Mal schwanger war. Also das heißt, du hast ältere Geschwister? Ja. Ja, wie viele? 2 ältere Brüder, eine jüngere Schwester. Okay, das heißt, du bist der Dritte. Mhm. Im Grunde so, manchmal sagt man mittleres Kind ein bisschen schwierig. Kennst du das? Nee, super. Bei dritte, dir nicht, dritte ja? Kind ist geil. Wie kam sie denn dann wieder zusammen nach den 3 Jahren? Also es war so, mein Vater war verschollen in Deutschland, keiner wusste, wo er war, hat auch nichts mehr von sich hören lassen. Meine Mutter saß in der Türkei mit den 2 Kindern mittlerweile und hat Däumchen gedreht. Und dann irgendwann hat sie erfahren, der ist in Deutschland. Mein Vater ist in München angekommen, ohne irgendwas. Und dann haben ihn die türkischen Gastarbeiter mitgenommen, haben gesagt, pass auf, wir werden hier vermittelt. Ein Teil geht nach Gelsenkirchen unter Tage, der andere Teil geht nach Berlin, der andere Teil geht nach Köln. Und dann haben die erstmal alle Checks gemacht, die mussten ja ins Gesundheitsamt, wie so Tiere auch, ne? Und wie mein Vater das heute beschreibt, ist total lustig. Also der beschreibt das ja aus einer fremden Sicht, aber für ihn sind die Fremden die Deutschen gewesen. Und er sagt, was ihm als erstes aufgefallen ist, ist diese Hunde, diese selbstbewussten Hunde in Deutschland. Er sagt, es war total irre, weil in der Türkei ist ein Hund ja das unterste Wesen. Ja, und die werden mit Steinen beworfen. Köpik. Genau, oder die werden sogar früher wurden die sogar eingefangen und dann irgendwie alle vernichtet. Mhm. Hunde gelten auch als unhygienische Tiere, also das Pisköpek ist ein Schimpfwort, ein dreckiger Hund. Naja, und dann haben die Gastarbeiter diese Hunde gesehen. Mein Vater sagte, Hunde in allen Größen, Hunde, die Klamotten getragen haben, selbstbewusste, arrogante Hunde. Und da habe ich gesagt, was habt ihr gemacht? Da hat er gesagt, wir haben Steine genommen, haben die beworfen. Und dann haben die natürlich Ärger bekommen, weil die Besitzer, die Herrchen gesagt haben, ey, was ist hier los? Das sind unsere Hunde. Und es gibt so viele Geschichten aus dieser Zeit, also dieses Heim, in dem die waren. Dann haben die versucht, deutsche Frauen kennenzulernen, aber wussten den Unterschied zwischen polnischen und deutschen Frauen nicht. Und also auch so, wie er das erzählt hat, ne? Ja. Dann haben die uns eine Polin gegeben, die war aber nicht deutsch. Oder die wussten nicht, was eine Autobahn ist und sind dann, die wollten in die Stadt laufen, haben sich verlaufen, sind dann auf eine Autobahn gelandet. Hast du zu Fuß dann gelaufen? Zu Fuß auf eine Autobahn und dann sind die im Gänsemarsch, weil die Angst gehabt haben. Und dann kam eine Polizei und mein Vater sagt, das war ein grünes Polizeiauto und wir haben uns voll gewundert und dann dachten wir, aber ja klar, weil in Deutschland gibt es so viele Wälder, deswegen sind die Polizeiautos grün. Also wie er das erzählt, ist mega. Jedenfalls, meine Mutter ist dann irgendwann, hat sich aufgemacht, hat Geld gespart, hat gesagt, ich hole ihn jetzt zurück. Mhm. Und hat ihn. Ach so, es war nicht klar, dass sie mitkommt, sondern dass ihr zurück. Nee. Okay. Die wollte den zurückholen. Und dann ist sie irgendwann in Deutschland angekommen und hat ihn in flagranti erwischt. Der saß in der Kneipe mit seiner Freundin, die er inzwischen hatte. Oh. Einer Deutschen. Und das Krasse ist aber,
dass sie dann nicht gesagt hat, pass auf, du machst sofort Schluss und so, sondern sie hat gesagt, ich lass mich auf einen Dreier ein. Oh. Also wir machen eine Dreiecksbeziehung, weil ich will dich nicht überfordern. Wie hat er das denn hingekriegt? Pass auf, mega. Und dann ist sie, hatten die ein Jahr lang eine Dreiecksbeziehung. Und meine Mutter hat aber parallel, um ihn, das war ja eine Falle, sie wollte ihn ja zurückholen, hat sie Deutsch gelernt. Weil sie rausgefunden hat, dass die Frau, mit der mein Vater zusammen war, verheiratet war und ihr Mann nichts davon wusste. Was für ein hartnäckiger Plan. Ja, und dann hat sie nach einem Jahr so gut Deutsch gekonnt, dass sie einen Brief geschrieben hat, den sie in den Briefkasten von dem Ehemann gesteckt hat. Und da stand drin, pass auf, deine Frau betrügt dich mit meinem Mann. Und daraufhin war sofort Sendeschluss, die Alte war weg und meine Mutter hat gesagt, okay, jetzt geht's wieder zurück in die Heimat, weil hier gibt's keinen Anlass mehr. Wie hat sie ihn denn in der Kneipe gefunden? Ein Bekannter, sie hatte einen Mittelsmann, sie hat über Istanbul einen Kontakt bekommen und Ali hieß der wohl, der hat gesagt, ich weiß, wo der ist, das ist doch hier der, dein Mann, ich kenne ihn. Und dann hat sie da hingeschleust. Okay, hat er sie da hingeschleust. Also das ist echt durchdacht und langfristig geplant . So, und es hat funktioniert, ja? Ja, und die haben in der Zeit, in der die diese Dreierbeziehung hatten, haben die zusammen Halligalli gemacht. Also sie sind nur auf der Rolle gewesen. Ich habe als Kind die Bilder mal gesehen, mich so gewundert, oh, in Amsterdam, oh, in Hamburg, oh, wer ist diese andere blonde Frau? Egal. Das war immer Tante okay. Birgit hieß die immer. Und am Ende, jetzt Jahre später, haben sie mir halt gesagt, nee, das war, wir hatten eine Dreiecksbeziehung. Das war in den 60ern dann, ja? Ja. Okay, und du bist dann 68? Ja, bin ich. Die sind dann in die Türkei zwischendurch und dann bin ich da gewesen und dann sind sie aber wieder, die haben sie wieder rüber gemacht. Wie waren denn dann deine frühesten Kindheitserinnerungen? Ja, ich war ja im Heim. Ich war ja, du warst auch im Heim. Ja, im Don Bosco Heim. Kinderheim, richtig? Ja, es war so, es waren nur Jungs eigentlich, ne? Ja. So größtenteils so ein katholisches Heim. Und wie alt warst du da? Von 6 bis 11. Oh, ja. Ich war von meinem, früh, 6. Monat oder so, bis zum 2. Lebensjahr. Okay, und, aber da hast du keine Erinnerung, oder? Dunkle Erinnerung, Bilder? Ganz dunkle, ja. Finde ich krass, weil oft, also es gibt ja so Mittel, ne? So, es gibt ich habe oft gehört über Hypnose und so weiter, dass auch Gerüche und gewisse Klänge auch und Musik kann auch helfen und so weiter, da wieder Bilder hochzuholen. Ja, ich habe ein konkretes Bild, das vergesse ich nie. Ich war in einem Nonnenheim, auch ein katholisches Nonnenheim. Und der Grund war, meine Mutter, also heute ist das schwierig, mit ihr darüber zu sprechen. Das ist natürlich traumatisch auch für sie gewesen. Sie sagt, sie wollte arbeiten, um wieder zurück in die Türkei zu gehen und dann sind Leute gekommen, die gesagt haben, ey, wir passen auf deine Kinder auf und dann hat sie irgendwas unterschrieben. Also das ist alles sehr diffus, wie sie es erzählt. Ich stochere da auch nicht weiter rum. Ich weiß nur, das war ein katholisches Nonnenheim und ich muss mich da nicht wohlgefühlt haben. Also ich muss da irgendwie ja autistische Züge entwickelt haben und gleichzeitig habe ich aber versucht zu entkommen, weil ich war in so einem, also ich weiß es aus Erzählungen, aber ich weiß es auch aus ganz dunklen Erinnerungen. Es gab so große Schlafsäle und in diesen Schlafsälen warst du mit vielen anderen Kindern zusammen. Und nachts war das sehr bedrohlich, weil das hatte so diese gotische, dunkle Atmosphäre. Und ich habe wohl immer versucht, als Kind zu flüchten und irgendwann bin ich immer wieder eingefangen worden, ins Bett zurückgebracht worden und der letzte Fluchtversuch endete damit, dass man mich ans Bett gefesselt hat. Wow, also wirklich so radikal, mit hier zwei Fesseln an den Händen, zwei an den Füßen und dann am Kopf. Und daran erinnere ich mich ziemlich gut, weil das natürlich, ja, das ist einfach bestialisch, ne? Sowas zu machen. Auch, dass du das so, so düster ein bisschen wahrgenommen hast, liegt es so ein bisschen an dem Fremden halt, so, dass es halt nicht, dass du das nicht von zu Hause kennst, so, ich meine, sonst Christliche? Nee, also ich hatte zum Katholizismus, ich komme ja aus dem Rheinland und das ist sehr katholisch, hatte ich eigentlich immer ein gutes Verhältnis. Ich war dann auch in dem katholischen Kindergarten. Ich habe das nie als so schlimm empfunden, wobei, also du hast eben nach religiösen Einflüssen gefragt. Man hat schon gesagt, mach da nicht mit. Weil sonst, also meine Mutter hat immer gesagt, sonst wirst du zu Stein. Und ich habe das als Kind immer geglaubt und wir mussten im Kindergarten immer beten vor dem Frühstück. Und dann habe ich immer oben so getan, als würde ich beten und unter dem Tisch habe ich meine Füße gekreuzt. Kreuz, okay. Weil ich immer dachte, boah, wenn ich das nicht mache, dann werde ich zu Stein. Und warum das, dieser Abschreckungsversuch? Das weiß ich gar nicht. Also wir waren, wie gesagt, nicht feindselig. Der Katholizismus war ja das, was uns umgeben hat. Aber das war fremd.
Also das war die Kirchenglocken. Wir wussten auch nicht, was ist in der Kirche. Wir wussten nicht, was das ist. Das war für uns fremd. Und deswegen, ich wollte nochmal auf das Kinderheim kommen. Diese Nonnen waren ja ambivalent. Die waren ja auf der einen Seite Wohltäterinnen. Auf der anderen Seite waren die aber auch Folterknechte. Also die haben in den 60er Jahren Kinder nicht gut behandelt. Man wurde verprügelt oder eben gefesselt ans Bett. Oder in den 80ern. Selbst in den 80ern, vielleicht sogar heute noch. Und deswegen war das so ein ambivalentes Verhältnis. Erst später hat sich das geändert. Da wurde ich so ein bisschen, weil ich, je älter ich wurde, desto mehr war ich meinen Eltern ja in der Kenntnis der vermeintlich fremden Kultur voraus. Ich konnte die Sprache. Und deswegen wurde ich auch so ein bisschen zum Kundschafter. Also geh doch mal in die Kirche und guck, was die da machen, war so ein Ding. Und dann bin ich in die Kirche, hab mich da reingeschlichen, dann kam ich nach Hause und dachte, und was machen die? Hab ich gesagt, weiß nicht, es riecht so komisch. Und die singen so, genau. Und die singen so. Aber was singen die denn? So, Hosianna, komisches Zeug halt. Ah, und dann stehen die auf? Ja, die stehen ab und zu, stehen die auf. Ist kalt oder warm? Ja, ist ziemlich kalt. Also ich musste so Bericht erstatten. Aber es war bis vor wenigen Jahren für mich wirklich fremd. Also ich habe das erste Mal zum Beispiel erfahren, wie Deutsche Weihnachten feiern mit, 52 Jahren. Was? Ja, ja. Das ist ja... Endspät. Ja, du konntest doch als Muslim, geh mal zu Deutschen Heiligabend. Mhm. Geht das? Geht nicht. Ja, ich weiß Hallo, gar ich nicht. Möchte mit Ihnen feiern. Also zu meiner Kindheit war alles zu. Ja. Heiligabend, erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag. Da gab es keine Partys, Discos. Da sind die letzten Busse um 5 gefahren und dann war 3 Tage tot. Und wenn Wochenende war, war 6 Tage tot. Und wir waren zu Hause und so, was machen die zu Hause? Und wenn du gefragt hast, hast du unterschiedliche Sachen gehört. Die einen haben gesagt, ja, wir machen Bescherung. Wir wussten Bescherung, Geschenke. Heiligabend. Hast einen anderen gefragt? Nein, erster Weihnachtsfeiertag. Hast einen anderen gefragt? Nee, gar nicht. Okay, irgendwie sind die sich nicht einig. Was esst ihr denn zu Weihnachten? Gans, wir essen alle Gans. Nein, Quatsch, wir essen Karpfen. Nein, wir essen Bockwurst mit Kartoffelsalat. Und du so, hä? Die haben überhaupt keine gemeinschaftlichen Sitten. Die sind zerstritten in sich und das war für uns halt wie Eingeborene. Wir haben in einem fremden Land unter Eingeborenen gelebt. Was für ein Vergleich. ich wundere mich, weil ich erinnere mich beim letzten Gespräch, dass du gesagt hast, dass dein Vater eher daran interessiert war, schon in der ersten Klasse, ne, dich mehr zu integrieren, vor allen Dingen in die ins deutsche Schulsystem, weil ja irgendwie da schon so vom Schulsystem eher so war, die Türken in eine eigene Klasse und so weiter. Und hier war jetzt eher so, dass von der Religiosität halt eher so abgeschottet. Nee, das war ja auch Integration. Ich sollte ja in die Moschee, in die Kirche gehen und gucken, was sie da machen. Ja, aber diese Abschreckung meine ich, das, ey, mach nicht mit, sonst wirst du zu Stein. Ach so, das meinst du. Nee, das glaube ich war eher so eine Redewendung. Ach so, also meine Mutter wollte das nicht verbieten. Okay. Das war auch so ein bisschen, die haben mich auch damit aufgezogen. Almancı ist ja so das Wort, ne? Deutschländer. Ja. Ein bisschen abwertend. Wenn ich in die Türkei dann in den Urlaub gefahren bin, dann haben immer alle gesagt, Almancı, wobei wir eigentlich ganz gut Türkisch auch sprechen. Also es gab keine signifikanten Unterschiede, die uns jetzt als Deutsche, Deutsch-Türken kenntlich gemacht haben. Ach so, nicht ein bisschen im Akzent oder so? Nein. Nee? Nein. Was war denn mit deinen Brüdern? Wenn du im Heim warst und so und davor, wie sind die denn alle aufgewachsen? Meine Brüder kamen später nach Deutschland. Die sind noch ein paar Jahre bei der Oma geblieben, alleine. Okay. Meine Eltern haben ja in Deutschland Halligalli gemacht und ich bin dann als Einziger hier gewesen, weil ich noch sehr jung war. Also hast du die Kindheit mehr als Einzelkind empfunden? Oder wann kam die nach? Ja, ich würde schon sagen, habe ich nie drüber nachgedacht. Mein Bruder, als er nach Deutschland kam, der ist 8 Jahre älter als ich, war 19, so in der Kante, also ja, die ersten Jahre vielleicht, ja. Haben die einen Einfluss auf dich gehabt in der frühen Kindheit, so vielleicht vorbildlich auch oder eher nicht? Ja klar, ältere Brüder immer. Mein mittlerer Bruder, der war ein bisschen mehr auf Augenhöhe, weil der Altersunterschied nicht so groß ist, 6 Jahre. Und der hat Fußball gespielt und das war für mich mein großes Vorbild. Mein Bruder war auch sehr erfolgreich, hat zum Schluss auch in der Bundesliga gespielt 2-mal, ist dann aber schwer verletzt worden, hat die Karriere beendet. Und da ist so die Leidenschaft für Fußball entstanden, auch für den Verein Borussia Mönchengladbach, das ist so der regionale, der Lokalverein bei uns. Und mein älterer Bruder, der war immer ein bisschen weiter weg und der war auch immer ein bisschen so der Vollstrecker der Eltern. Also die Eltern, wenn ich zum Beispiel in der Schule was machen musste, dann musste ich immer mit meinem Bruder üben. Und das hat mich mega angekotzt, weil mein Bruder war kein Streber, aber der war eben sehr naturwissenschaftlich orientiert. Der ist auch heute Ingenieur.
Und der hat dann immer so den Druck der Eltern an mich weitergegeben. Wie war es denn dann für dich? Hattest du am meisten Deutschkenntnisse und so? Warst du dann schon der, der auch diese Übersetzerrolle hatte? Man kennt es ja vielleicht so oft, also bei Ämtern und so weiter, füll mal du die Formulare aus und so weiter. Ab und zu ja, so Bedienungsanleitung vom Rasierer oder so, musste ich vorlesen und übersetzen. Okay, weil wenn sie später nachkamen, dass du da schon, also warst du der Deutscheste in der Familie, wenn man es so ausdrücken kann? Ja. Okay, dann wie war denn deine Kindheit dann, so Kindergarten und Grundschulzeit, weil du ja, was ich schon angesprochen habe, so dass dann, weil du meintest letztes Mal, dass dein Vater sich beim Rektor beschwert hat. Ja, diese Situation, das war bei der Einschulung. Genau, daran erinnerst du dich auch oder ist das auch daran erinnere ich mich voll. Ja? Also du hast dich eingesetzt auch und die waren interessiert schon, dass du dich integrierst von vornherein und Teil der Gesellschaft hier bist, ne? Das war kein Programm, das war selbstverständlich. Mhm. Weil wir kamen ja auch aus Istanbul und Istanbul war sogar moderner als Deutschland. Mhm. Und da mussten wir uns gar nicht anpassen, sondern die Deutschen mussten sich eher an uns anpassen. Hast du das, wie hast du es denn dann wahrgenommen, wenn dann, sagen wir mal klischeemäßig, du auf Leute getroffen hast, die sagen, die Türken sind rückständiger als wir Deutschen? Ich habe das nicht so oft wahrgenommen, ehrlich gesagt. In meiner Kindheit gab es jetzt nicht so viel offene Ausländerfeindlichkeit, eher so versteckte. Und wir haben ja, wie gesagt, immer Kontakt zu Deutschen gesucht. Meine Freunde waren Deutsche. Ich hatte so zwei türkische Freunde, aber auch die waren sehr deutsch. Also wir haben auch miteinander Deutsch gesprochen. Ich habe nur mit meiner Familie Türkisch gesprochen. Okay. Ja, in den 70er Jahren, in denen ich groß geworden bin, war ja Westdeutschland noch ganz anders. Und du kommst ja aus Ostdeutschland, ne? Nein. Nee, gar nicht. Du bist auch Wessi, Westberliner. Mhm. Ja. Westberlin war noch mal ganz anders. Das war eine komplett andere Welt. Aber bei uns war das so, wir haben in einer sehr kleinbürgerlichen Umgebung gelebt. Die Stadt, in der ich groß geworden bin, war sehr spießig. Und dementsprechend gab es so viele Dinge, die sehr eng waren, ne? Also die Kirche spielte eine große Rolle, im Rheinland sowieso. Dann meine Freunde kamen oft so aus gutem Hause, die wohnten dann in so Einfamilienhäusern. Wir wohnten eher ärmlich, wir hatten so ein Haus am Bahndamm und da waren wir zu fünft, meine zwei Brüder, ich, meine Eltern, in zwei Zimmern. Also es gab ein Zimmer, das war so 15, 20 Quadratmeter groß, das war gleichzeitig Wohnzimmer und Schlafzimmer und die Betten wurden ausgeklappt. Wir hatten so Wandbetten, die man so aufgeklappt hat. Und der Fernseher war schwarz-weiß und wenn die Bahn vorbeifuhr, war das Bild immer total gestört und wir hatten eine Antenne und dann musste immer einer an der Antenne spielen. Und der andere Raum war eine Küche und auch gleichzeitig ein Wohnraum und ich musste zum Beispiel auch damals immer in diesem Wohnzimmer schlafen, während in der Küche alle noch wach waren. Deswegen, ich kann zum Beispiel besonders gut schlafen, selbst wenn Geräusche sind, erinnert mich an die Kindheit. Naja, diese Umgebung, in der wir waren, die war eben sehr spießig und da gab es dann immer wieder auch, ja, keine Ausländerfeindlichkeit, aber ich würde mal sagen Vorbehalte. Und trotzdem war es so, dass in der Zeit, in den 70ern, meiner Meinung nach, die Deutschen viel mehr bereit waren, sich einzulassen oder auch offen waren für uns, als heute. Also heute ist das so eine artifizielle Ausländerfeindlichkeit. Es wirkt so aufgesetzt. Meinst du, damals war mehr Neugier als Ablehnung im Spiel? Oder? Nee, das war ungewohnt und es waren wenige. Also ganz schlicht und einfach, wir waren die einzige türkische Familie. Was Exotisches? Exotisch, hilfsbedürftig, weil die hatten auch ein bisschen Mitleid mit uns. Es gab sehr, sehr gute Arbeitskollegen von meinem Vater. Alles gestandene Nazis übrigens, wie ich im Nachhinein erfahren habe. Was hat er denn da gearbeitet zu der Zeit? Müllmann. Okay, und aber ordentlich verdient, oder? Damals für die Verhältnisse ja, aber zum Beispiel auch den Job hat er bekommen von einem Deutschen, von einem Nachbarn, der sich eingesetzt hat für meinen Vater, der gesagt hat, ey, diese türkische Familie, das sind nette Leute, die haben drei Kinder, die müssen wir irgendwie unterstützen. Dann hat er ihm den Job besorgt, der war ganz oft bei uns, der hat tapeziert, der hat einen Teppichboden verlegt und später habe ich gehört, dass er bei der Waffen-SS war. Okay. Also ein gestandener Nazi, dem das egal war, woher wir kommen. Also dieses menschliche, diese Komponente, zwischenmenschliche Beziehung, die war damals noch viel größer. Und heute ist das so, dass ich das Gefühl habe, dass eher die Türken sich absondern. Also die Türken sind eigentlich deutschenfeindlich, während die Deutschen sich gar nicht mehr trauen, ausländerfeindlich zu sein. Oder es sofort so stigmatisiert wird. Woher kommt vor allem die Wahrnehmung so?
Meine Wahrnehmung kommt von den Erlebnissen, die ich habe. Also wenn ich hier in Berlin durch Neukölln fahre, dann sehe ich Türken, die viel ausländerfeindlicher sind, als Deutsche sich es je getraut haben zu sein. Ist es ein Wechselding vielleicht, dass ich meine, diese ganze, wenn wir von West-Berlin reden und 80er und so und auch Ende 70er, dass diese Gangbildung hatte ja damit viel zu tun, ne? Dass viele erzählen aus der Generation, dass sie sich gar nicht wehren konnten, auch gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Sprüche auf den Ämtern und so weiter halt, aber auch von Lehrern und überhaupt Autoritätspersonen. Also ich wäre vorsichtig, ich würde das jetzt nicht Ausländerfeindlichkeit nennen, aber es war auf jeden Fall keine gute Integrationspolitik. Die Ausländer wurden ausgegrenzt. Wir waren, wie gesagt, wir mussten zum Ausländeramt gehen, an der Wand stand auf Türkisch nicht anlehnen. Also so, als wären wir dreckig, wenn wir uns da anlehnen. Gleichzeitig wurden wir aber auch von unseren eigenen Behörden schlecht behandelt. Wenn wir ins Konsulat gefahren sind, stand an der Wand auf Türkisch bitte nicht anlehnen oder auf Deutsch. Also dann hat es vielleicht gar nichts damit zu tun, oder? Na, wir waren halt Außenseiter, wir waren die Ausgestoßenen. Wir waren die, die hier nicht hingehörten. Wir waren Fremde. Und diese Integration, die hätte passieren müssen, als wir hier jung waren, mit in den 70er Jahren, mit 5, 6, 7, 8, 9, 10, wo wir in der Schule gleichberechtigte Plätze bekommen hätten, wo man uns nicht gesagt hätte, geht mal in eure eigene Klasse und sprecht eure eigene Sprache. Oder das war, wie gesagt, ich habe das nicht als Ausländerfeindlichkeit empfunden, ich habe das mehr als Separatismus empfunden. Und dieser Separatismus, dass die Deutschen sich abgrenzen wollten, der ist dann übergeschwappt auf die Türken. So ein bisschen so wie eine Rache. Ihr wolltet uns nicht, jetzt wollen wir euch nicht. Jetzt kochen wir unser eigenes Süppchen. Und das hat sich über die Generationen hin verschlimmert. Also es ist heute so, dass die vierte Ausländergeneration in Deutschland so extrem ist, dass ich denke, worauf berufen die sich eigentlich? Sind die jetzt Türken? Sind die Deutsche? Sind die teilweise deutsch, teilweise türkisch? Ist das so eine Art Edelausländer? Und dann kommen so Hybridformen wie bei Mesut Özil raus, der in der deutschen Nationalmannschaft spielt, aber sich ein Trikot von Erdogan geben lässt. Und dann sind natürlich beide Seiten irritiert oder sauer und sagen, ey, das war nicht Sinn und Zweck der Integration. Liegt es nicht vielleicht auch daran, dass es am Anfang eher so eine temporäre Geschichte sein sollte, dass es auf breiter Ebene so wahrgenommen wurde, okay, das ist nur vorübergehend, die gehen eh wieder zurück. Und, gute Frage, ja. Ne, so. Ja, am Anfang war das immer so, dass wir auch dachten, wir gehen eines Tages zurück. Mhm. Am Anfang war es auch so, dass die Deutschen immer gesagt haben, Gastarbeiter, irgendwann geht ihr auch wieder zurück. Aber das ist ja im wahren Leben nicht so. Das bilden sich Ehen aus Deutschen und Türken. Vor allen Dingen zweite Generation. Siehst du dich als zweite Generation? Ja, bitte? Ich bin die zweite Einwandergeneration. Ne? Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, also ich habe öfter beobachtet, dass viele gesagt haben, die zweite Generation kann besser Deutsch als die dritte. Kann man das so pauschal sagen? Die dritte wären jetzt meine Kinder? Nee, das kann man pauschal nicht sagen. Wobei, wenn es Assi-Deutsch ist, was du meinst, ja. Also die dritte Generation ist wieder asozialer geworden. Ja, also vor ich schicke auch, dich schon so. Ja, und auch die Akzente so jetzt, die einheimischen Akzente. So ein bisschen Kölsch, so die reden halt dort. Oder also die zweite Generation haben in Berlin auch oft Berlinert halt. Ne, so. Ja, ich weiß, was du meinst. Also mein Bruder zum Beispiel ist ein Paradebeispiel für die zweite Generation. Die war sehr ambitioniert. Also die zweite Türkengeneration wollte etwas Besonderes sein. Und die erste türkische Generation, die Gastarbeitergeneration, das waren ja nicht jetzt alles Bauern, sondern da kamen Leute wie mein Vater aus Städten, die säkular waren, die modern gebildet waren. Und die hatten als Ideal immer einen sehr hohen Anspruch. Nämlich mein Kind soll das beste türkische Kind in der Familie sein. Das soll nicht schlechter sein als die Deutschen. Das soll auf Augenhöhe sein. Das war immer so die Maxim auch unserer Erziehung, dass man gesagt hat, mach dich nicht zu was Besonderem, stilisier nicht dein Türkischsein, sondern sei genauso wie der Deutsche oder sei sogar noch besser als der Deutsche. Und deswegen sind da viele Akademiker daraus hervorgegangen. Mein Bruder hat Maschinenbau studiert. Wenn er Ingenieur, meintest du, ne? Ja. Hattest du auch Druck verspürt? So, gab es so Anforderungen? Ja. Was hättest du werden sollen? Ja, in meiner Generation, in der zweiten Gastarbeitergeneration, gab es keine Künstler. Ich war der erste Schauspieler in meiner Schauspielagentur, der türkischer Herkunft war. Ich war der einzige türkische Kabarettist lange Jahre lang. Es gab keine anderen. Wie haben das deine Eltern wahrgenommen? Oder das ist schon ein bisschen später, da bist du ja schon ein junger Mann, ne? So. Ja, die haben das jetzt nicht verboten. Die waren skeptisch und dachten so, welchen Weg geht der jetzt? Ne? Das ist ein bisschen strange. Künstler, Schauspieler, Musiker. Aber letztendlich war das nicht so, wie man das zum Klischee kennt, dass sie gesagt haben, lern was Anständiges. Sondern die hatten ein gewisses Vertrauen. Mein älterer Bruder war eher streng und hat gesagt, ey, studier was Anständiges. Was Richtiges, okay. Ja. Ein solides Standbein und so. Genau. Auf denen, ne? Ja.
Bevor das war, wie war denn, das war doch nicht dein erster Berufswunsch, oder? Doch. Doch, wirklich? Ja, seit der Grundschule? Mit 3 Jahren wusste ich, dass ich Musik studieren will. Wow, okay, das ist dann eine Berufung schon. Ja. Was waren denn für dich Vorbilder in der Kindheit, Jugend? Frühen Jugend. Ich hatte nie Vorbilder, nie. Nee? Nie. Meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, aber ja, also nicht bekannte Vorbilder. Ich meine nicht so menschliche Vorbilder, sondern schon so von einem Handwerk halt. Wenn du sagst zum Beispiel Schauspieler oder Kabarett oder... Nee, ich hatte keine Vorbilder, keine konkreten Vorbilder. Okay, dann wär's anders. Vielleicht Leute, deren Arbeit du wertschätzt. Damals gab es auch niemanden. Also wenn, dann Mozart oder große Mozart. Personen, Persönlichkeiten. Okay. Aber also es ist ja in der Grundschule oft dieses, was willst du werden, wenn du groß bist und so. Und vor allen Dingen der Übergang von Grundschule zur Oberschule. Wie ist es bei euch gewesen? Bei uns war es immer ab 6. Klasse. Weil Vierte. Bei euch war Vierte auch. Und wie, was war das von Oberschule? Gymnasium. Okay, von vornherein. Mhm. Was waren denn so deine Lieblingsfächer? Wo warst du gut? Also ich war, um deine Frage davor noch zu beantworten, ich war von Anfang an relativ straight. Also ich war ziemlich fanatisch sogar. Ich wusste, wie gesagt, mit 3, ich werde Musiker. Und da war auch nicht dran zu rütteln. Wieso mit 3? Das ist wirklich so ein frühes Alter. Meine Mutter hat mich sehr beeinflusst. Meine Mutter hatte ein großes Faible für klassische Musik. Und bei uns lief immer Radio. Immer. Es lief immer klassische Musik. Meine Mutter hat alles gesungen, alles gewusst, kannte alle Komponisten. Meine Mutter ist auch wahnsinnig belesen. Also obwohl sie aus diesen einfachen Verhältnissen kommt, die hat alle Bücher gelesen, die du dir vorstellen kannst. Und die macht das systematisch. Die sagt so, jetzt lese ich Kafka und dann liest die jedes Buch von Kafka. Jetzt lese ich Cicero, dann liest die jedes Buch von Cicero. Und diese Frau hat halt unglaublich viel Wissen und ist gebildet und das hat sie mir immer vermittelt. Und sie hat mir irgendwann mit 2,5 oder 3, also da wusste ich schon, ich will Musik machen, eine Platte geschenkt von Joseph Haydn, Symphonie Nummer 104 mit dem Paukenschlag. Und die habe ich rauf und runter gehört. Und diese Symphonie ist so, es geht ganz leise. Ne. Und dann BASH! Paukenschlag, das war jetzt für diesen Ton. Und das hat mich total, total begeistert. Also mehr die Klänge, mehr der Sound oder auch die Texte? Weil jetzt, ich dachte, du bist Belesene, hast du da den ersten Einfluss gehabt mit Worten und beides. So? Beides. Also Lesen war für mich auch, sie hat mir auch sehr früh, ich konnte vor der Schule schon lesen. Oh. Also ich habe mit 4,5 oder 5 konnte ich auch sehr früh Türkisch lesen. Ich habe auch zuerst Türkisch gelernt und dann Deutsch. Und ich konnte beide Sprachen dann, als ich eingeschult wurde. Ich will jetzt keinen riesen Zeitsprung machen, aber was kannst du besser? Türkisch oder Deutsch? Kannst du das? Beides gleich, aber wenn ich in der Türkei bin, dann geht das Türkische, kommt mehr in den Vordergrund. Hier ist es so ein bisschen passiv, aber eigentlich identisch. Also der Wortschatz ist genauso groß, kann man sagen. Ja, ja, der Wortschatz ändert sich ja auch immer. Ne? Also es ist nicht meine Alltagssprache, aber sie ist reaktivierbar. Also es ist meine Muttersprache, so wie Deutsch. Es ist sogar eher so, dass es meine emotionale Muttersprache ist. Ich hab so eine App, mit der ich meinen Schlaf aufzeichne. Und das ist total krass. Also ich analysiere das gerne so. Ne? Wie viele Stunden schlafe ich, wie schlafe ich, bla bla bla, wie tief. Und man kann sich dann hören. Und mir ist aufgefallen, dass ich ganz oft im Schlaf Türkisch spreche. Ganz oft. Also ich spreche nie Deutsch im Schlaf. Komisch, krass, ne? Wurde mir gerade vor kurzem noch gesagt, dass ich irgendwie im Schlaf Russisch gesprochen habe. Ja, ja, weil das meine Kindersprache ist. Und natürlich, du hörst die Mutter ja auch, wenn du im Bauch bist und so. Nee, aber um das nochmal mit der anderen Sache, mit der Schule und der Musik zu sagen. Ich bin dann auf die Schule, aufs Gymnasium gekommen und es war eigentlich von Anfang an klar, da bleibe ich nicht. Weil ich hatte ein paar Dinge, die mich interessiert haben. Das war Musik, das war Kunst, das war Geschichte, Sprachen. Und der Rest, der mich nicht interessiert hat, den habe ich kategorisch verweigert. Und deswegen bin ich auch in der 10. Klasse sitzen geblieben und hatte auf meinem Abschlusszeugnis 5 Fünfen, 3 Sechsen und 6 Einsen. Okay. Also es war Split. Am Anfang meintest du was mit autistischen Ja, ich habe einfach gesagt, ich mache den Scheiß nicht. Biologie, Chemie, Physik, Mathe, mache ich nicht. Und wenn... Rebellische Einstellung, warum hast du das abgelehnt, so kategorisch, meine ich? Hat mich nicht interessiert. Ich wusste immer, ich muss nicht rechnen. Ich kann heute super rechnen. Aber ich brauchte keine Vektorenrechnung oder Funktionsgleichungen. So ein Fuck, das hat mich gestört, das zu lernen. Ich habe immer das Gefühl auch gehabt, ich verliere Zeit. Immer. Und dieses Abschlusszeugnis führte dann zu einer Klassenkonferenz und die Lehrer haben gesagt, ey, irgendwas stimmt mit dem nicht. Und ich hatte großes Glück, dass ich Lehrer hatte, die gesagt haben, ja, der will halt was anderes, der will Musik studieren. Und dann habe ich ein Stipendium bekommen und konnte als Jungstudent das Gymnasium verlassen und bin dann mit 12,
auf die Musikhochschule nach Köln gekommen. Parallel zum Gymnasium. Das war aber noch, bevor ich dieses schlechte Zeugnis hatte. War das eine Befreiung? Also das war dann dein Weg, oder? Ja, das war mein Weg. Ja, ne? Da war ich ganz klar auf der Spur. Okay, da hast du dich dann, also war Fisch im Wasser mäßig? Ja, ne? Das war. Ich hatte allerdings Pech. Also der Weg, den ich gehen wollte, war klar. Ich war fanatisch. Ich wollte Schlagzeug spielen. Ich wollte Musik machen. Und am Anfang habe ich Glück gehabt. Ich habe gute Lehrer gehabt, die mich gefördert haben. Dann bin ich aber an einen ziemlichen Scheißlehrer gekommen. Der war Professor und das ist eine ziemliche Koryphäe gewesen an der Musikhochschule in Köln. Professor Christoph Kaskel hieß der. Und alle Leute, die bei dem waren, sind auch in die Klapse gekommen später. Weil der hat immer im Diminutiv mit dir gesprochen. Also er hat gesagt, so, jetzt nimmst du mal dein Händchen und das Stöckchen und dann schlägst du damit aufs Trömmelchen. Und als Kind denkst du so, Alter, was will der von mir? Und das war so eine richtige Umerziehung. Ne? Also auch alles, was ich vorher konnte. Es gibt den Match Grip, das ist beide Stöcke hältst du gleich, und den Traditional Grip, ein Stock hältst du schräg. Hast du bestimmt schon mal gesehen. Ne? Und der hat mir gesagt, du musst das umlernen. Und da habe ich gesagt, wieso? Ja, weil wenn du im Theater spielst und mal Militärtrommel, dann musst du den anderen Griff können. Und dann habe ich bei Null angefangen. Und irgendwann habe ich mich geweigert. Habe gesagt, ich gehe nicht mehr hin. Das mache ich nicht. Und das war scheiße, weil da habe ich dann wieder Zeit verloren, weil ich ja schon auf dem Weg war, Musik zu studieren, und musste dann nochmal ein halbes Jahr zurück. Und dann habe ich aber die Aufnahmeprüfung am Konservatorium in Maastricht bestanden. Was hat denn dazu geführt, dass du dann dich so geweigert hast, halt, ne? Dass du jetzt sagst, okay, die Art und Weise, wie er mit dir gesprochen hat auch? Ich konnte nie Autoritäten akzeptieren. Das war für mich immer schwierig. Jegliche Form von, nee, wenn eine Autorität glaubwürdig war, dann habe ich sie immer akzeptiert. Aber wenn diese Autorität nur darauf aufgebaut war, dass jemand seinen Stand mir gegenüber ausgenutzt hat, habe ich mich immer kategorisch verweigert, und egal was passiert. Also ich bin dann voll mit dem Kopf durch die Wand. Also wenn so eine Art Machtmissbrauch anfängt? Ja. Ja, an was kann man das so genau festmachen? Manchmal fühlt man sich vielleicht zu Unrecht schlecht behandelt, manchmal zu Recht. Wie kann man das halt objektiv auch klar machen, Außenstehenden? Also erstmal macht es keinen Sinn, wenn mir jemand sagt, du musst Militärtrommel spielen, weiß ich werde nicht Militärtrommel spielen. Und zweitens tut es weh. Also es ist einfach, du merkst, dein Körper weigert sich, das zu tun. Es ist nicht mehr homogen. Und das war aber nicht nur da so. Also ich habe das immer in meinem ganzen Leben gehabt. Ich war ja auch dann später obdachlos eine lange Zeit oder eine längere Zeit. Und das hatte auch was damit zu tun, dass ich Autoritäten nicht akzeptieren wollte. In welchem Alter war das denn? Das war 1986. Wie alt war ich da? 18, glaube ich. 84 oder 86. Okay, aber auch doch schon im jüngeren Alter. Ich meine nur, in was sich das unterscheidet zwischen dem, was du vorher gesagt hast, mit zum Beispiel, Mathe brauche ich nicht und so. Da denkt man sich halt, okay, das Kind ist rebellisch und es hat Schwierigkeiten halt, ne, so irgendwie, oder Autoritäten zu akzeptieren und so weiter. Aber dass man da halt differenziert, so, ey, hier liegt es aber wirklich am Lehrer, aber hier müsste man das Kind ein bisschen zügeln oder disziplinieren. Ich hatte halt immer einen inneren Kompass. Mein Kompass war klar, der war ausgerichtet auf das, was ich machen wollte, Kunst. Und am Anfang war es nur die Musik, dann kam später das Theater dazu und viele andere Dinge. Aber es war glasklar für mich, was mein Weg ist. Und das schon sehr früh. Ist es ein Künstlerding? Weil ich, während du das erzählst, erinnere ich mich so an Zeugnisköpfe von mir, dass auch, ich habe in einigen Fächern, also ich habe gar keine Arbeitsutensilien gehabt oder manche Fächer komplett, steht einfach so, ich habe sie komplett verweigert. Genau. So, und der Punkt mit der Zeit, dass du gesagt hast, die Zeit ist dir wichtiger, die dabei drauf geht, weil Zeug, das du als sinnlos erachtest. So, dass du sagst, ey, in der Zeit kann ich einen Skill erlernen, der mich weiterbringt, der mir wichtiger ist, den du leidenschaftlich betreibst. Ja, ich hatte ja gemerkt, also die ersten Jahre auf der Schule habe ich ja auch die Ansprüche erfüllt, aber es hat mich nicht gefordert. Also es war das Abliefern von Leistung und das nach den Plänen anderer Leute. Und mein Plan war nicht, die Ansprüche anderer Leute zu erfüllen, sondern mich selbst zu verwirklichen. An wen hast du dich denn orientiert, ist die Frage. Also deswegen, weil du meinst keine Vorbilder, aber gerade was Musik angeht, geht ja viel um Input und Output. An wen hast du dich denn so orientiert? Warst du nicht Fan von jemandem? Oder von ich hatte in diesem halben Jahr, in dem ich weg war von der Musikhochschule in Köln, einen sehr guten Lehrer. Und den hatte ich vorher schon. Kurt Bilker ist ein ganz toller Schlagzeuger. Und mit dem hatte ich einfach eine gute Zeit. Also wir verstanden uns einfach blind, und die Art und Weise, wie er mich unterrichtet hat, die war für mich genau richtig. Also es war nicht zu didaktisch, so du übst jetzt mal Achtel, Viertel, halbe Noten, ganze Noten, sondern ich bringe dir bei, wie du besser wirst.
Das war für mich ganz wichtig. Ich bringe dir bei, wie du besser wirst. Und das, was du jetzt schon kannst, das darfst du behalten. Und in der deutschen Methode oder in den Methoden der deutschen Hochschulen ist es immer anders gewesen. Da hieß es immer, alles, was du bisher konntest, vergiss es. Du fängst jetzt bei Null an. Und du dachtest so, ey, ich habe jetzt schon 5 Jahre gespielt, warum soll ich jetzt bei Null anfangen? Ja, weil in Deutschland wirst du auf einer Musikhochschule, das ist ein Zubringer zum Staatsdienst. Ja, du sollst ein anständiger Staatskünstler werden. Und wenn du das nicht tust, wenn du zu autonom bist, dann bist du renitent, dann bist du zu anarchistisch. Und das will man nicht. Deswegen bin ich auch nach Holland gegangen. Und Punkmusik und sowas? Hatte ich dann sowas? Bitte? Punk? Mein mittlerer Bruder war sehr Soul- und Funk-affin. Es gab einen belgischen Radiosender, den haben wir damals noch so ganz fern empfangen. Ich glaube, war es über UKW, weiß ich gar nicht. Und da gab es mittwochabends eine Sendung, die hieß Soul, ich erinnere mich nicht mehr dran, irgendwas mit Soul. Und mein Bruder hat das rauf und runter gehört. Und da waren Curtis Blow, The Commodores, also früher Rap schon, ne? Aber das war schon später. Also am Anfang war es noch die ganzen Motown-Künstler, Otis Redding, The Temptations. Oh, yeah. Und später Brothers Johnson, Louis Johnson am Bass. Viele, auch der frühe Michael Jackson, Prince, aber das war schon sehr poppig. Wir waren schon, also T-Connection zum Beispiel, Theophilus Cockley heißt der, glaube ich. Super Band, Soul-Funk-Band mit karibischen Elementen. Und mein Bruder hat mich stark beeinflusst, weil alle Platten, die wir gehört haben, die gehörten ihm. Und ich habe natürlich heimlich dann immer die Platten geklaut und gehört und ich fand das mega. Also schwarze Musik war für uns Black Music die Kirche. Okay, krass. Ja. Weil ich dachte auch, dass vielleicht Punk eine Rolle gespielt Nein. hat. Wegen dem Autonomen und sowas, du gerade erzählt, das gar nicht. Ja? Nein, nein, nein. Das war weiße Musik, die hat uns nicht interessiert. Gar nicht, okay. No, gar nicht. Um noch einen kleinen Schwenker zu machen, wann ist deine Schwester geboren? Ab wann hattest du diese große Bruderrolle? Da war ich 8 und das war ziemlich geil. Ja? Ich bin abgefahren darauf. Das war mega. Hast du die Vorbildfunktion erfüllen können? Nee, ich habe meine Schwester liebe ich immer noch sehr. Und was du sagst, endlich mal der große Bruder und nicht der Kleine. Ja. Ich war immer der Kleine, der Letzte. Mhm. Alle haben mich verarscht. Ich bin immer zu spät gekommen. Und guck mal, wie du aussiehst. Und dann war meine Schwester da, aber ich habe sie gar nicht so drangsaliert, wie ich dachte. Ja. Also ich hätte gedacht, es würde für sie schlimmer sein. Du strahlst voll, weil hattest du dann, also hast du positive Erinnerungen, dass du endlich diese große Bruderrolle... Ich habe meine Schwester, ja, nein, nicht nur der große Bruder. Ich meine, manchmal fällt die Aufmerksamkeit weg und dann hat sie jetzt dieses Nesthäkchen-Status. Das hat meine Mutter super gemacht. Die hat schon immer uns vorbereitet, ey, deine Schwester. Und ich weiß noch, der erste Moment, wo sie da war und im Bett lag, es war für mich das größte Glück der Welt. Und bis heute, ich liebe meine Schwester, meine Brüder auch. Genau. Okay, aber da, also von der Familie her, so der Zusammenhalt war da, also Geborgenheit und alles da immer war noch, da, ne? Bis heute. Ja. Das habt ihr auf jeden Fall gut gemanagt. Das haben wir sehr gut gemanagt. Welchen Weg ist sie dann gegangen, wenn dein Einfluss, so ich meine, dein Bruder ist im Akademik mehr. Wir machen alle was anderes. Mein Bruder ist Ingenieur, der mittlere Bruder ist Sportler, meine Schwester ist Logopädin. Okay, ist auch was ganz anderes. Krass, ne? Okay, schön, aber sehr bunt und so Vielfalt, ne? So. Ja. Wie ging es denn dann los mit eigenen musikalischen Produktion und überhaupt Auftritten? Ja, langes Leben, ne? Wir schaffen das nicht in 5 Stunden. Stimmt. Also ich habe angefangen, parallel zu der Zeit, in der ich das Stipendium hatte, in Bands zu spielen. Ich war so 13, 14, hatte so einen Schnäuzer, mühsam mir wachsen lassen. Und das war so die Zeit der pastellfarbenen Hosen und Netzhemd und so. Das war auch mein Stil und ich habe dann in so Bands gespielt, in Kneipen, aber während die Schule war, nachts immer und bin dann morgens so verpennt in die Schule gegangen, dass ich eh nichts gelernt hätte. Wer waren denn die anderen? Wer war denn eine Band? Also ich habe früher in so Sessions gespielt, wo es so eine Grundband gab und später habe ich die Leute gesehen, das waren schon bekannte Leute, also es gab Paul Schigera zum Beispiel, ist der Gitarrist der WDR Big Band heute oder Axel Fischbacher, das ist ein Gitarrist oder Christoph Spendel, also da gab es so viele Jazz-Koryphäen und ich war einer von vielen, die so im Umfeld waren und ab und zu habe ich da getrommelt und konnte so in der Anfangsphase ein bisschen mitspielen. Wir hatten dann aber eine eigene Band, erst mit meinen Schulkameraden und später dann mit älteren Musikern, da waren sehr, sehr gute Musiker auch dabei und sind dann aufgetreten. Das war auch so eine Funk-Soul-Band. Ich habe Schlagzeug gespielt, sogar zwischendurch gesungen und wir haben Cover-Sachen gespielt. Und wie gesagt, das war eine ziemlich krasse Zeit, weil da bin ich einerseits rausgeflogen von zu Hause, weil ich diese schlechten Noten in der Schule hatte. Ich hatte auch eine Freundin, erste große Beziehung und ich war halt der King.
Ich war, ey, Alter, ich bin Schlagzeuger. Schlagzeuger in der Band. Rauchen, Saufen, okay. Pubertät. Was war mega. Was war dein Typ so? Was für Frauen habt ihr euch umgeben? So? Wer stand auf eure Band? Also ich habe immer Glück gehabt mit den Ladies. Meine erste Freundin, mit der ich dann lange zusammen war, mit der ich mich heute auch wirklich super verstehe, die war so der... Die war der Schwarm, nee, Schwarm ist Mann, Flamme, ne? Flamme ist Frau, Schwarm ist... Der Crush. Also alle wollten die haben. Okay. Aber ich war der coole Schlagzeuger. Ich war der Schlagzeuger, kriegen immer die besten Frauen, das ist doch klar. Ja, früher auch, alle wollten mit dem DJ rumhängen, auch wenn es nur die Boxen tragen sind und so weiter. Ja. Teil der Geschichte zu sein, war cool. Ja. Martin Ciaia, mein Bassist später in meiner Band, der hat immer gesagt, Bassisten sind die coolsten, aber stimmt nicht. Aber warst du... das stimmt überhaupt nicht. Der weiß nicht, was ich weiß. okay, für die Nachkömmlinge, welche Position am besten zu besetzen ist, von dem Aspekt her. Hat es lange gehalten? Warst du schon früh der Beziehungstyp? So, 10 Jahre. Monogam und so? Wir sind mit 16 zusammengekommen, bis 26 zusammengeblieben. Meintest du nicht, so 18 und so war diese Obdachlosenzeit? Ja, ich war obdachlos, während wir zusammen waren. Oh, das ist ja krass. Ja, wie hat das miteinander funktioniert? Ja, es hat irgendwie funktioniert. Wir waren halt beide ziemlich crazy so, ne? Sie wohnte noch bei ihren Eltern. Anfangs konnte ich heimlich bei ihr im Keller pennen, dann wurde es immer kälter. Im Keller? Ja. Okay, du durftest nicht rauf, oder? Nee, Eltern durften das nicht wissen, dass ich da bin. Der Vater hat mich gehasst. Die waren Zeugen Jehovas. Ach so. Und dann noch Türke und so, das passte irgendwie nicht. Mhm. Und irgendwann ging es nicht mehr, da musste ich draußen pennen. Wurdest du erwischt? Draußen oder im Keller? Im Keller oder? Nee, im Keller nicht. War eure Beziehung verboten oder nur, dass ihr... Die Beziehung war auch nicht verboten, aber nicht gewünscht. Gern gesehen, okay. Ja, ich war nicht gern gesehen, ja. Weil ich war ja der Freak, war ja ne, Schnäuzer, Band, Kiffen, Rauchen. Nee, gekifft habe ich nie, aber Saufen, Rauchen und so, das war so ein schlechter Einfluss. Ist schon ein bisschen wild und Zeuge Jehovas kennt man ja dann auch, was sich wahrscheinlich... Ja, da darfst du ja noch nicht mal wichsen. Wie darf man nicht? Sind alle die letzten Wichser, aber am Wichsen darf man nicht. Das ist geil. Okay, wie kamst du denn raus? Die hatten auch übrigens wirklich ein Buch auf dem Klo, wo das drin stand, ne? Dass Onanie irgendwie schädlich ist. Das ist eine Teufelsaustreibung oder sowas? Oder was, was soll das sein? Aber ich habe das nie begriffen, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Vor allen Dingen, wer will erzählen, dass die es nicht heimlich machen? Ja. Aber ja, vor allen Dingen, warum haben die Kinder? Also, abgesehen davon. war bestimmt keine künstliche Befruchtung, oder? Ja. wie wurdest du erwischt dann im Keller? Oder wieso bist du... Also wieso konntest du nicht nach Hause? Wie so obdachlos? Also ich hatte mich mit meinen Eltern überworfen. Es gab, ich glaube, das war 84, da war ich 16. War alles kaputt. Ich bin aus der Schule geflogen, Ich mein Stipendium habe ich sausen lassen. Ich habe diese Freundin gehabt, bin nachts nur in Kneipen gewesen, morgens verpennt, noch Reste irgendwie im Blut und dann irgendwas gemacht, um zu überleben. Und irgendwann haben meine Eltern gesagt, Digga, das geht so nicht. Digga. Nee, haben sie nicht gesagt, aber das geht so nicht. Okay. Und entweder du machst jetzt, was wir wollen, oder du verpisst dich. Und dann Ich gesagt, Ultimatum. Ja. Achso, aber du hast nicht drauf gehört, sondern du hast die andere, also was ist es? Warst du? Also der Tag, an dem ich rausgeflogen bin, war der, an dem ich mein Kinderzimmer, ich glaube, komplett blau gestrichen habe. Ich hatte irgendwie einen Trip, dachte, ich muss es jetzt blau machen und dann kam mein Bruder oder meine Mutter rein und sagte, ey, was hast du denn gemacht? Und dann habe ich gesagt, nix als blau, was soll's? Und dann dachten die irgendwie, ich bin durchgeknallt. Die sahen mich natürlich auch in meinem Zustand und dann die Freundin und wir. Und das war denen mega suspekt. Und mein älterer Bruder, der ja immer so, wie gesagt, der Vollstrecker war, der hat gesagt, pass auf, so geht das nicht weiter. Und der hat meine Eltern dann auch beeinflusst. Und obwohl ich noch minderjährig war, haben sie gesagt, nee, wir wollen nicht mehr, du störst. Und dann bin ich raus. Also die hätten mich nicht rausgeschmissen. Ich bin zwar freiwillig gegangen, aber ich fand es auch cool in dem Moment zu sagen, ey, leck mich alle am Arsch. Nur das wurde dann relativ schnell von cool zu kühl. Okay, aber die Intention war schon doch eher, dass du lernst, Verantwortung zu übernehmen? Nee, das war so, ich wollte einfach meinen Weg weitergehen. Ich wusste, das ist mein Weg. Ich meine das Ultimatum, was dir gestellt wurde. Ach so, nee, von denen war das, nee, das war keine pädagogische Maßnahme, das war emotional. Okay. Ich habe auch mit meinen Eltern oft Streit gehabt zu der Zeit, habe auch ein paar Jahre mit beiden nicht gesprochen. Wir waren einfach sehr aufbrausend emotional, das ist dann so aneinander geprallt. Okay. Das heißt ein bisschen gegen die Family, für die Beziehung. Gegen die ganze Welt. Gegen die ganze Welt. Gegen Lehrer, gegen Family, gegen alle. Gegen den Vater von der Freundin, gegen mich selbst auch. Gegen alle. Aber der Bund mit der Freundin, der war stark. Der war stark, weil wir waren so ein bisschen so Harold und Maude. Also wir kamen uns so ein bisschen vor wie so Kleinkriminelle.
Und das ist ja übrigens oft Motivation auch von Verbrechern, dass die denken, ich bin klüger als diejenigen, die mich verfolgen. Mhm. Ne, ich mache den großen Coup, weil ich bin so mega intelligent. Die anderen sind dumm, wurden erwischt. Genau, und wir mussten klauen auch, weil wir nichts zu essen hatten. Und das fanden wir aber irgendwie cool, weil wir haben gesagt, ey, die große Industrie, die kann das verkraften. Wir klauen es ja nicht den Armen. Letztendlich war es mega uncool und es war dann auch eine Sache, für die ich mich später geschämt habe, also weil ich auch viele Freunde hatte oder Bekannte, die ich dann irgendwie abgezogen habe, weil ich keine Kohle hatte, ich habe mir Geld geliehen, nicht zurückgegeben, richtig übel so, aber ich war in meinem Film, für mich war das eine Einbahnstraße und es gab keinen anderen Weg. Wie lange war diese Phase und wo hast du... Also war das so das Typische, mal hier und da unter der Brücke auf einer Parkbank irgendwelche Orte? Ja, ich habe draußen gepennt erst und die ersten Nächte konnte ich bei Freunden noch schlafen, also manchmal nicht. Und dann wurde es immer kälter und zum Schluss, das war ein Jahr, da waren es glaube ich minus 16 Grad draußen. Also richtig über Winter draußen? Ja, das war ein langer Winter von November bis März, da, so lang war ich draußen. Und ich bin dann aber immer mehr so in diese Obdachlosen-Szene reingekommen und da gibt es ja schon so ein paar Spots, ne? Also es gibt diese da kannst du einmal in zwei oder in einer Woche übernachten und dich waschen. Und ansonsten gab es so Passagen, also unterirdische Passagen, wo man gepennt hat, wo es ekelhaft war. Es stank nach Pisse und es war mega feucht, aber es war nicht so kalt wie draußen. Und dann habe ich in der Garage gewohnt, eine Zeit lang. Oh, und deine Freundin war mit dir oder war das? Nee, die war die ganze Zeit eigentlich immer bei ihren Eltern. Und tagsüber waren wir zusammen. Und tagsüber war so. Als es so kalt war, sind wir immer in so Kaufhäuser gegangen, weil es warm war und wenn die zumachten, kennst du diese Gitter, wo die heiße Luft rauskommt? Ja, genau. Genau, da konnte man sich so aufheizen. Aufwärmen und so weiter. Und dann klingt nach einer harten Phase auf jeden Fall. Das war hart. Ja. Die 84 bis 86, und weil du eben gefragt hast, 86 bin ich dann auf der Musikhochschule in Deutschland nochmal genommen worden. Ich musste ja aus Holland weg, weil ich kein Visum hatte. Und dann begann eigentlich erst die Zeit, in der das alles so in eine Ordnung kam. Okay, was waren die ersten Steps? Wann hast du angefangen, dein eigenes erstes Geld zu verdienen? 85, dazwischen. Okay. Da habe ich ein Engagement gehabt in Goch. Da kam, also ich hatte angefangen parallel, ich hatte keine Kohle. Und ich habe überlegt, irgendwie muss ich Geld verdienen. Dann ist mir eingefallen, ich habe doch mal im Theater in Neuss einen Typen gesehen, der hat alleine gespielt. Cool, alleine spielen, verdienst du Geld, machst was easy ist, also mache ich das auch. Dann habe ich mir ein Stück drauf geschafft, Bericht für eine Akademie von Franz Kafka, habe den Text gelernt und habe so einen Zettel kopiert, auf den ich mich selber beworben habe, bei Kulturzentren. Bin in die Post gegangen, damals gab es doch diese Telefonbücher, und habe bei KW Kultur und TW Theater aus allen Städten Deutschlands die Adressen rausgeschrieben. Hab mir von dem ergaunert geliehenen Geld Briefmarken gekauft und dann die Briefe verschickt. 200, 300, einfach so an die Veranstalter. Und einer von denen hat dann angebissen in Goch und hat gesagt, pass auf, du kriegst 300 Mark. Wir haben hier so eine Veranstaltung, am Sonntag kannst du spielen. Mega. Bin ich hingefahren, das war wie viel, 20, 30, 40 Leuten, hab gespielt, 300 Mark, Jesus, wie geil ist das denn? Und dann kam mehr und mehr, aber es gab kein Geld. Also ich war so naiv, dass ich dachte, wenn ich engagiert werde, kriege ich immer Geld, aber es war oft so auf Eintrittsbasis. In Lübeck zum Beispiel, der Typ hat gesagt, komm vorbei, kann spielen. Dann bin ich da hingefahren, hab das Ticket bezahlt und als ich ankam, sagte er, ja, aber du kriegst Teile vom Eintritt und du musst Saalmiete zahlen. Und dann musste ich 85 Mark Saalmiete zahlen. Es sind zwei Leute gekommen, die haben 10 Mark bezahlt. Ja. Ich hatte 65 Mark Schulden. Minus, ja. Und musste noch zurück und musste trampen. Waren das so, ich meine, gerade was Kunst angeht und Business, ist es ja meistens so, dass man in den Anfängen mal so ein paar Fettnäpfchen tritt, ne, so, dass du dann angefangen hast, diesen Aspekt auch selbst übernehmen zu wollen oder ein Auge drauf zu haben oder so, ist ja so ein Ding oft, ne? Kunst und Industrie. Achso, du meinst so selber Unternehmer zu werden? Ja, also oft, es gibt ja Künstler, die das lieben abzugeben, um vollkommen kreativ zu sein, halt, ne, so, und dann gibt es halt die durch... Die Kontrollfreaks. Ja, genau, die dann sagen halt, ey, ich bin hier und da schon über den Tisch gezogen worden, die geben die Zügel dann nicht aus der Hand. Eine Mischung, also ich bin immer sehr aufmerksam, was Beschiss angeht. Also wenn Leute mich ausnutzen wollen, dann haben sie es schwer.
Vielleicht, weil ich selber auch Leute ausgenutzt habe. Aber ach, du kennst die Tricks. Ja, mich kannst du schwer bescheißen. Mhm. Ich merke es relativ schnell, wenn man mich anlügt. Und ich kann auch rechnen. Also wenn mir jemand sagt, du kriegst hier so und so viel Kohle, ich sehe aber, da sind 500 Mal mehr Leute drin, warum kriege ich eigentlich so wenig? Dann sage ich das oder spiele nicht. Und das war von Anfang an schon so. Ich war schon immer mein eigener Chef und ich habe darauf gebaut, dass die Leute von meiner Qualität überzeugt werden und dafür aber auch etwas zu geben haben. Mhm. Wie war denn die Brücke dann zwischen Musik und Schauspiel? Zufällig. Also ich habe das, wie gesagt, angefangen am Anfang und dachte so, ja cool, verdiene ich Geld mit, weil Musik kannst du kein Geld mit verdienen, kannst vergessen, als heute auch nicht. Ja, Pop-Art hat sich nicht geändert. Halt, ne, auf dem Level. Ja, entweder du bist total erfolgreich, Nummer eins in den Charts oder du bist gar keiner, niemand. Und, hattest du auch, also kurz da einzuhaken, Schwierigkeiten mit dem, was außerhalb, also wie es gesellschaftlich wahrgenommen wird, das Ding ist ja, wenn du mit Kunst, ja, also da sagt man doch immer mäßig, wenn du etwas Kunstvolles machst, das ist die erste Frage, man kannst du davon leben. Wenn du Nein sagst, dann wirst du halt nicht ernst genommen, so, ne? Mir war immer egal, ob ich ernst genommen werde. Ich musste nur von mir selbst Rechenschaft ablegen. Und gesellschaftlich hat mich auch nicht interessiert. Das war mir egal. Okay. Dann wie war der Zufall mit der Brücke zum Schauspiel? Naja, ich wollte halt Geld verdienen irgendwie und habe gemerkt, wie bei diesem Engagement in Goch, cool, 300 Mark, machst jetzt weiter. Und dann kam so peu à peu Anfragen und ich habe angefangen zu spielen und ich habe lange Jahre, 10, 12 Jahre keine Zuschauer gehabt. Null. Mhm. Ich saß immer da, ich erinnere mich so gut daran, in der Backstage und habe die Veranstalter gefragt, und ist jemand da? 10 vor 8? Nein. 3 vor 8? Nein. 10 nach 8? Nee, keiner. Und dann kam vielleicht mal einer, zwei. Und es hat lang gedauert, bis dann Zuschauer kamen. Und dann habe ich gemerkt, ey, cool, das baut sich so auf, ich muss dranbleiben. Und ja, und irgendwann ist das zum Selbstläufer geworden. Ich habe aber parallel angefangen, auch Schauspiel zu studieren. Also ich war in Maastricht, da war die Schauspielschule um die Ecke von der Musikschule. Und später dann, als ich weg musste aus Holland, habe ich dann auch nochmal in Deutschland nachgelegt. Wir sind jetzt Ende der 80er, ne? Ja. Wie war die Schauspiellandschaft generell? Ich meine, ich erinnere mich an das letzte Gespräch, wo du meintest auch immer, ey, die ersten 2, 3 Male oder ein paar Male immer, du musst den Klischee-Türken spielen. Ja. Irgendwann hast du gesagt, dann durftest du mal einen Inder spielen oder ja, so. Ja. Das war dann so. Ja. Generell, wie war die Schauspiellandschaft und sich da nicht zu etablieren halt, ne? Wie schwierig war es? Es gab einen Film von Haag Bohm, 40 Quadratmeter Deutschland. Das war der einzige Film, der Ausländer thematisierte. Und das war so Klischee, ne? Kopftuchfrau lebt in Deutschland, wird diskriminiert und es gab keine migrantische Kultur, es gab auch keinen Hip-Hop, es gab auch keine Ethno-Multikulti, das gab es alles nicht. Es gab Gastarbeiter, die hatten samstags um 14 Uhr ihre eigene Sendung auf ZDF, die eine hieß Aquí España, die andere hieß noch was mit Hellas für die Griechen und die türkische hieß Türkiye Mektubu. Das war alles, was es gab. Und dann kam später auf WDR noch jeden Abend so eine türkische Sendung dazu. Und dann baute sich das so langsam auf. Und in Kunst und Kultur hatten Ausländer gar keinen Platz. Null. War das immer noch, heute übrigens immer noch so. Also das hat sich nur ganz wenig geändert. War das für dich dann nur die Chance, also diese Gelegenheitsjobmäßige so, dass du gesagt hast, okay, wenn da jetzt ein bisschen Kohle reinkommt, dann spiele ich diese Rolle? Oder war das für dich doch ein langfristiger Plan, wo du sagst, da will ich da drin aufgehen? Na, mein Hauptplan war nach wie vor die Musik. Ich wollte, Schauspiel war für mich immer so ein Wurmfortsatz. Den konnte ich, aber der war nicht mein Hauptplan. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mit Schauspiel so erfolgreich werde. Und als das dann anfing und ich die ersten Engagements bekam, da habe ich aber relativ schnell gemerkt, ja Moment, du verdienst damit mehr Geld und du musst im Grunde genommen nur das tun, was die wollen. Mhm. Was das Problem war, weil das tun, was die wollen, war ja für mich immer die Wand. Aber am Anfang habe ich das noch gemacht und dachte so, come on, ich meine, du kriegst jetzt, das war auch viel Geld, ne? 800 Mark pro Tag, Tagesgage, und dafür dir jetzt so einen gestreiften Pulli anziehen und ein bisschen aussehen wie ein Kanake und noch einen Bart tragen und hallo, Kollege sagen, so what, habe ich gemacht. Aber das geht nicht lang, da fängt dein Selbstwertgefühl an zu schreien und sagt, ey, pass mal auf, du machst dich gerade zur Nutte, lass das. Und dann habe ich auch angefangen zu sagen, mache ich nicht, egal wie viel Geld ich kriege. Hattest du da das Selbstbewusstsein dazu? Weil gerade, ja. Wenn es finanziell ja schwierig ist, immer, ist es ja gerade umso härter, so ein Angebot auch abzulehnen. Ganz ehrlich, ich würde heute zurück in den Status der Obdachlosigkeit gehen, wenn ich meine Kunst nicht so machen könnte, wie ich sie machen will. Wäre mir egal.
Ja, das ist krass, das durchzuziehen halt. Ne? So, ja. Du hattest keine Kinder oder so, ne? Weil oft gibt es ja die Leute, die dann doch irgendwelche dubiosen Verträge unterschreiben aus Pflichtgefühl. Großes Problem, ne? Ja. Ne? Hast du dich gar nicht so doll aufgehoben gefühlt oder dachtest, es geht und läuft weiter mit der Mucke? Ja, ich war komplett fehl am Platz. Es war, ich hieß dann immer Ali, Mehmet, später Türke 1, habe ich noch nicht mal einen Namen gehabt. Und immer Kriminelle gespielt, Abzocker, Dealer, so. Und wo du dann dachtest, ey, wofür? Dafür, dass meine Hackfresse im Fernsehen ist, wofür? Und das Geld, es ist schlecht verdientes Geld. Was war denn die erste Rolle, die dir gefallen hat? Also ich habe ja später im Tatort mal gespielt, das war okay. Aber auch, ich mag diese Branche auch nicht, ehrlich gesagt. Diese, weißt du, Filme drehen ist ja, dass die Leute stellen sich das so toll vor, ne? Aber erstmal drehst du ja Szene für Szene und meistens unchronologisch. Und es ist sehr technisch. Also es hat nicht viel mit Kunst zu tun. Und bis du an einem Punkt bist, wo du Kunst vor der Kamera machen kannst, und die muss dann auch noch erfolgreich sein, vergeht eine lange Zeit. Meinst du jetzt die rein schauspielerische Leistung oder meinst du halt das ganze Filmprojekt-Ding? Also, weil nee, ich meine Film und Fernsehen. Ja? Ja. Also Theater ist geil. Ja? Achso, okay, Theater da ist ein ist großer geil. Unterschied, weil ja. Ich mag mittlerweile so, ich kenne natürlich so, wenn man den direkten Vergleich zu Hollywood zieht und so, ne, dann ist immer so eine Sache, dass ich auch viele in meinem Umfeld habe, oh nee, keinen deutschen Film. Mhm. Aber ich finde, die Serien werden besser, die Filme werden besser. Den Nullerjahren sogar so schon. Ja, weil die, also gerade wenn wir jetzt über die migrantische Kunst und Kultur sprechen, weil die Schauspieler auch ernst genommen werden. Kida Ramadan ist ein hervorragender Schauspieler, ist aber auch ein, soweit ich weiß, Autodidakt und jemand, der sich dieses Feld selber geschaffen oder erweitert hat und darin einfach eine gewisse Qualität mitbringt. Das gab es früher nicht. Es gab in meiner Generation keine türkischen Schauspieler. Und wir haben lange gearbeitet aneinander vorbei, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, oh, da gibt's noch einen. Da gibt's Tayfun Bademsoy zum Beispiel. Sehr früher Kollege von mir, der auch irgendwie so, als ich jung war. Und die haben sich dann irgendwann gefunden und gesagt, ey, ach, du auch? Ach, ich auch. Und dann auch ein bisschen zusammengeschlossen und sich auch geweigert, ne, zu sagen, ey, wir machen das nicht. Und es gab sogar eine Phase, da haben die uns gegeneinander ausgespielt. Da haben die gesagt, die kennen sich untereinander nicht. Wenn der Somuncu sich weigert, gehen wir zu dem anderen. Und dann macht der das, weil die sind ja Nutten und die können wir gegeneinander ausspielen. Ja, das hat dann irgendwann nicht mehr geklappt. Ja, da war halt noch nicht so viel Rückhalt da. Aber habt ihr euch da nicht an türkischen Schauspielern orientiert? Weil ich weiß noch, dass bei mir und in meiner Kindheit und meinen Freunden alle waren so, da war Şener Şen voll der Star so. Ja, oder ja, gab es viele, aber ich habe mich eigentlich auch da nicht an Leuten orientiert. Ich habe kein Vorbild gehabt. Ja, stimmt, hast du jetzt gesagt. Cüneyt Arkan gibt es zum Beispiel, ist sehr bekannt in der Türkei, so der türkische James Bond. Aber da haben wir die Filme gesehen, aber das war nicht kein Vorbild. Also war für dich das, also auch jetzt, was die, nicht nur die, was den Kunstaspekt angeht, dass das so für dich nicht so ein bisschen eher anspruchslos war? Dass du gedacht hast, du kannst in der Kunst besser in der Musik aufgehen? Oder ging es auch so ein bisschen um die Kollegialität oder sowas? Anspruchslos weiß ich nicht. Ich hatte ja einen hohen Anspruch. Anspruchslos, was die Anforderungen angeht, meine ich dort. Dass du sagst, du kannst dich als Künstler nicht da verwirklichen. Nee, richtig. Kannst du nicht. Deswegen meine ich halt, oder ging es auch um Kollegen oder so, um die Arbeitsatmosphäre, um den Umgang miteinander? Ja, es war politisch nicht tragbar und es war aber auch künstlerisch nicht tragbar. Okay. Es war beides. Und es war, ja, Kollegen, was heißt Kollegen? Am Set halt, ne, die Stimmung. Ja, ich habe gedreht mit Klaus Wennemann, war meine erste Serie, Schwarz greift ein auf Sat.1. Ich war stolz wie Oscar, wie 6 Folgen, Episoden, nicht Hauptrolle, aber mindestens ein bisschen Text. Und dann bin ich ans Set gekommen und da wurde nur rumgebrüllt. Da wurden Leute niedergemacht. Und zwar nicht so, dass du denkst, okay, das macht jetzt Sinn für die Arbeit, sondern nur für das Ego. Und das ist ja heute, gab ja vor kurzem das mit Til Schweiger. Das ist Normalität. Das war für mich keine Überraschung, dass am Set rumgebrüllt wird. Ist das so ein Klischee, dass Regisseure so immer, also oft cholerisch sind? Es muss vielleicht auch manchmal sein. Ich habe ja auch oft Regie gemacht. Ich habe auch manchmal rumgebrüllt. Aber ich finde halt, es muss immer der Arbeit dienen und nicht dem Selbstbewusstsein oder so als Geltungsbedürfnis, als Ersatz für etwas, was man nicht hat. Dann sind wir wieder bei dem autoritären Machtmissbrauch. Ja, das gilt da genauso wie überall auch. Okay, also dann in der Musik bist du aber dann gut aufgegangen. Das heißt immer, das war eher... Nee, gar nicht. Auch nicht? Nee, Musik konnte ich ja nicht mehr machen. Ich dachte, du bist dann da besser aufgegangen. Nee, die Musik ist dann irgendwann weggegangen, weil ich kein Geld mehr verdient habe damit. Okay, Kabarett?
Ja, genau. Und irgendwann kam so der markante Einschnitt, als ich diese Mein Kampf-Lesung gemacht habe. Das habe ich mich immer gefragt, warum du dich dafür entschieden hast. Ich habe mich nicht entschieden, ich habe das vorgeschlagen bekommen und ich war ja verzweifelt auf der Suche nach Publikum. Ich meine, weil es so wie heute Influencer. Ich habe einfach meinen Arsch in die Kamera gehalten, damit mehr Leute klicken und einer fickt. Okay. Clickbait, ja, damals. Nee, weil das auch so viel Negativität mit sich gezogen hat. Du warst ja dann später über Polizeischutz und so weiter, ne? Das hat ja, das war ja richtig krass dann, ne? Zur Hochphase, was sind, wo sind wir jetzt, in welchen Jahren? Ja, ein großer Sprung gerade. Also wir waren jetzt Ende 80er, dann kommen die 90er. Ja, lass mal den 90er bleiben. In den 90ern habe ich sehr viel Regie gemacht. Da habe ich angefangen, Stücke zu inszenieren auf eigene Faust und hatte ein kleines Ensemble mir aufgebaut aus Freunden und Bekannten. Und wir hatten ein Theater in Neuss, so einen kleinen Keller mit 100 Plätzen und da haben wir regelmäßig gespielt. Und mein Geld habe ich halt verdient mit Gastspielen. Ich bin dann parallel immer irgendwo hingefahren. Da kamen dann mittlerweile schon so 30, 40 Leute. Aber es war nicht wirklich viel. Es war immer ein Risiko. Und die Schulden waren immer schneller als das, was ich verdient habe. Wo hast du die Inspiration hergenommen, so für die Geschichten? Die war immer da. Ich habe nie Inspiration gebraucht. Ich habe immer mich inspiriert, das Dasein. Ich muss nichts angucken. Ich habe es in mir. Spielt Ambiente eine Rolle? Spielen irgendwelche? Also ich meine, ach so, ja, auch. Doch, da hast du recht. Also klar ist auch das Schicksal, das man hat, ein Einfluss. Ne? Wenn du ungerecht behandelt wirst, wenn etwas passiert, Trauer um jemanden. Also doch schon Emotionen umsetzen, ausdrücken? Ja, aber ich bin so vorsichtig damit, weil ich therapiere mich nicht. Das ist keine Therapie. Das ist Arbeit und zwar künstlerische Arbeit und da fließt immer auch dein eigenes Schicksal mit ein, aber es darf nicht vordergründig sein und du darfst es vor allem nicht machen, um dein Schicksal zu verarbeiten. Interessant. Ich jedenfalls. Weil bei Musik hat es ja oft was Therapeutisches, so Gefühle verarbeiten und so, überhaupt, ne, so, Emotionen, Worte ausdrücken und so. Mhm. Was ist denn der Unterschied zur professionellen Arbeit halt? Das klingt halt sehr objektiv jetzt, wie du es beschreibst. Der Unterschied ist für mich, dass du Dinge, die du auf einer Bühne zeigst, verarbeitet haben musst und sie nicht auf der Bühne verarbeiten sollst. Weil dann misshandelst du das Publikum. Dann wird das Publikum dein Therapeut. Und das Publikum hat dein Recht, nicht Therapeut zu sein und Beobachter bleiben zu dürfen. Worauf legst du denn Wert bei so einem Spannungsaufbau, um eine Kurve zu halten und so bei so einer Geschichte halt? Weil ich dachte gerade, dass die emotionalen Dinge da eine große Rolle spielen. Bei mir ist es, glaube ich, nur Musikrhythmus. Ich habe einen Rhythmus im Kopf, ich habe eine Komposition im Kopf. Und so wie ich auf einem Blatt komponiere, so stehe ich auf der Bühne und spreche. Okay. Gar nicht so, wie jetzt vorhin, wo du meinst mit dem Cliffhanger und so weiter, dass du jetzt halt nach einem bestimmten Schema arbeitest? Also nicht verbal. Also es geht nicht um die Wörter, die ich spreche. Es geht eher um das Timing, wie ich die Wörter setze. Ich meine eher den roten Faden, sowas wie... Ja, aber das wäre ja dann inhaltlich, okay. Das wäre ja dann verbal. Okay, also im Grunde genommen kann ich alles sagen, scheißegal, auch wenn es keinen Sinn macht. Okay. Es kommt drauf an, wie ich sage, in welcher Taktung. Hast du am Ende, also am Anfang schon das Ende im Kopf, sowas, dass man sagt, okay, das muss die Moral der Geschichte sein oder sowas, das ist, was der Zuschauer mitnehmen muss und so? Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, kann ich aber versuchen zu erklären, wenn du die Geduld hast. Ich hab sie, wenn du die Zeit hast. Also in aller Kunst, die ich mache, ist eigentlich nichts anderes wichtiger als die Annäherung an die eigene Intuition. Also ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch irgendwie ein Reservoir, eine Kapazität, einen bestimmten Fundus an Erlebnissen hat und dass jeder Mensch diese Erlebnisse auf seine individuelle Art verarbeitet. Als Künstler hast du noch eine Gabe dazu. Du kannst sie übersetzen in etwas. Ne? Normale Menschen, die ich jetzt mal normale Menschen nenne, weil sie keine Künstler sind, die verarbeiten das im Gespräch, in der Therapie, in irgendeiner anderen Entwicklung. Die werden erfolgreiche Geschäftsleute, machen einen Führerschein, kaufen sich ein Boot oder sonst was. Der Künstler übersetzt das in eine andere Sprache oder in ein anderes Bild oder in einen anderen Ton. Und wenn ich auf der Bühne bin, dann muss mein Instrument, das bin ich, mit den ganzen unterschiedlichen Facetten, erstmal neutral sein. Also ich kann nicht mit einer Erwartung auf die Bühne gehen, das muss ich heute erfüllen, das muss der rote Faden sein, sondern es entsteht in einer Mischung aus dem, was die Zuschauer mitbringen und aus dem, was ich bereit bin, ihnen auch zu geben, ein Hybrid, ein gemeinsames Etwas. Symbiose und das ist aus...
im besten Fall eine Symbiose, wobei ich finde, symbiotisch zu sein hat doch immer was Parasitäres. Also ich mache das nicht, um zu überleben oder mich zu ernähren am Publikum. Ich meine eine wechselnde Energie. Also es gibt ja oft so Austausch, wenn, transzendent ist es eher. Genau, wenn die Zuschauer halt auch reagieren, das befeuert doch auch meistens Protagonisten und so auf der Bühne. Ja, weil dieses Transzendente, was ich gerade meinte, das ist ja eine Schwingung. Das entsteht zwischen dir und den Zuschauern eine Schwingung. Und diese Schwingung ist eine eigene Energie. Aber Symbiose wäre ja nicht Abhängigkeit, aber es wäre ja vielmehr auch Austausch. Und da wäre das Publikum auch in einer anderen Position. Das Publikum ist aus meiner Sicht deutlich in einer passiven Position. Also ist nichts Interaktives dann? Nein, ist nicht interaktiv. Dann okay. Nein. Finde ich besonders interessant, weil gerade im Hip-Hop so sprechen wir auch von einer Remix-Kultur. Hip-Hop ist ja keine Kunst, das ist ja ein Minderwertigkeitskomplex. Wollen wir diskutieren jetzt? Hip-Hop ist ja ein gesprochener Minderwertigkeitskomplex zu Tönen. Also erstens brichst du das darunter auf Rap-Musik, ja? Das ist Sprechgesang, der natürlich, den wir bis nach Westafrika zu den Griots verfolgen können. Aber natürlich ist es ja eine große Kunstform halt, als wenn wir jetzt nur reden halt vom Ausdruck und so weiter, aber wenn jetzt auch das Lyrische und so dazu kommt. Worauf ich hinaus wollte, war eher dieses Ding, das als Hip-Hop, als Remix-Kultur, ne? Wir nehmen ein bisschen das und das und dieses Samplen-Ding und so weiter, ne? Dass wir das so jetzt der Modernität so anpassen quasi. Ich meine Höhlenmalerei und so, da können wir auch anfangen, Graffiti und so weiter, ne? Aber dass es jetzt alles in dem Kontext ist. Bei dir aber, das irgendwie gar nicht so scheint, deswegen frage ich ja so viel nach Vorbildern, Idolen und so weiter und im Hip-Hop ist ja so, Originalität spielt eine große Rolle, sein eigenes Ding halt zu machen. Und die Leute, die jetzt halt wirklich so einen Personenkult betreiben oder so, die sind dann halt so ein Abklatsch, eine Kopie und die halten sich auch nicht lang oder so. Ja. Die sind dann meistens One-Hit-Wonder oder sowas. Aber trotzdem halt diese verschiedenen Einflüsse zu sammeln und dann sein eigenes Ding zu machen, sein eigenes Style zu finden. Mhm. Aber ich sehe bei dir irgendwie nicht so, mir kommt so vor, als ob das alles von dir vom Innen kommt. Halt gar keine, dass du sagst, Inspiration liegt da oder da, schon gar nicht bei anderen Leuten. Wo schöpfst du das alles her, ne? Dieses ganze Kreative? Das ist für mich noch nicht so ganz ersichtlich. Also wäre ich spirituell, würde ich sagen von Gott. Hm. Aber Gott ist für mich nicht der Gott, den andere darin sehen, sondern für mich ist Gott etwas Gegebenes, was du hast, was ich habe, was jeder hat. Eine brillante Idee, es könnte man sowas wie eine Eingebung, eine Offenbarung. Nein, also wie gesagt, ohne jetzt spirituell zu klingen, ich habe irgendwann gemerkt, dass das, was mit mir passiert, etwas Übersinnliches ist. Ich kann da nichts gegen machen. Es gibt einen Auftrag. Und ich habe das große Glück, dass ich etwas transportiere, ohne dass es mich in irgendeiner Form bestimmt oder ich es bestimmen kann. Und dieser Auftrag ist etwas sehr Unberechenbares. Es ist zum Beispiel, ich habe ja das große Glück, dass ich sehr viele unterschiedliche Formen von Kunst machen kann. Und ich weiß gar nicht warum, aber es gibt irgendwann so einen Impuls, der sagt dann, ey, du musst jetzt Musik machen. Das ist die Sprache, die du gerade brauchst. Und ich kann dagegen nichts tun. Ich weiß auch nicht, warum es so ist. Und ich habe das große Glück, dass ich es dann kann. Also es wäre ganz schlimm, wenn diese Stimme sagen würde, du musst Musik machen. Und ich stehe vor dem Instrument und denke, wie? Aber es ist nicht. In dem Moment, wo diese Stimme das sagt, passiert das und es klappt. Und das ist auch mit allen anderen Sachen so. Also wenn ich ein Buch schreibe, dann merke ich, jetzt ist das so lange gewachsen in mir, bis es raus kann. Und es wechselt sich Gott sei Dank auch ab. Also nie parallel. So, dass ich denke, boah, ich will ein Buch schreiben, aber ich kann gerade nicht, weil ich mache auch Musik. Sondern es kommt das eine und dann geht es und dann kommt das nächste. Also, und ich glaube, das ist, also deswegen habe ich Gott gesagt, es ist etwas, was ich nicht bestimme. Es ist etwas in mir, aber auch etwas, was von außen kommt. Das heißt aber, du kannst den Zeitpunkt auch nicht bestimmen. Es kommt und geht, meine. Ja. Ne? Also du hast auch sowas wie eine Schreibblockade. Ich kann mich auch nicht zwingen, es zu tun. Okay, das ist, ich habe nie Schreibblockaden, weil ich das Glück habe, dass ich weiß, wann ich schreiben kann. Ich finde den Vergleich ehrlich gesagt gar nicht so weit hergeholt, weil wenn ich mir vergleiche auch so Anfänge von Religion und so, wenn ich mir so Bergpredigten anhöre, ich meine, das waren die Stars der Zeit. Ja, ja. Ne? Und man könnte ja auch rein interpretieren, dass einige wahrscheinlich eine besondere Stimme hatten, wo die Menschen gerne zugehört haben und dann auch noch was transportiert haben halt. Ne? Das ist dann so, wenn man oft sagt heute, ey, du hast eine tolle Stimme, du hast ein Talent, aber bringst keine Botschaft, du transportierst nichts mehr. Ja, da bin ich Note auch der Industrie, was du schon angesprochen hast. Ja, das ist auch eine coole Sache, die du ansprichst. Und ich bin da ehrlich gesagt auch sehr streng. Ich glaube, nicht jeder ist Künstler.
Und schon gar nicht jeder, der sich für einen Künstler hält. Ich glaube, es gehören einige ganz bestimmte Dinge dazu zu sagen oder sagen zu dürfen, dass man Künstler ist. Weil ich die Kunst für heilig halte. Also ich glaube, das ist, wenn du, würden wir jetzt in einer anderen Zeit leben, ne? Oder würden wir in einer anderen Kultur leben, und das ist ja in ganz vielen anderen Kulturen, zum Beispiel bei indigenen Kulturen so, dass oft die Medizinmänner, die auch Künstler zugleich sind, eine Verbindung zu was Übersinnlichem haben. Und das ist total akzeptiert. Da geht man hin, um die Dinge zu verstehen, die Geister zu kennenzulernen, die man mit der Realität nicht in Einklang bringen kann, sondern die auf irgendeiner anderen Ebene sind. Und in unserer hochzivilisierten Gesellschaft hat die Kunst so einen Beiklang von, ja, das ist verrückt, das ist nicht konform. Künstler, wie du eben richtig gesagt hast, können die davon leben? Sind das Vagabunden? Arbeiten die im Zirkus? Also sind so alles Dinge, die so zusammengeworfen werden. Und die Leute verkennen, dass die Kunst eigentlich was ganz Wichtiges erfüllt. Sie ergänzt nämlich Realität und sie spiegelt auch manchmal Realität, aber sie ist nicht Realität. Und deswegen zum Beispiel sage ich auch ganz vielen Leuten, die mir immer sagen, geh doch in die Politik. Warum? Was soll ich in eine Politik gehen, die mir Vorschriften macht, wo ich in einer Partei bin, die mir sagt, ey, du darfst aber das und das und das nicht sagen. Ich habe die höchste Stufe von Freiheit erreicht, wenn ich als Künstler auf eine Bühne gehe und mich einfach so ausdrücken kann, wie ich das in dem Moment für richtig halte. Das war lange Zeit so, hat sich jetzt übrigens auch geändert. Ja, also jetzt Internetzeitalter meinst du wahrscheinlich, ne? Ja, Cancel Culture und genau. Rigorosität im Umgang mit Leuten, die nicht konform sind, die nicht in eine bestimmte Meinung passen, die das Narrativ der, wem auch immer, Regierung oder Opposition nicht erzählen wollen, die verdächtigt werden, rassistisch, ableistisch, misogyn, was auch immer zu sein. Ja, aber das schränkt natürlich auch so Kunstfreiheit ein, besonders was Satire angeht halt, ne? Dass man alles nur auf einer Ebene verstehen will. Das schränkt nicht nur ein, das schließt aus. Das schließt sogar aus, richtig. Da kannst du keine Aktbilder mehr malen, dann ist das Pornografie. Dann kannst du keine Stücke mehr inszenieren, in denen Leute eine Nazi-Fahne in der Hand halten, dann ist das Rassismus. Also das, was ich eben gesagt habe, dass die Kunst auf einer realitätsnahen, aber trotzdem anderen Ebene funktioniert, das begreifen viele Leute heute nicht mehr, die eigentlich diejenigen wären, die es in Schutz nehmen müssten. Du lässt ja oft durchblicken, so habe ich das Gefühl zumindest oder den Eindruck, dass du nicht so ganz atheistisch bist, ne? Kann man sagen? Doch, doch. Du bist schon durch und durch? Weil also so ein bisschen spirituell schon, oder? Also irgendwie, mir kommt es halt so vor, also ich glaube nicht an einen institutionalisierten Gott. Mhm. Wo sind denn da so die Überschneidungen bzw. Unterschiede, so was du glaubst und was du weißt? Also... Geile Frage, was ich glaube und was ich weiß. Also ich weiß ein paar Sachen, dass ich sterben werde, das weiß ich. Und ich glaube nicht daran, dass ich danach nochmal auf die Welt komme. Glaubst du an eine Seele? Ja, doch ein bisschen, ja. Ja? Ein bisschen. Ich glaube aber auch, Seelen sterben. Auch? Hm? Später als der Körper. Aber könnten länger leben? Bleiben noch ein bisschen übrig und sind auch nicht immer im selben Körper, sondern eine Seele kann auch wandern. Reinkarnation? Nee, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Okay. Dann hätte ich ja vorher schon gelebt. Ja, deswegen. Auf jeden Fall würde ich mich danach nicht daran erinnern. Mhm. Das ist unlogisch. Ich meine, dass hast du das Gefühl, ich meine, dass Menschen so unabhängig voneinander oft an dieses Übernatürliche glauben und an ein Leben nach dem Tod glauben? Und ja, unterschiedliche, also da gibt es unterschiedliche Gründe. Ja, viele Menschen glauben das, oder weiß nicht wie viele, weil sie Angst haben. Mhm. Und die beste Methode, diese Angst zu überwinden, ist, die Verantwortung abzugeben an eine höhere Instanz, die das dann übernimmt und sagt, ja, du kommst in den Himmel, in die Hölle, wenn du gut bist und wenn du schlecht bist, also ja, so. Meinst du komplett unabhängig voneinander in den ganzen Kulturen auf den verschiedenen Kontinenten? Ja, in allen Religionen. Religion ist ja nichts anderes als die Beherrschung von Angst. Es ist ja, wenn du ein religiöser Mensch bist, funktioniert dein Glaube ja ganz oft nur über die Angst, die du abgibst an jemand anderen und nicht selber ertragen musst. Die Missionierung eher, finde ich, oder dieses Einfangen in die Gemeinschaft halt, ne, die läuft oft über erstmal Angst einfließen so und dann halt, wir haben das Heilungsmittel. Ne? Auch, also Missionierung ist ein Teil. Aber im Grunde genommen ist jede Grundstruktur von Religion auf Angst aufgebaut. Ich meine, du hast es ja in einem Programm irgendwie, wie ist das, von der Psyche her, von der menschlichen Psyche her bis zum Seelenheil. Mhm. Ne, so. Ist das, wie ist denn der Weg? Wo siehst du da die Anfänge, Ursprünge? Naja, der Ursprung ist in der Höhle, die du eben beschrieben hast. Der Mensch versteht weniger, als sein Verstand begreifen kann.
oder der Verstand begreift weniger, als er verstehen kann. Und dann versucht er, sich Erklärungen zu geben. Entweder um sich in diesem Leben zurechtzufinden und auch mit dem Ende des Lebens, weil das gehört dazu. Oder er versucht, gar keine Erklärung mehr zu finden und lässt es andere erklären. Ja, das ist ja die einfache Methode so. Aber jetzt die Entwicklung, ich meine so vom Ahnenkult, ne, über Schamanismus, was du gerade angesprochen hast, so, das ist ja auch so dieses das Kunstding halt dazwischen so, dass es da nicht Verbindungen gibt, Erklärungsversuche vielleicht auch, ne? Also jetzt mal am Anfang halt Donner und Thies und das halt, ne, irgendwelche Naturkatastrophen, die sich nicht erklären. Glaube ich auch sehr dran. Also ich bin auch sehr naturgläubig. Mhm. Genau, und bei Naturvölkern sieht man das ja oft. Das ist sehr viel aus dieser Traumwelt auch. Ja, oder einfach auch da wieder Angst, ne? Wenn es blitzt und donnert, fühlt man sich erstmal eingeschüchtert und denkt, oh, was passiert hier gerade? Wind. Heute ist es draußen sehr windig, hat eine ganz brutale, gewaltige Energie. Das meine ich mit der Seele. Wo fängt das an? Ist das wirklich nur beim Homo sapiens? Ich meine, Neandertaler hatten auch Grabbeilagen und so. Also es fängt erstmal bei der Physik an. Eine Seele ist ja erstmal nichts Konkretes, sondern es ist jetzt die Zusammensetzung aus den Synapsen, die deine Nervenzellen empfangen oder geben. Und ergeben. Und dann kommt etwas, was sich bildet. In jahrelanger Evolution ist der Verstand des Menschen ja immer komplexer geworden und das Gehirn immer größer. Und diese Fähigkeit, die der Mensch hat, auf sehr vielen unterschiedlichen abstrakten Ebenen zu denken, ist etwas, was zugleich auch vor Rätsel stellt. Also uns alle, die Wissenschaft, wir wissen nicht, was das ist. Wir können nur sagen, es ist eine gewisse Form von Strom. Und dazwischen, nicht nur zwischen Menschen, übrigens auch zwischen Menschen und Tieren, gibt es noch andere Dinge, die wir auch noch nicht erfassen. Also warum zum Beispiel ein Hund merkt, wenn es dir schlecht geht. Ist das der Strom, den er spürt? Warum Menschen sich gegenseitig anrufen und zur gleichen Zeit daran denken, den anderen zu kontaktieren? Es gibt da jetzt unterschiedliche Theorien. Ich neige nicht dazu, das zu esoterisch zu sehen. Also es gibt ja diese Morphologie, wo man sagt, es entstehen auf unterschiedlichen Stellen der Erde zur gleichen Zeit gleiche Dinge, ohne dass die Menschen Kontakt zueinander haben. Aber ich glaube, so eine Mischung aus, es gibt eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass das passieren kann, es gibt Zufall und es gibt tatsächlich noch etwas, was wir nicht verstehen. Genau, und auf die Punkte will ich hinaus, weil die wird es ja immer geben, ne? Ursprung, Urknall, Anfang, Einzeller und so weiter. Ja. In der Essenz ist das für mich Physik. Ja, und aber da gehört das dann auch nicht zur Essenz, dass man sagt, okay, die Seele ist dann Teil des vom Organismus oder so? Weil ich glaube, ich meine, Biologen haben da eher Schwierigkeiten, das zu sehen, also wenn oder? Wir die Seele als was Abstraktes definieren, dann ist die Seele ja auch die Erinnerung zum Beispiel. Ne? Und deswegen habe ich gesagt, die Seele stirbt auch, weil die Erinnerung auch irgendwann stirbt. Am besten kann man das darstellen, wenn du dich mal daran erinnerst, ist mal ein Mensch in deinem Leben gestorben? Na klar. Genau. Und der lebt ja lange weiter. Ist ja wie ein Jetlag, ne? Mhm. Der stirbt und die nächsten Jahre ist der eigentlich noch da. Mhm. Und irgendwann kommt ein Zeitpunkt, wo du merkst, okay, der ist jetzt auch innerlich gestorben. Der ist tot. Der ist nicht mehr da. Auch meine Erinnerung, wenn ich Bilder gucke, die Stimme mir vorstelle, die ist nicht mehr organisch, sondern die ist amorph. Also die gibt's nicht mehr. Ja, bei mir ist, also ich habe sehr viele Stimmen noch im Ohr und vor allen Dingen träume ich auch oft auch von Verstorbenen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass auch so in der Art sich oft ein Ahnenkult entwickelt hat halt, ne, so irgendwann die Familien und, ne, so die Völker dann gesagt haben, unsere Großeltern und so weiter und das dann sind die wahren Götter und bla, ne, und dann, also bevor jetzt wirklich Politik daraus wurde, meine ich jetzt halt, aber diese, ich weiß doch nicht, worauf du hinaus willst. Du willst auf was sehr Konkretes hinaus, glaube ich. Auf diese These hinaus. Du willst sagen, dass die AfD eine gute Partei ist. Unterstellen wir doch nicht sowas. Immer wenn Leute so weit ausholen, habe ich Angst, dass am Ende kommt und deswegen wähle ich die AfD. Quatsch. So ein Blödsinn. ich meine nur diese These, die übergreifend halt herrscht, ne, dass Menschen denken, dass sie ewig leben oder die Seele ewig lebt oder weiter Fortbestand hat, ne, so, dass das an irgendwelchen Punkten halt festgemacht wird. Und wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, wir waren alle mal Spermien, ne, so. Wir wissen das, aber wir erinnern uns nicht daran. Mhm. Und diese eine Spermie, die es schafft, die hat dann ewiges Leben. Ich meine, die wurde vielleicht auch zu verrückt erklärt auf dem Weg in die Gebärmutter sozusagen, ne, so. Dass man sagen kann, okay, dass Seelen so ähnlich funktionieren, wenn gesagt wird, ewiges Leben. Vielleicht hast du recht mit, die Seele stirbt irgendwann, aber Zeit ist ja relativ und im Vergleich mit menschlichem Leben
klingt das dann halt ewig. Mhm. So, dass dann halt diese Worte, weil wir haben von Interpretationen in heiligen Büchern gesprochen und so weiter und vor allen Dingen was Übersetzung angeht und so, Himmel, Hölle, immer so Superlativen und so. Aber dass das in diese Richtung geht für die unerklärlichen Dinge, die man nicht weiß. Mhm. Also wo wir im Bereich der Spekulation sind, des Glaubens sind, so. Mhm. Aber was willst du mich fragen? Naja, dass das eine Rolle mitspielt und die Wege, man sagt doch, Gottes Wege sind unergründlich und so, kennst ja diese Phrasen halt, ne, dass man sagt, weil ich diesen Bogen spannen wollte von Kunst und Spiritualität und dass Predigten von früher, vielleicht auch Propheten, so eine Art Status hatten wie heutzutage Megastars. Ach so, ja, ja, du meinst, ob die Kunst ein bisschen auch die Religion ersetzen kann? Ja, dass es da zumindest Überschneidungen gibt, beides gibt halt, ne, und ne, so, dass auch dieser Personenkult, der entsteht halt. Ja, ne? Aber heutzutage ersetzt ja vieles die Religion. Mhm. Wird ja eine Ersatzreligion. Ne? Klimakleber. Das ist auch eine Religion. Also ich denke, wenn wir es objektiv sehen, okay, ich will jetzt nicht so wieder zu weit ausholen, aber Französische Revolution, dass das da eine große Rolle spielt, dass die neuen politischen Ideologien oft die alten religiösen Geschichten ersetzt haben. Mhm. Zumindest was auf oberster Ebene da das Sagen Wir müssen jetzt irgendwie darüber sprechen, was du mit Religion meinst. Das ist ja ein diffuser Begriff. Mhm. Religion ist ja, also die institutionalisierte Religion, mhm, das habe ich ja eben gesagt, ist was anderes. Das ist mehr, ne, schon Politik für mich schon eher. Ja, das würde ich auch sagen. Mhm. Die geht ins Politische, weil sie eine Gesellschaftsordnung ist. Genau. Die basiert auf was anderes, aber sie ist genauso eine Gesellschaftsordnung wie Demokratie oder wie jedes andere politische System. Die Religion als Synonym für Glaube, das ist was anderes. Und ich glaube, wir alle sind gläubige Menschen. Wir alle haben eine Verbindung zu unserem Inneren. Wir alle suchen uns Verbindungen nach außen mit Menschen, die wir für gleichgesinnt halten. Und wir versuchen in diesem Verbinden auch einen Austausch herzustellen und wollen erkannt werden oder erkennen. Beides, ne? Ist beides fruchtbar. Und der Glaube ist für mich etwas, was existiert. Und das ist auch unabhängig von Raum und Zeit. Das ist etwas, was, sobald wir auf die Welt kommen und Menschen sind, da ist. Mhm. Aber die Frage ist eben, deswegen habe ich eben gesagt, die Übersetzung, wie übersetzen wir das? Ne? Übersetzen wir das, indem wir uns als Individuum zu einer übergeordneten Gruppe zugehörig fühlen und werden ideologisch? Deswegen habe ich eben die Klimakleber genannt und sagen, das ist unsere Ideologie, daran halten wir uns fest, damit identifizieren wir uns. Oder ist es etwas, was uns offen macht für ganz viele unterschiedliche Dinge, also eine Grundhaltung, eine Einstellung? Und bei mir ist es so, meine Religion ist sicher die Kunst und ich glaube an die Kunst und ich glaube auch, die Kunst glaubt an mich. Aber ich bin darüber hinaus auch noch in vielen anderen Bereichen. Also ich kann auch Politik machen mit der Kunst. Ich kann auch manchmal auch Psychotherapie machen, obwohl ich das nicht gut und richtig finde. Aber es hat manchmal auch Aspekte davon, die ich nicht verhindern kann. Genau, und so ist die Kunst am Ende der Oberbegriff für all das, was ich tue. Und unter diesen Begriff fallen sehr viele Dinge und es ist verwandt mit Glauben. Mhm. Es ist verwandt. Kann man das denn nicht immer wieder neu ersetzen? Also, weil ich meine, den größten Einfluss auf die Mehrheit der Menschheit würde ich schon sagen, das ist dann die, weiß nicht, Tora, Bibel, Koran. Ne, so. Ersetzen? Durch Kunst? Naja, die Ideologien, die danach kamen, sagen wir mal jetzt, die Bücher, die nach der Französischen Revolution dann kamen, Kapital, Mein Kampf, ich würde gerne den Bogen dahin dann spannen, ne, dass das für manche halt eine Art Bibel war. Jetzt die Anhänger vom Faschismus und so weiter oder vom Kommunismus und so. Also das Problem der Menschheit, seitdem sie existiert, ist ja die Dummheit. Und wenn du genug dumme Menschen hast, brauchst du auch irgendein Tool, um eine Ordnung herzustellen, damit die dummen Menschen nicht auf die Barrikaden gehen und sich gegenseitig abschlachten. Leider hat das bis zum heutigen Tage noch nicht geklappt. Es gibt dieses Tool nicht. Das könnte man jetzt Frieden nennen oder Glaube oder Gottesgerechtigkeit. Aber du siehst, im Ukraine-Konflikt, wir leben im Jahr wie viel auch immer und die Leute ballern sich über den Haufen. Der Mensch hat keinen Wert, sondern die Ideologie steht über dem Menschen. Und deswegen glaube ich, ist die ernüchternde Erkenntnis meines bisherigen Lebens, auch meiner Arbeit, es gibt einfach wahnsinnig viele dumme Menschen auf der Welt. Und du kriegst sie auch nicht klüger, dadurch, dass du sie aufklärst, sondern sie bleiben in ihren primitiven Verhaltensweisen und Denkstrukturen fest.
und sind sogar überzeugt und versuchen sogar andere zu überzeugen. Das ist manchmal politisch so, wo du denkst, wie kann eine Partei ein Programm machen, das auf Fremdenfeindlichkeit basiert? Wie kann überhaupt Politik so gemacht werden, dass sie andere ausgrenzt und nicht alles einbezieht? Politik ist doch für Menschen und nicht für Gruppen und nicht für Parteien, nicht für Leute, die Stellvertreter von Ideologien sind. Aber das ist die Realität. Die faktische Lage ist, wir sind alle aufgeteilt in Interessensgruppen und ein gemeinsames Interesse, etwas Übergeordnetes, was ja zum Beispiel die institutionalisierte Religion sein könnte, das ersetzen wir durch Ersatzreligionen. Also geht es dann doch um die Interessen, also dass es ein Tool ist für Macht, sind ja oft sektenähnliche Züge an halt, ne? Ja. So, dass das ein Tool ist, um ja für Machtbestrebungen halt. Auch. Die Leute unter einer bestimmten Wertesystem, einer Ideologie oder sonst was halt im Regel, ich weiß nicht, Nationalismus hat meistens die größte Rolle, oder? An Ausbruch von Kriegen. Ja, Minderwertigkeitsgefühle. Mhm. Nationalismus ist ja eine überhöhte Form von Minderwertigkeitsgefühl, dass man sich in einer Nation stärker fühlt oder durch eine Nation. Ich glaube, wir alle haben die große Herausforderung im Leben, mit unserer Unwichtigkeit umgehen zu müssen. Wir denken immer, wir wären wichtiger oder wir versuchen uns wichtiger zu machen, indem wir Spuren hinterlassen oder andere regieren oder in irgendeiner Form Krieg gegen die Interessen anderer führen, aber gar nicht wissen, ob wir damit unsere eigenen Interessen verteidigen. Und das erstmal zu erkennen und zu wissen, ich bin nichts Besonderes und ich habe es nicht verdient, besser oder schlechter behandelt zu werden, sondern ich muss gleich behandelt werden. Das ist quer durch alle Geschlechter, durch alle Ideologien, durch alle Altersgruppen und durch alle Glaubensgemeinschaften immer wieder das gleiche Problem. Hat dann diese Erkenntnis nicht unbedingt was mit dem Bildungsstand zu tun oder mit der Intelligenz? Ja. Weil du jetzt ist auch ein bisschen aufgeteilt, dass zu viele dumme Menschen, kluge, geht es da nicht eher darum, mehr Menschen zu haben mit dem Herz am rechten Fleck, dass Menschlichkeit eher eine Rolle spielen sollte als jetzt der Bildungsgrad? Ja, ja, es klingt vielleicht auch erstmal ein bisschen arrogant, wenn ich sage, es gibt so viele dumme Menschen und ich muss das vielleicht ein bisschen genauer definieren. Also wir haben zum Beispiel im Moment so wenig Bildung wie noch nie. Ja, es gab selten Zeiten, in denen die Menschen trotz der mehr gewordenen Möglichkeiten ungebildeter sind als heute. Und das siehst du an PISA-Studien, das siehst du, wenn du mit Menschen sprichst. Wir bewegen uns oft nur auf ganz oberflächlichen Ebenen und wir glauben ganz schnell das, was jemand uns sagt, ohne dass wir daran denken, auch mehr wissen zu müssen. Und dieses mehr wissen müssen bedeutet was sehr Umfangreiches und auch sehr Aufwendiges. Dafür muss man Interesse haben, dafür muss man Ausdauer haben und dafür muss man auch bestimmte Fähigkeiten haben. Also man muss lesen können zum Beispiel. Und man muss Interesse daran haben, ein langes Buch lesen zu wollen, wenn man wissen will, was in diesem Buch steht. Und das gibt's nicht mehr. Wir leben in einer Instant-Wahrnehmung. Also wir nehmen Dinge ganz schnell und marginal, oberflächlich wahr. Und dann nisten sie sich für eine kurze Zeit in uns ein und bewegen uns sehr und führen sogar zu Interaktion oder manchmal auch zu Überreaktionen. Und dann ist das schon wieder weg und es kommt was Neues. Diese Impulse, die uns bestimmen, die verdrängen ganz oft die Erkenntnisse, die wir brauchen, um vernünftig zu sein. Muss man dafür, also kann man nicht sagen, Analphabetismus gleich Unvernunft? Nee, Analphabeten können sehr intelligent sein. Tiere können intelligenter als Universitätsprofessoren sein. Ich meine, dass halt die Empathie eine größere Rolle spielen sollte, weil ich meine, viele Mächtige und auch Kriegsherren und Kriegstreiber von mir aus auch, richtig, ich würde die nicht für unintelligent oder als dumme Menschen bezeichnen. Die wissen auch viel und haben viele Bücher gelesen. Destruktive Intelligenz. Ja, genau. Das meine ich ja. Also, dass das nicht der ausschlaggebende Punkt ist halt, ne? Und jetzt natürlich bezogen auch auf dem, also das durch, nach der, nochmal auf die Französische Revolution hinaus, so, dass man, das hat ja sehr viel danach, also sehr viel neue Gedankengut konnte ja sich entfalten halt, ne? Diese Ideologien halt waren ja noch neu und sagen wir mal, noch jungfräulich sogar quasi. Ne? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ne? Du kennst doch diese Taxi-App. Du hast auf dem Handy so eine Taxi-App, die heißt Drive Now, glaube ich, oder Drive Now, okay, oder Free Now, oder wie heißt sie? Ich habe ein ShareNow und ich habe ein Uber, aber... ShareNow, Uber, egal. Es gibt so eine Taxi-App, die heißt Free Now. Okay. So, und du kannst auf dieser App sehen, wenn du ein Taxi bestellst, wie der Taxifahrer fährt. Mhm.
Du hast also ein Smartphone, auf dem ist der Standort desjenigen angegeben, der dich bestellt. Und du hast ein Gerät, was dir sagt, wie du fahren musst. Und du hast ein Auto, das dich dahin fährt. Wenn du das mal beobachtest, in 90% aller Fälle, ja, fährt der Fahrer dreimal um den Block oder fährt an dir vorbei, wieder zurück, dann wendet der. Und du denkst so, Moment mal, der hat alle Möglichkeiten, sich die Intelligenz sogar abnehmen zu lassen. Oder der könnte auch nachdenken, aber er ist offensichtlich entweder überfordert oder seine Kapazität reicht nicht aus, das zu verstehen, was er tun muss. Und das ist das, was ich meine. Das ist im Großen genauso. Also wir haben wahnsinnig viele Möglichkeiten, die nutzen wir aber nicht und fallen immer wieder zurück auf die primitiven Dinge, die wir im Affekt tun oder die aus der Gewohnheit entstehen. Und wenn das anders wäre, wenn wir mit all den Möglichkeiten, die wir hätten, vernünftig umgehen könnten, dann wären wir intelligent. Aber so bleiben wir dumm, weil wir haben nur Möglichkeiten, aber machen nichts draus. Da muss es doch aber einen Weg geben, besonders wenn sehr viele intelligente Köpfe sich zusammenschließen, dass es dann halt wieder nicht funktioniert, immer wieder nicht funktioniert. Weil ich meine, wenn man die Leute befragt aus ihrer Perspektive, am Ende sagen alle, ja, alle wollen Frieden. Wo sie sich uneinig sind, ist der Weg dorthin. Deswegen, daran habe ich gerade gedacht, als du das mit der Taktik beschrieben hast. Nee, sie sind sich nicht beim Weg dorthin uneinig, sie sind sich beim Ziel uneinig. Naja, das da schließt ja doch den Interessen. Weg ein, oder? Also, dass man sagt halt, also wir hätten ja Frieden, wenn wir es alle nach unseren Interessen machen. Oder nach naja, unseren aber Menschen. Nicht jeder, der sagt, dass er Frieden will, will Frieden, sondern manche wollen auch, dass der Krieg weitergeht und sie sagen nur, dass sie Frieden wollen. Sage ich, meine ich ja. Also das Heuchlerische kommt ja dazu, weil die Interessen dazu sind. Man sieht ja dann vielleicht, wer oder doch von einem gewissen Status quo ja profitiert, wenn es geopolitisch oder so. Das ist die destruktive Intelligenz. Mhm. Es ist ja leider so, dass wir im Wettbewerb mit den noch intelligenteren oft zurückbleiben, weil das ist meine Erfahrung, Leute, die eine schlechte Intelligenz haben, meistens sehr schnell sind und ganz schnell auch an ihre Ziele kommen und das über die Bedürfnisse anderer Leute hinweg auch tun. Mhm. Und da sagst du, ist eine Methode, sich zusammenzuschließen. Das ist ein sehr gutes Argument, das ist ein politisches Argument, nämlich Widerstand zu leisten, auch in der Gruppe. Und ein anderes ist Aufklärung. Wir brauchen ein Zeitalter der Aufklärung. Wir müssen den Menschen vermitteln, dass das, was wir, wie ich eben gesagt habe, an Möglichkeiten haben, weit über dem liegt, was wir nutzen. Aber Aufklärung hat ja gerade die Büchse der Pandora geöffnet, könnte man ja sagen. Danach, als sie gesagt haben, eine Religion, Kreuzzüge, dies und alles, was davor gab, war ja endkrass und wie viele Menschen umgebracht wurden. Ja. Aber was kam mit Faschismus und Kommunismus? Ich meine, ne, so, das schützt doch davor nicht. Guter Gedanke. Also ja, die Aufklärung hat dazu geführt, dass wir zunächst einmal freier geworden sind oder dachten, dass wir es sind. Aber Freiheit überfordert uns. Und deswegen sehen wir uns im Grunde genommen wieder nach Gefangenschaft. Und das sind Diktaturen. Das sind innere Diktaturen. Freiheit überfordert. Also da kommen wir ein bisschen so wie Politik sind die Eltern und die Bürger sind die Kinder. Müssen wir bevormundet werden? Das ist eine Frage, auf die ich keine Antwort geben kann, weil ich die Entwicklung noch nicht als abgeschlossen betrachte. Also in meiner Lebenszeit gab es mehrere Versuche, diese Frage zu beantworten. Das waren Revolutionen, das waren Umstürze und Umbrüche. Aber es hat sich immer wieder auch erwiesen, dass die Menschen das gar nicht wollen oder damit nicht umgehen können. Es gibt konkrete Beispiele. Als die Mauer gefallen ist, haben alle gedacht, wow, jetzt sind wir frei, jetzt können wir tun und lassen, was wir wollen. Wenn du heute Leute fragst, viele Menschen in Ostdeutschland sehnen sich zurück zur DDR, weil sie vergessen haben, was da passiert ist und weil sie die Erinnerung an die Diktatur schneller aufgeben als die Überfrachtung und Überforderung durch die Demokratie. Es kommt ja drauf an, für wen. Du hast gerade das mit dem dummen Menschen und den Gebildeten. Ich habe das Gefühl eher, dass sehr viele gebildete Menschen sich nicht frei gefühlt haben in so einer Art von Diktatur. Und sehr viele einfache Menschen sich da doch etwas zurückwünschen, indem die sagen, ey, wir hatten unseren Urlaub an der Ostsee oder konnten mal nach Kuba und Krankenversicherung läuft und wir hatten keine Prostitution und Drogen auf der Straße. Tolles Leben. Ich will jetzt nicht allwissend wirken, ich antworte halt auf deine Fragen. Ne? Nicht, dass das so rüberkommt, als würde ich jetzt aus der Pistole geschossen immer so Weisheiten verkünden. Aber ich habe da eine Theorie oder ich denke da in eine Richtung. Also ich glaube, dass es unterschiedliche Faktoren braucht, damit die Freiheit für die Menschen nicht zu einer Befreiung, sondern zu einer Belastung wird.
Ein Faktor davon ist die Selbstbestimmung, dass Menschen selbstbestimmt sind und ihre eigene Verantwortung für sich und für ihr enges Umfeld tragen können. Das ist ja etwas Großes. Das hat man ja früher an Gott abgegeben und jetzt soll man sein eigener Gott sein. Früher hat Gott dir die Regeln gesagt, heute sollst du selber Regeln erkennen und einhalten. Das zweite ist die Verführung durch den Konsum, durch den Kapitalismus, der einen oft in die falsche Richtung drängt und Freiheit nur suggeriert. Weil im Grunde genommen der Kapitalismus nichts anderes will, als dich zum Kaufvieh zu machen. Und dir sagt, du kannst zwar entscheiden, was du kaufst, aber am Ende kaufst du es. Und wenn du kaufst, verdiene ich daran Geld, dass du denkst, du wärst frei gewesen zu entscheiden. Dabei habe ich dir die Auswahl gegeben und du hast sie nicht selbst gewählt. Das sind so ein paar Faktoren. Es gibt dann auch noch mehr Faktoren. Werte zum Beispiel. Bei den Kriegen, die wir gerade auf der Welt haben, geht es ja um Werte, um Systeme. Wertsysteme. Putin spricht von einem anderen Wertesystem als die Menschen in Westeuropa, die sagen, sie müssten ihre Werte gegen Putin verteidigen. Und ich glaube, alles in allem bleibt als Essenz, als Kern dieser metaphysischen Auseinandersetzung die Frage danach, welche Freiheit brauchen wir eigentlich? Könnten wir mit der Freiheit, die wir verlangen, auch wirklich umgehen? Oder müssen andere für uns bestimmen, wo die Grenzen der Freiheit sind, damit wir erst wahrnehmen, wann die Freiheit nicht mehr da ist? Wo ist denn der Unterschied dann zu den Glaubenskriegen von vor ein paar tausend Jahren? Keiner. Also es ist immer noch ein Glaubenskrieg derselbe. Egal, ja, wie intelligent oder dumm die Menschen sind. Weil wir, egal aus welcher Generation wir stammen, immer wieder auf die primitiven Bedürfnisse zurückgeworfen werden. Der Konsum hat ja etwas auch mit unseren Trieben zu tun. Wir kaufen ja nicht, weil wir Langeweile haben. Doch, wir kaufen auch oft, weil wir Langeweile haben. Aber die Langeweile entsteht, weil es uns suggeriert wird. Wir könnten viel Ablenkung finden. Wir könnten uns mit uns selbst beschäftigen. Wir müssten nicht dreimal am Tag in den Supermarkt gehen oder einmal im Jahr vor dem Apple Store Schlange stehen, damit wir schon wieder ein iPhone kaufen. Aber das wird uns suggeriert durch eine Industrie, die genau weiß, wie sie uns beeinflussen muss, damit wir das tun, was ihr nützlich ist. Also wollen die einflussreichsten Leute für ihren eigenen Machterhalt ihre eigene Ideologie nur durchsetzen. Für ihren Profit. Genau. Der Profit kann unterschiedlich aussehen. Der kann Machterhalt bedeuten, der kann aber auch Geld bedeuten. Der kann auch Geltung bedeuten. Weil du von Selbstbestimmung angesprochen hast und das schließt sich oft aus, Freiheit, Sicherheit, ne, so, das ist ja, was oft gegeneinander ausgespielt wird. Und ich glaube, das Selbstbestimmungsrecht, jetzt so, wo es anfing mit Kolonialismus zu bröckeln und so weiter, das wurde den meisten ja, die unter Kolonialismus gelitten haben, ja verwehrt. Selbstbestimmungsrecht galt dann ja eben eher nur auf der Ebene, wie wann war Völkerbund und so, wo UN-Vorläufer, die haben, da wurde nach Selbstbestimmung gestrebt, aber den unterjochten Völkern wurde das verwehrt. Und daraus resultieren Kriege bis heute. Ich meine, Sykes-Picot und so, diese ganze Ecke, wir haben vorhin anfangs gesprochen, Osmanische Reich, Zusammenbruch und so weiter, die hatten doch kein Selbstbestimmungsrecht. Die ganzen Staaten, die dann entstanden sind, das sind doch oft auch wirtschaftliche Interessen, die da gewahrt wurden. Schon bei der Entstehung, und das hält bis heute an, meine ich. Naja, das wird jetzt zu umfangreich. Vielleicht kommen wir nochmal zurück zu dem Anfangspunkt. Also ich glaube mittlerweile, dass wir Menschen vor allem lernen müssen, uns wert zu fühlen. Also nicht unter der Minderwertigkeit einzubrechen und uns Ersatzmechanismen aufzubauen, um uns künstlich mehr wert zu machen. Und diese Genügsamkeit, die macht einen unabhängig. Die macht einen unabhängig von Bedürfnissen, von Vorschriften und die macht einen auch unanfällig für Diktaturen. Aber das ist im Kleinen wie im Großen kein einfacher Prozess. Also wenn du im Bett liegst und du wirst konfrontiert mit der ganzen Schwere deines Lebens, du hast Ängste davor, krank zu werden, du hast Ängste davor, Menschen zu verlieren, in existenzielle Schwierigkeiten zu geraten, nicht wahrgenommen zu werden in den Momenten, wo du dich repräsentierst oder repräsentiert fühlen willst, dann bist du ja mit einer Flut von diffusen Ängsten, Sorgen konfrontiert, mit denen du am Ende nur umgehen kannst, wenn du dir vertraust und wenn du sagst, ich bin stark genug, mit diesen Gegebenheiten, die Teil des normalen Lebens sind, so umzugehen, dass ich daraus heil hervorgehe. Das haben viele Menschen nicht, weil die meisten Menschen auf der Welt traumatisiert sind. Die meisten Menschen kommen aus Familien, in denen sie schlecht behandelt wurden, ungerecht behandelt wurden. So wie ich auch in Verhältnissen gelebt habe, in denen
eine Form von Diktatur existierte. Ein Nonnenkloster ist auch eine Diktatur. Und die Erkenntnis, die man daraus zieht, kann entweder ein Selbstwerdungs- und Selbsterkenntnisprozess sein, der durchaus schmerzhaft ist, aber am Ende den Vorteil mit sich bringt, dass du unabhängig von jemand anderem, der dich erlöst, dich selber findest. Oder sie kann dazu führen, dass du eine Abhängigkeit auch suchst und sagst, ich möchte, dass jemand das für mich übernimmt. Da ist die Schnittstelle, wo dann die Politik reinkommt. Die Politik erkennt relativ schnell die Bedürfnisse dieser Menschen, die Minderwertigkeitskomplexe haben, und das bedient sie. Also das gesamte Parteiprogramm der AfD ist nichts als ein schriftlich zusammengefasster Minderwertigkeitskomplex. Wir in Deutschland sind weniger wert als die Menschen, die hier hinkommen, weil sie eigentlich nicht das Recht haben, hier zu sein, und sie nehmen uns sogar unser Geld weg und unseren Wohlstand, unsere Freiheit. Sie engen uns ein, sie bedrohen uns sogar. Ja, das ist ja eine Abgabe von Verantwortung, das ist eine Machtlosigkeit, bei der am Ende rauskommt, dass derjenige, der sich minderwertig fühlt, das Zepter des Handelns in die Hand nehmen muss und denjenigen, die er dann für Minderwertigkeit erklärt, die Freiheit entzieht oder sie bestimmt oder sie einkerkert oder sie vernichtet. Das war bei Hitler so. Und das ist ein großes, komplexes Thema, was am Ende wirklich auf was ganz Primitives zurückzuführen ist, nämlich unser Bedürfnis als Mensch mehr wert zu sein. Das wurde doch oft versucht, ne? Und ich meine, diese Art und Weise, Ängste schüren und da populistische Politik zu betreiben, ist ja ein Mechanismus, der irgendwie immer wieder funktioniert. Aber theoretisch klingt das ja alles ganz gut. Auch jetzt Grundgesetz, Würde des Menschen, unantastbar, dies, das, Glaubensfreiheit und so weiter. Das wird ja nicht umgesetzt in die Praxis. Auch was Menschenrechte angeht, die sind ja, die gelten ja wirklich nicht überall, kann man ja sagen. Und nachweisen. Wieso hapert es an der Umsetzung? Weil Politik ist Interessensvertretung und nicht Interessensfindung. Politik vertritt immer Interessen, die sie abfängt oder die sie erkennt für ihren eigenen Nutzen. Aber Politik sucht selten nach Interessen und findet auch selten Interessen. Dann wäre die Politik viel richtiger und viel offener. Aber das ist sie nicht. Sie ist abgeschlossen. Politik ist heute Ideologie. Wenn du einmal eine Politik machst, die deiner Ideologie entspricht, dann musst du der treu bleiben. Du wirst sehr unflexibel. Und das haben wir in den letzten Jahren ja auch gemerkt, bei Corona zum Beispiel. Da gab es ein offizielles Narrativ, und diesem Narrativ sind entweder alle gefolgt oder sie haben sich verweigert. Es gab keine Findung, es gab nichts, was als Dialog zwischen Menschen stattgefunden hat. Und das hat sich auch im Folge dieser Krise nicht verändert. Es haben sich nur die Fronten verändert. Jetzt sind die, die sagen, wir haben nicht mitgemacht, in der Überhand und sagen, siehst du, wir wussten's und die anderen sind in der Unterzahl. Vorher war es andersrum. Versöhnlich und richtig wäre es, wenn man heute als derjenige, der damals betroffen war, denen zeigt, was sie falsch gemacht haben, um einen Weg aufzuzeigen, wie man in einen Dialog auftritt. Mhm. Das macht aber keiner. Eintritt, nicht Auftritt. War ja eine neue Situation für viele halt auch, und ich glaube, der Umgang, der hat viele überfordert halt auch. Das kann man ja so nicht erlernen, wenn man so von der neuen Situation steht halt, ne? So jetzt im Nachhinein ist vielleicht etwas leichter, das zu sagen, aber im Vorhinein ist, glaube ich, immer erst lieber auf Nummer sicher gehen als und die Freiheit dann in dem Fall aufgeben. Also das setzt sich dann oft durch. Geht gar nicht darum, das ist ja normal. Das ist, man macht ja Fehler. Niemand ist gefeit davor, Fehler zu machen. Und man weiß auch nicht, ob man den richtigen Weg geht, wenn man einen Weg einschlägt. Es geht darum, dass der Dialog nicht möglich ist, weil er ideologisch verfärbt ist, weil er zu rigide ist. Weil er auch langwidrig sein kann. Ich meine, wenn eine Entscheidung schnell getroffen werden muss. Nein, das meine ich nicht mit Dialog. Also ich meine mit Dialog zum Beispiel, was hindert die jetzige Regierung daran zu sagen, wir haben Fehler gemacht. Wir wussten nicht, wie die Impfung wirkt. Wir haben zwar gesagt, sie wirkt, aber wir hatten, wie du richtig sagst, einen Handlungszwang. Wir wollten die Menschen schützen. Und heute sehen wir, das wäre so nicht nötig gewesen. Also ich finde es individuell schon schwierig, oft reflektierende Menschen zu treffen, die ihre eigenen Fehler einsehen. Aber was schadet das? Schaden, also ich finde, man wächst eher daran. Ja. Ne, so, ja. Aber auf breiter Ebene halt, ich meine, da sind wir wieder ein Sprung zur Religion. Wer gibt als erster zu, dass er in seiner Generation irgendwann mal angelogen wurde? Und die geben Tradition halt so weiter. Ja, aber das ist Sturheit. Und ja. Politik besteht zu großen Teilen aus Sturheit. Genau. Ja. Genau. Das ist, wir haben einmal gesagt, dass es richtig ist, und dabei bleibt es jetzt auch. Also ist dieses freie Denken, ich meine, es gibt dieses schöne Lied, die Gedanken sind frei und so, ne?
ist was Positives, Negatives. Man sagt Bücherverbrennung hier, nein, geht nicht und man sollte doch alles aussprechen dürfen, Meinungsfreiheit, dies, das. Aber dann gibt es natürlich halt die verbotenen Geschichten. Freies Denken ist der Feind jeder Antidemokraten. Da haben die alle Angst vor. Ja, wie, und Antidemokraten sitzen nicht nur in der Politik, die sitzen auch in der Religion. Genau. Und wo gedeiht das denn, wenn radikale Kräfte kriegen doch nur Zulauf, also ohne Ungerechtigkeit würde es doch nicht funktionieren. Also das auf der einen Seite ist keine Rechtfertigung natürlich, aber eine Erklärung dafür, warum oft radikale Zulauf bekommen. Nee, Ungerechtigkeit liegt aber nicht nur in der Politik, sondern auch im Schicksal und in der Biografie dieser Menschen. Mhm. Also ich glaube zum Beispiel, dass jemand wie Björn Höcke schwer misshandelt wurde. Mhm. Der wird eine ganz schwierige Kindheit gehabt haben und der wird ganz schlechte Erfahrungen in seinem Leben gemacht haben, mindestens auch mit Ausländern, wenn nicht sogar mit anderen, dass er an diesem Punkt der Radikalisierung gelandet ist, an dem er ist. Wahrscheinlich, aber warum gedeihen so eine Gedanken oder radikalen Formen einer Ideologie halt? Ne? Warum auf breiter Ebene? Warum die gedeihen oder warum sie entstehen? Beides. Entstehen, sagen wir mal, da können wir doch wirklich sagen, meinetwegen Wahnsinnige, die sich was ausdenken. Naja, ich rede jetzt von einer wirklich menschenverachtenden... Also ich bleibe beim Minderwertigkeitskomplex, das ist meine universelle Antwort heute. Die gesamte Ideologie der Nationalsozialisten beruft auf nichts anderem. Du hast es ja durchgespielt mit dem Mein Kampf, ich habe es nie gelesen. Ich glaube, also, aber wenn, das ist ja eine kommentierte Fassung und du hast deine... Warum hast du dich überhaupt dafür entschieden und warum, also... Einmal im historischen Kontext, warum das so eine Art Bibel wurde für die Anhänger und warum hast du dann dich entschieden, das ins Programm aufzunehmen? Interesse, Neugier, Spontanität, Auftrag, das war alles gemischt. Und, Auftrag von? Ja, Auftrag auch meine Arbeit machen zu wollen und was Aufklärerisches in meiner Arbeit zu sehen. Mhm. Das war auch ein Auftrag, aber es kam erst später dazu. Okay. Am Anfang war es Neugier. Okay. Tabubruch war auch dabei. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ich glaube, das war das Krasse daran, ja, ne? So das Polarisierende. Rollentauschen war auch drin. Auch da Minderwertigkeit, dass ich eben, wie du richtig gesagt hast, diese Türkenrolle loswerden wollte. Ich wollte Täter sein und nicht Opfer. Was hast du denn empfunden, als du das gelesen hast und wie kam es an und vor allem im Kontext, warum das auch damals so beliebt war? Ich war erstmal überfordert. Ich habe dieses Buch ja in der Hand gehabt, weil eine Freundin mir das geschenkt hat, ihrer Oma gehörte das und war genauso aufgeregt, wahrscheinlich wie jeder andere auch. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass das einfach wahnsinnig schwierig zu lesen ist und dass es viel Text ist und dass es eben nicht ausreicht, einfach die Buchstaben aneinander zu reihen, sondern du musst auch noch den Kontext kennen. Und dann fing es an, spannend zu werden. Der Kontext ist ja hinlänglich bekannt, aber es ist immer noch so heute, dass viele nicht wissen, was da eigentlich passiert ist. Also sie wissen, dass diffus und es ist auch eine Sache, die ja immer wieder erzählt wird, aber wirklich in die Tiefe gegangen sind die wenigsten. Ich kenne das Buch halt nicht und frage mich halt, als es noch nicht diese großen Gräueltaten gab, also wirklich noch vor dem Zweiten Weltkrieg, von mir aus auch noch vor der Machtergreifung, warum dieses Buch so eine Bedeutung hatte. Das Buch hatte keine große Bedeutung lange Jahre. Es war eher, das habe ich gesagt, man geht nicht in die Tiefe. Ich müsste jetzt wirklich weit, weit vorher anfangen. Aber fangen wir mal an beim 30-jährigen Krieg. Das ist so die Urkatastrophe Europas. Und ab diesem Zeitpunkt verändert sich Europa. Europa ist ja ein Schmelztiegel unterschiedlicher und trotzdem irgendwie verwandter Kulturen, die sich wechselseitig bekämpft haben und dann auch mal wieder Frieden geschlossen haben. Das ist bis zum heutigen Tage so geblieben. Nur die Fronten haben sich verändert und auch die Fraktionen. Deutschland in der Mitte Europas mit Ende auch des Römischen Reiches ist ja erstmal ein fiktives Gebilde gewesen und erst seit 1848 das, was wir heute Deutschland nennen, mit der Märzrevolution und dem allem, was passiert ist. Und die Entwicklung Deutschlands innerhalb Europas war immer eine besondere Entwicklung, die mit den Monarchien, die uns umgeben, wenig zu tun hatte. Die Monarchie in Deutschland ist ja irgendwann Anfang des vorvergangenen Jahrhunderts aufgelöst worden und hat ein Dilemma an den Tag gelegt, das in Deutschland immer schon da war, nämlich dass Deutschland eine föderalistische Struktur hat und keine zentralistische. Und diese unterschiedlichen Elemente Deutschlands, also angefangen von der Kleinstadt
Piraterei bis hin zum Republikanischen heute haben dazu geführt, dass Deutschland immer sehr anfällig war. Sehr anfällig für Großmannssucht, sehr anfällig eben auch für diesen Größenwahn, der aus diesem vorhandenen Minderwertigkeitskomplex entsteht. Und was Hitler gemacht hat, ist, er hat genau das erkannt. Und nach Ende des Ersten Weltkrieges, an dem er ja als Soldat auch beteiligt war, versucht Deutschland durch eine neue Ideologie in eine Position zu bringen, die Deutschland vorher nicht hatte. Es war ein Hybrid eigentlich aus einer Monarchie, also Hitler als Führer, als Kultfigur war ja gottgleich und hatte zugleich etwas Kaiserhaftes als auch etwas Präsidiales, sehr komisch. Und dann hat es zugleich auch mit mythologischen Elementen verbunden, die in Deutschland immer da waren. Deutschland ist ja ein sehr mystisches Land gewesen, also die unterschiedlichen Völker, dieses Klischeebild von Deutschland, dem Waldland, dem dunklen Land, dann das Land der Dichter und Denker. Und das alles hat sich im Nationalsozialismus auf eine fatale Art und Weise vereint und es hat dazu auch noch einen Feind gefunden im Juden, der verantwortlich ist für alles Unglück, was den Deutschen bisher passiert ist. Und dieser Wahn, der darin enthalten ist, der ist als Essenz in einem frühen Stadium schon in Mein Kampf geschildert worden. Und das ist der größte Vorwurf eigentlich, den man den Deutschen machen müsste. Hätten sie Mein Kampf rechtzeitig gelesen, dann hätten sie gewusst, wohin Mein Kampf führt, nämlich in die totale Selbstvernichtung. Und das war mein Anspruch, das darzustellen, aber nicht so, wie ich es jetzt erklärt habe, ich bin kein Wissenschaftler, aber ich klinge wahrscheinlich jetzt so ein bisschen wie ein Historiker, sondern gemischt mit Kunst, nämlich mit der Darstellung Hitlers als Witzfigur. Hattest du Nazis dann in die Hände gespielt, dass das Buch nicht so erfolgreich am Anfang war? Na, die Nazis waren, als das Buch erschienen ist, Mitte der 20er Jahre ja in einer Position, die niemand wahrgenommen hat. Sie waren eine von vielen Parteien, das Parlament war aufgeteilt in viele Splittergruppen und deswegen war das nichts Ungewöhnliches, dass solche Bücher erschienen, also ideologisch begleitende Bücher zu einer Bewegung, die dann aus dieser Ideologie, wie im Fall der Nationalsozialisten, eine Doktrin gemacht haben. Das gab es auch in der russischen Literatur, das gab es im Bolschewismus, genauso wie in der Oktoberrevolution. Aber der Erfolg, Mein Kampf als Beiwerk zum Nationalsozialismus, der beginnt eigentlich erst in den 30er Jahren, als es Pflichtlektüre wurde und so eine Devotionalie gewesen ist. Du hast es ja noch weiter jetzt ausgeholt, weil ich habe gedacht immer so... Entschuldige, ich war zu ist richtig, glaube ich, weil... ich glaube, es ist zu verkürzt zu sagen, dass man oft hört man, der Versailler Vertrag ist quasi Ursprung für den Zweiten Weltkrieg halt, ne? So, aber dass dann doch im Wiener Kongress vielleicht die Ursprünge liegen, weil der Versailler Vertrag quasi eine Rache war für den Wiener Kongress. Also man kann das Spiel immer weiter zurückführen. Davor haben die das gemacht, davor haben die das gemacht. Wann hört das auf? Und wo zieht man endlich einen Schlussstrich? Ja, da wieder der Minderwertigkeitskomplex, der Motor dieser ganzen Aktion war und auch bei denen übrigens im Osmanischen Reich nichts anderes gewesen ist. Da gibt es viele Parallelen, nicht nur in Deutschland, in der Türkei, sondern auch heute in Russland. Ja, da geht es auch um Minderwertigkeitskomplex, um Bedrohung durch Außen und sich nicht selbst genug sein im Innen. Ja, aber der Versailler Vertrag ist ja nur die Initialzündung gewesen. Die ideologische Struktur der Nationalsozialisten war unabhängig von dem Schicksal, das sie als Grund nannten dafür, dass sie das getan haben, was sie tun. Und die war Antisemitismus. Die DNA des Nationalsozialismus ist der Antisemitismus. Und nicht die Unterwerfung gegenüber einer Räteregierung, die Deutschland in ihren Fittichen hielt. Und da ist für mich auch der Knackpunkt heute. Also wer heute Antisemitismus in Kauf nimmt, dadurch, dass er relativiert und eine Gleichsetzung betreibt zwischen dem, was Israel, angeblich Juden, die ja synonym sind mit Israel, und Palästina, der betreibt Geschichtsklitterung. Und das ist gerade in diesem Land eine sehr heikle Angelegenheit, berechtigterweise. Mhm. Gerade wenn du dann mit dem so kontroversen Thema auf Tour gegangen bist, weil du auch gerade, du hast eine Lanze damit gebrochen auch und so, ne, dass dann jetzt einfach, also es war halt unerwartet, dass ausgerechnet von dir kommt, ne, so, und, ne, oder nicht halt, ne, so. Als Türke meinst du? Ja, dass ich einfach so, das war so, okay, da Clash, da hast du viel zusammen, also hat extrem polarisiert. Mhm. Und was war, also weil das mit Polizeischutz habe ich ja schon angesprochen und so weiter, war das richtig und wichtig im Nachhinein? Ja, ja, das war, ist immer noch sehr wichtig. Weil es Aufklärung braucht, weil es Menschen braucht, die sich in die Schusslinie stellen und sagen, ich muss das machen, egal wie gefährlich es ist. Was wurde da falsch aufgenommen? Mein Recht, das zu tun. Mein Recht, das wurde dir abgesprochen? Ja.
von? Oder es wurde mir fälschlicherweise sogar zugesprochen. Von beides. Rechten jetzt? Ja. Weil ich meine, es war ja schon sehr gefährlich eine Zeit lang. Das war sehr gefährlich. Genau, ja. Also kannst du da mal drauf eingehen? Also, weil da bist du ja halt, ich meine, viele werden dann zurückgeschreckt vor, ne? Ja, also mein Recht, das zu tun, habe ich ja gesagt, wurde von beiden Seiten unterschiedlich behandelt. Die einen haben gesagt, das kann der nur machen, weil der Türke ist. Die anderen haben gesagt, der darf das nicht, weil der Türke ist. Das ist auch paradox. Beide hatten aber gemeinsam, dass sie in irgendeiner Weise nicht zufrieden waren mit dem, was ich da tue. Sei es, weil sie es selbst gern gemacht hätten oder sei es, weil sie es mich nicht machen lassen wollten. Ja, es ist damals schon so gewesen, 1996 habe ich angefangen mit der Lesung aus Mein Kampf, dass den Worten nicht nur Taten folgten, sondern dass es immer eine latente Gefahr war, mit diesem Stück, mit diesem Text, mit dieser Performance irgendwo hinzufahren, sich auf eine Bühne zu stellen und in einen dunklen Raum zu gucken und nicht zu wissen, ob jemand was Schlechtes anstellt. Und ich habe das ignoriert, weil ich A, nicht so viel Angst hatte davor. Und B, weil ich es als eine Verpflichtung betrachtet habe. Denn wir kamen ja gerade aus einer Phase, 92 waren die Anschläge in Solingen und Mölln, wo ganz Deutschland ein Versprechen abgegeben hatte, nämlich nie wieder Faschismus auf deutschem Boden zuzulassen. Und sich, glaube ich, auch ein bisschen über sich selbst erschreckt hat, dass das so schnell wieder zurückkommen kann. Und diesmal eben nicht jüdische Menschen verbrannt wurden und vergast wurden, sondern türkische. Und dass das mitten unter uns passiert ist. Solingen, Mölln, das sind westdeutsche Städte. Das sind keine Städte in national befreiten Zonen. Und mit dieser Erkenntnis, mit dieser erschreckenden Erkenntnis umzugehen, hat erstmal so wie immer ein Aktionismus ausgelöst. Große Demonstrationen, Massenaufmärsche, das nannte man damals Lichterketten. Und es ist aber genauso schnell auch wieder verpufft, so wie immer. Letztendlich sind all die Aktionen, wir sind mehr, Chemnitz, wir sind laut, die verpuffen. Nach zwei Monaten tritt das ein, was ich eben geschildert habe. Das Kurzzeitgedächtnis greift, es verdrängt das, was eigentlich langfristig da übrig bleiben müsste. Eine Auffassung, eine Ideologie, eine Haltung und man wendet sich dem nächsten Thema zu. Und das war der Punkt, an dem ich gesagt habe, so kann es nicht gehen. Man muss das dauerhaft machen, man muss es da machen, wo es hingehört, nämlich bei den jungen Menschen. Und nicht vor Theaterpublikum, weil die wissen eh, was richtig und falsch ist. Sie wissen manchmal sogar, was richtiger ist. Und man muss es in einer Art und Weise machen, dass man eindringt in die Menschen. Also nicht irgendwie akademisch ist, sondern dass man versucht, das in ein Gewand von Comedy zu kleiden und auch dorthin zu gehen, wo man vielleicht normalerweise mit sowas gar nicht hingeht. Das ist das Künstlerische wieder daran, dass es zugänglich dann wurde für viele andere, auch wie für einen wie mich dann halt, ne? So, weil vorher. Ja, ich bin bei Stefan Raab aufgetreten, habe Hitler zitiert. Ja, genau, das meine ich auch. Das habe ich dann halt da gesehen. Ja, und damit habe ich dich dann erreicht. Genau. Ja. Was hat es gekostet? Ich meine, was waren die brenzlichen Situationen, die heikelsten? Ja, ich war 6 Jahre unter Polizeischutz. Das heißt, ich hätte hier nicht sitzen können, ohne dass draußen ein Polizeiauto steht. Aber das ist ja nicht nur mein Schicksal, das ist das Schicksal aller Menschen jüdischen Glaubens, die vor einer Synagoge ein Polizeiauto stehen haben. Das ist das Schicksal sowieso all derer, die in irgendeiner Form angegriffen werden, weil sie anders sind. Ja. Na, wobei da der Polizeischutz, also ich meine, du hast Synagogen angesprochen, das ist ja irgendwie Pflicht hier, glaube ich, aber viele sind ungeschützt jetzt so, was Gastronomie und so angeht halt, ne? Ja. Ist ja auch dann wieder schwierig umzusetzen, oder? Wo es aber auch gebraucht wird, meine ich. Naja, die Erfahrung hat gezeigt, dass es gebraucht wird. Und das ist jetzt nicht erfunden, sondern ich kenne aus meinem Gedächtnis keine Moschee, die von Polizei geschützt wird. Ich kenne auch selten Muslime, die von Juden angegriffen werden auf der Straße. Ich kenne es nur andersrum. Warum das so ist, kann ich schwer erklären. Ich würde da wieder den Minderwertigkeitskomplex anbringen. Denn auch da ist das, was die Menschen, die hier leben, migrantischer Herkunft, aus dem arabischen, dem türkischen Kulturkreis, dass das, was die ausdrücken wollen, ja eigentlich nichts anderes ist als ein Widerstand gegen Ungerechtigkeit, den sie synonym sehen mit der Diktatur von bestimmten Meinungsführern und ideologisierten Gruppen. Aber sie tragen das an eine falsche Stelle und sie machen sich damit, finde ich, angreifend
angreifbar, weil das sehr widersprüchlich ist, was sie tun. Denn die Gesellschaften, für die sie indirekt eintreten, wenn sie Interessen von, keine Ahnung, der Hamas auch mitvertreten, sind hochgradig freiheitsfeindliche Gesellschaften. Und sie müssten zuerst mal klar machen, für welche Form von Freiheit und Liberalismus sie einstehen, bevor sie so einen Schritt gehen, dass sie Leute in Schutz nehmen, die das attackieren und konterkarieren. Inwieweit spielt Ohnmacht da eine Rolle? Ich meinte ja schon anfangs, dass oft aus Ungerechtigkeit Radikalität dann oft entsteht. Ja. Halt, ne? Der Unterdrückte wird irgendwann zum Unterdrücker. Wann wird der Gemobbte zum Mobber? Und ja. So, wann ist diese Grenze erreicht? Also das ist eine gute, sehr gute Frage. Konkret würde ich sagen, ist sie erreicht, wenn aus der zum Teil selbst gewählten Isolation eine Radikalisierung entsteht, die man verwechselt mit Widerstand. Also die selbstgewählte Isolation, ich übersetze das mal, ist, dass als Folge der misslungenen Integrationspolitik die Menschen nicht mehr von den Behörden ghettoisiert wurden, sondern sich freiwillig selbst ghettoisiert haben. Ja, am Anfang war es so, dass die Behörden gesagt haben, geht doch nach Neukölln. Da seid ihr unter euch, geht ihr in eure eigenen Sprachkurse, in eure eigenen Schulen. Später haben die Leute sich das angeeignet und gesagt, wir bilden jetzt unsere sogenannte eigene Parallelgesellschaft. Und in dieser Parallelgesellschaft wurden bestimmte Dinge von der Mehrheitsgesellschaft als Gefahr betrachtet und gleichzeitig von der Minderheitsgesellschaft in der Parallelgesellschaft als Wehrhaftigkeit betrachtet. Guck mal, jetzt hat das plötzlich einen Effekt, wo wir uns selbst abschotten und die Angst vor uns haben. Also machen wir das noch mehr. Die Religion ist dazu eigentlich nur ein Tool, ist nur ein Beiwerk. Ich glaube nicht, dass Leute, die in Shisha-Bars sitzen und sich am Sack kratzen und zweimal die Woche ins Artemis gehen, gute, gläubige Muslime sind, sondern das ist eine Vorhaltung. Da tun die so, als wären die etwas. Wenn sie gute, gläubige Muslime wären, würden sie nicht menschenfeindlich agieren. Würden sie sowieso nicht feindlich agieren, weil ich glaube, dass jede Religion in ihrem Kern etwas Friedliches hat. Aber das ist nicht das, was die propagieren, sondern sie nehmen das Martialische, das Radikale und benutzen es, um ihrem eigenen Minderwertigkeitskomplex eine Stimme zu geben und eine Hülle. Wie wehrt man sich denn dann korrekt, wenn Menschenrechte nicht gleichermaßen gewährleistet werden? In der Demokratie nur durch diskursive Auseinandersetzung. Die funktioniert doch nicht. Doch, die funktioniert. In der Praxis? In der Praxis doch. Man muss dafür viel Kraft aufwenden, das ist mühsam. Aber sie funktioniert. Niemandem wird verwehrt, eine Partei zu gründen. Seine Meinung zu sagen. Jein. Also er wird sanktioniert, ja, das stimmt. Natürlich, weil ich meine, so menschenverachtende Ideologien vertreten und so, ich meine, was ist Meinung, was ist Verbrechen halt, ne? So, das sollte eigentlich auch klar abgegrenzt werden. Aber dass es da eine Möglichkeit gibt, überhaupt sich zu entwickeln, halt, ne, so, weil ich vernehme eher oft einseitige Diskussionen. Nee, dann kapitulierst du. Das sehe ich nicht so. Also ich glaube, wir haben in Deutschland mehr Möglichkeiten, nicht unendlich viele. Es gibt auch hier Grenzen. Aber wir haben mehr Möglichkeiten als viele, die meisten Menschen in den anderen Ländern. Ja, auf internationaler Ebene, wenn wir es jetzt in dem Vergleich stellen und mit autoritären Regimen und Diktaturen und wir dürfen fuck den und den sagen, dann ja. Aber oft hängt ja mit der Meinung viel dran. Selbst mit Meinungen, die wir selber auch nicht feiern. Das sagst du jetzt nur, weil du es sagen darfst. Mach das gleiche mal in der Türkei. Mach dieses Interview in der Türkei. Und das ist ja noch nicht mal der undemokratischste Staat der Welt. Da wirst du die drei Viertel dessen, was du hier gesagt hast, nicht sagen können. Habe ich was? Kennst du was gesagt? Nein, aber also wir könnten ja theoretisch sagen, Olaf Scholz ist ein Spinner. Wir könnten sagen, Karl Lauterbach ist ein Alkoholiker. Können wir sagen. Wir werden dafür angegriffen, vielleicht berechtigterweise oder auch nicht. Aber wir gehen dafür nicht in den Knast. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ob das gerecht ist, ist eine andere Frage, dass andere es leichter haben, wenn sie besonders konform sind, das ist eine andere Frage, oder ob es ungerecht ist, da können wir lange drüber diskutieren. Also wenn du heute das offizielle Narrativ der Regierung wiedergibst, ja, auch als Künstler, dann ist das unstrittig, dass du es viel leichter hast. Dann kriegst du eine Radiosendung, dann kriegst du eine Fernsehsendung, dann kriegst du Preise. Wenn du das nicht machst, dann wirst du sanktioniert, angegriffen, dann sagt man dir sogar, ach, du erfindest das alles nur, es gibt gar keine Cancel Culture. Aber Tatsache ist, und das sage ich aus eigener Erfahrung, ja, es gibt Cancel Culture. Und nur diejenigen, die nicht drunter leiden mussten, behaupten, es gäbe sie nicht. Was denn unberechtigt? Wer wird unberechtigt gecancelt?
Oder wer wird berechtigt gecancelt? Jeder, der gecancelt wird, wird unberechtigt gecancelt. Jeder. Jeder Künstler, jeder hat in diesem Land das Recht, seine Arbeit zu tun. Und selbst wenn er eine andere Meinung hat, darf er diese andere Meinung vertreten. Es sei denn, sie ist menschenfeindlich, sie ist illegal, das gibt's auch. Das Ding oder ist sie ja, verharmlost Gewalt oder sonstige Formen sie definieren von das ja Intoleranz. Anders. Sie definieren Intoleranz anders und menschenverachtende Ideologien anders. Das wer ist nicht so gemeint. Na, wenn jemand etwas Menschenverachtendes sagt und sagen, ja, so ist das ja nicht gemeint. Ne, so. Naja. Wir diskutieren oft über Rassismus ist so ein Thema, was komplett unterschiedlich wahrgenommen wird. Allein schon, was die Ausdrucksweise von rassistischen Begriffen angeht, wo viele sagen, das darf ich nicht und so weiter. Da fängt es ja schon an, bei Begrifflichkeiten. Ja, leider muss ich das jetzt wieder eingrenzen. Also du fragst wirklich gute Sachen, nur habe ich das Gefühl, das streift dann so viele unterschiedliche Themen, dass es zu diffus wird. Also ich würde mich gern konzentrieren auf eine Sache. Und wenn wir über Rassismus sprechen, müssen wir erstmal klären, was ist eigentlich das Anliegen derer, die Rassismus anprangern? Ne, gibt es Rassismus in Deutschland? Struktureller Rassismus ist ja immer so das Schlagwort. Und was ist ihr Anliegen? Und da kenne ich einige Beispiele, die sehr einseitig sind. Also wo ich denke, okay, wenn du wirklich gegen Rassismus einstehen willst, warum hört dein Engagement an einer bestimmten Grenze auf, wo es nicht mehr deine persönlichen Interessen betrifft, sondern wo es die Interessen anderer betreffen würde? Und warum bist du so fixiert auf dieses eine und nicht auch auf das andere? Weil Rassismus schließt ja sehr viele andere Dinge mit ein. Und du hast es letztendlich runtergebrochen, und das ist der richtige Begriff, auf Toleranz. Toleranz ist das, was man aushält an Andersartigkeit an dem anderen, ohne sich davon gestört zu fühlen. Es darf sein, so wie es ist. Und das gilt aber für alle. Also Toleranz heißt auch, dass du tolerant sein musst, wenn du Toleranz einforderst. Du musst auch Intoleranz ertragen, wenn du selbst intolerant sein möchtest. Ob du das musst, sei mal dahingestellt. Mhm. Es wäre gut, wenn du es könntest. Mhm. Ja, ich glaube, sensibel genug sind die Leute nicht meistens dafür, dann für bestimmte Prozesse auch. Ne? So gerade wenn, also ich rede selten darüber, vor allen Dingen in der Minderheit nicht gerne, und weil man das Gefühl hat, die Mehrheit versteht einen nicht oder fühlt einen nicht sogar, muss man sagen. Also wenn Sie Betroffenen eher erklären wollen, wann und wie Sie es aufzunehmen haben. Ja, das kommt auch drauf an, ne? Da gibt es ganz viele unterschiedliche Formen. Also es gibt die Form der politischen Echauffage, die in Aktivismus mündet, sich über etwas zu empören, was man für verwerflich hält. Das halte ich aber für sehr oberflächlich und auch nicht für besonders fundiert. Also da fehlt mir dann oft die Grundlage. Und dann gibt's natürlich auch berechtigterweise Kritik an bestimmten Gegebenheiten, die Menschen für selbstverständlich halten und die notwendig ist, um auch Dinge zu verändern. Jetzt rede ich mal konkret über den Sprachgebrauch. Ich finde das Argument nicht schlüssig und auch nicht besonders konsistent, dass Leute sagen, das haben wir doch immer so gesagt, das können wir doch jetzt weiter sagen. Nee, das stimmt nicht. Sprache verändert sich, eine Gesellschaft verändert sich. Eine Gesellschaft verändert sich durch Sprache. Und auch das Empfinden für Intoleranz und Toleranz kann sich durch Sprachgebrauch sehr verändern. Wenn das so ist, dann muss derjenige, der darauf besteht oder beharrt, seine Sprache immer so verwenden zu können, wie er es bisher getan hat, durch einen Lernprozess. Nämlich, dass er damit Menschen auch verletzen kann. Ist mir selbst auch passiert. Also ich habe auch lange Zeit das N-Wort gesagt und war das einfach gewöhnt, weil ich gesagt habe, das ist doch nicht so gemeint. Aber wenn du dann irgendwann merkst, Moment, das spielt keine Rolle mehr, ob es so gemeint ist, wenn es den anderen wirklich auf eine dramatische Art und Weise verletzt, dann musst du überlegen, was ist es denn mir wert, das zu sagen? Was hat dich denn sensibilisiert? Diverse Momente, in denen ich einfach gespürt habe, dass ich da nicht drüber nachgedacht habe und dass es für mich eine Selbstverständlichkeit war und es mich gar nicht mehr repräsentiert hat. Also ich zum Beispiel, ich nehme nicht wahr, wenn jemand eine andere Hautfarbe hat als ich, sondern ich nehme wahr, wenn der was sagt und wenn er anders denkt oder ich spüre, ob ich ihn mag oder nicht. Aber die Hautfarbe ist mir total egal. Wenn ich aber so tue, als würde ich durch meinen Sprachgebrauch einen Unterschied darin machen, verrate ich mich. Ja, und ich verrate mich nicht nur, ich repräsentiere mich auch nicht mehr so, wie ich wirklich denke und kann, zum Teil bewusst, aber auch jederzeit missverstanden werden. Und das will ich nicht. Geht's auch um Berührungspunkte, weil du letztens meint, vor allem private Berührungspunkte, weil du meintest, du hast auch irgendwie angeheiratet, brasilianisch Angehörige jetzt und so? Nee, das nicht. Nein, nein. Es geht einfach darum, dass ich
denke, dass das eine Vorlage ist, die man nicht mehr geben muss. Also es ist, wir leben in einer Gesellschaft, in der, man muss da auch aufpassen, ne? Also in der natürlich die Befindlichkeit mittlerweile einen hohen Stellenwert hat und jeder sich durch irgendetwas angegriffen fühlt. Und da muss man auch sagen, jetzt kommen wir wieder zur Kunst, es ist manchmal auch Aufgabe der Kunst, das offen zu legen, ne? Und damit auch souverän umzugehen und zu sagen, Moment mal, hier ist eine Ebene, die könnt ihr nicht so einfach angreifen und tangieren, weil diese Ebene ist nicht die Realität. Aber wenn es nicht mehr der Kunst dient, sondern nur noch ein Selbstzweck ist, ne? Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt Comedians, die gehen auf die Bühne und sagen, ich darf das. Ja, nee, du musst erstmal erklären, warum mache ich das eigentlich und ist es dann folgerichtig, dass ich es dürfen darf? Das ist eine wichtige Frage und da war bei mir zum Beispiel irgendwann ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, am Anfang hat die Provokation Sinn gemacht. Da habe ich gesagt, jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung, weil ich will nicht mehr als Minderheit diskriminiert werden. Ich will Täter sein dürfen, weil ich will nicht das Opfer sein. Aber mittlerweile ist das so durch und jeder weiß das, dass es nur noch ein Selbstzweck wäre, das zu wiederholen. Und da muss ich bereit sein, auch ich als Künstler, zu sagen, ich löse mich von dieser abstrakten Ebene. Okay, dann doch ein Prozess und auch, dass du dann bis da reflektiert dann hast. Was war denn die Tabubrüche oder beziehungsweise, ja doch, da waren es Tabubrüche, die dich, was, wo hat Canceln bei dir eine Rolle gespielt, ganz persönlich? In dem Moment, in dem ich für Auftraggeber gearbeitet habe, deren Ziele nicht meine waren. Die Kohle hat dich dahin gebracht? Nein. Was war die Entscheidung? Geltungsdrang. Das erreicht haben zu wollen, Sicherheitsbedürfnis. Wie kommt man da rein, verstehe ich nicht. Da rutschst du rein, du kriegst eine Radiosendung, bist stolz, wow, Primetime im Radio, Sonntag 16 bis 18 Uhr, kriegst einen Podcast, bist im Fernsehen, wirst eingeladen, yeah. Und Leute erkennen dich auf der Straße, wow, ich bin dein größter Fan. Wenn sie dich auf der Straße treffen, sind sie alle deine größten Fans, im Internet sind sie deine größten Feinde. Und das musst du lernen, da musst du durch. Das ist ein Stahlbad. Reden wir da jetzt von anonymen Profilen oder wirklich von bekannten Leuten? Auch Kollegen, bekannte Leute. Die einen vom Bus werfen dann? Ja. Ja. Worüber reden wir genau? Was ist da die Thematik? In meinem Leben als Künstler war das gang und gäbe, dass Menschen, denen ich vertraut habe, mich hintergangen und verraten haben, weil sie einfach ihre eigenen Interessen verfolgt haben. Und dafür haben sie auch in Kauf genommen, mir erheblichen Schaden zuzufügen. Ging es um einen geschäftlichen Vorteil oder was war da die Intention? Na, es ging darum, sich in irgendeiner Form über mich abzugrenzen, also mich ja zu benutzen als Trittbrett, die Qualität der Freundschaft oder der Partnerschaft, der kollegialen Zusammenarbeit zu benutzen, um sich selbst dann höher zu machen, größer zu machen und dann aber zu verleugnen, dass das einen Ursprung hatte und eine gemeinsame Arbeit war. Das ist sehr oft passiert, sehr oft. Wo entsteht da der Bruch? Also, in dem Moment, wo derjenige oder diejenige anfängt zu glauben, dass sie das ist, was andere ihr sagen oder ihm. Also Einfluss von anderen halt spielt da eine größere Rolle. Ja, Berühmtheit, Bekanntheit, Ruhm. Das ist ja eine Droge, das ist ja Heroin, das ist pures Heroin. In der Menschen verändern sich dadurch in ihrem Wesen. In der Rap-Szene haben wir öfter die Beispiele, wie jemand schnell berühmt wird. Und dann auf alles andere scheißt. Beziehungsweise nicht umgehen kann mit den Einflüssen, die dann jeder flüstert ihnen ins Ohr, den brauchst du nicht, mach ohne ihn, dann hast du mehr davon und dies und das ist der bessere Karriereschritt und Weg und so weiter. Und gerade wenn die Leute jung sind, überfordert sie das halt auch. Ja. Kann man, das ist ja kein Rap-spezifisches Problem, kann man ja ausweiten, oder? Ja. Ja. Ich meine, wie schützt man sich auch, wenn man erstmal in der Position ist, wo man jemanden rein hilft ins Business quasi, wo man jemanden zum Partner macht, ne, so, und der dann auf seinem Rücken, auf seinem Nacken quasi steigen will und aufsteigen will. Durch Authentizität, durch Ausdauer, Hartnäckigkeit, Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit, durch Ignoranz und Angstfreiheit. Klingt ein bisschen wie ein Erfolgsrezept auch für einen Kriminellen, sag ich mal. Jetzt sage ich, ich will Gangster, Mafia werden, sonst was. Aber vor Verrat schützt das ja nicht.
Nee, es schützt nicht vor Verrat, aber wir reden ja drumherum, deswegen ich will das auch jetzt nicht konkretisieren, weil das mir zu billig wäre. Okay. Aber also ich bin ja eine Reizfigur und du kannst über mich unheimlich viel behaupten und viele Leute würden das glauben. Und das ist etwas, womit ich besonders in privaten Beziehungen mittlerweile leben muss, weil ich gemerkt habe, dass viele private Beziehungen, nicht nur Liebesbeziehungen, auch Freundschaften, viel mehr damit zu tun hatten, dass Leute sich mit meiner Umgebung schmücken wollten und mich benutzt haben und von dem, was ich an Kreativität habe, sich ernähren wollten und davon profitiert haben. Und dann mich wirklich auch haben, mich verleugnet haben. Also ganz oft zum Beispiel auch nicht zugegeben haben, dass große Teile ihrer künstlerischen Arbeit von mir stammen. Wie schützt man sich denn davor? Abschottung? Verträge. Ich meine nicht nur, dass man seine Arbeit schützt, sondern dieses Fettnäpfchen halt, ne? Wenn du sagst halt, da kommt jemand neu und so und man ebnet ihn ja auch einen Weg und so weiter. Ja, man ist erstmal loyal. Also genau. Man steht ein für den anderen und Loyalität ist heute eine der Tugenden, die am wenigsten vorkommen. Also es ist ganz selten der Fall, dass Menschen, besonders Kollegen, loyal sind. Es ist viel häufiger der Fall, dass dir diese Leute als erstes in den Rücken fallen. Ist das nicht etwas sehr Kurzfristiges? Ich meine, gerade langfristige Dinge und Beziehungen und Verhältnisse, die sich bewähren, gerade auch was auf Geschäftsebene angeht und wo hohe Summen umgesetzt werden, da steht und fällt alles mit Loyalität und Vertrauen. Ich kann dir mal ein konkretes Beispiel geben, ne? um mal auch mal einen Namen zu nennen. Ich bin vor etlichen Jahren bei Cindy aus Marzahn und die jungen Wilden aufgetreten. Das war ein Format, das wurde von Brainpool produziert. Das ist die Firma gewesen, an der Stefan Raab beteiligt war. Mittlerweile ist er nicht mehr beteiligt. Und wir hatten einen Auftritt in Halle an der Saale, eine Aufzeichnung. Und bei dieser Aufzeichnung waren 6 Kollegen dabei. Heute namhafte, berühmte Kollegen. Und als das ausgestrahlt wurde, wir waren am Abend zusammen und der Regisseur hat schon am Abend gesagt, der Produzent, dein Stand-up wird nicht ausgestrahlt. Und dann habe ich gesagt, warum? Und dann haben die gesagt, ja, das war nicht lustig. Es war viel zu lang, es war nicht lustig und du hast außerdem Dinge gesagt, die nicht abgesprochen waren. Ich habe nie meine Stand-ups abgesprochen. Ich habe nie Texte eingereicht. Also wer mich einlädt, der weiß das, dass ich immer improvisiere auf der Bühne. Ich spreche immer frei. Das zweite war, der Saal hat getobt, ja, da wurde gelacht. Das Problem war, ich habe in der Sendung über die Sendung gesprochen und gesagt, das ist alles hier abgesprochen, das ist für Assis, das macht keinen Spaß. Also ich habe gespielt, kritisch zu sein und selbst das war nicht geduldet. Ich bin danach in die Umkleide gegangen und habe die Kollegen, die das alles mitbekommen haben, gefragt, sag mal, habt ihr das nicht gesehen? Die behaupten, es wurde nicht gelacht. 5 von denen 6 haben geschwiegen und weggeguckt. Ja? Die haben noch nicht mal gesagt, ey, das ist, wenn du das nicht darfst, wollen wir auch nicht. 4 von denen, 2 waren es, die das nicht gemacht haben. Und 2, wie gesagt, von denen waren Kollegen, die loyal waren und die bis zum heutigen Tage mir auch verbunden geblieben sind. Das eine ist Olaf Schubert und das zweite ist Ingmar Stadelmann. Ingmar Stadelmann, mit dem habe ich nicht viel zu tun, aber der war in dem Moment wenigstens einer, der auf meiner Seite stand. Olaf Schubert hat mich Jahre durchgehend eigentlich danach immer wieder eingeladen zu sich in seine Shows und war immer jemand, der sich zu mir bekannt hat. Und selbst vor einem Jahr ist etwas passiert, was symptomatisch war und die exakte Wiederholung dieses Ereignisses, was ich dir gerade geschildert habe. Es gibt nämlich ein Humorfestival in Dresden. Das wird vom MDR veranstaltet. Und Olaf wollte mich wieder einladen und der MDR hat das abgelehnt, hat gesagt, den wollen wir nicht. Der hat Streit mit dem Westdeutschen Rundfunk und wer mit irgendeinem Sender der ARD-Gruppe Streit hat, der darf hier nicht auftreten. Daraufhin hat Olaf Schubert mich 4 Wochen später in ein anderes Theater eingeladen, um zu demonstrieren, dass er loyal ist. Und das rechne ich ihm sehr hoch an. Und es ist aber der einzige, einer der wenigen Kollegen, bei denen ich das sagen kann. Die restlichen Kollegen, da kann ich dir ein Buch drüber schreiben, sind im Grunde genommen kleine, hinterhältige, dumme Arschlöcher, die es nur darauf anlegen, Karriere zu machen und sobald sie jemanden in ihrem Weg sehen, treten sie ihm in die Fresse. Ich frage mich, warum sich das bewährt, beziehungsweise wenn du da voll den Nerv getroffen hast. Man will keinen Türken haben, der Deutsche nachmacht oder Texte spricht, die Deutsche sprechen sollen. Das ist Rassismus. Ich habe nirgendwo so viel Rassismus erfahren wie im Fernsehen und im Hörfunk und sonst wo. Das ist der schlimmste Rassismus, den es gibt. Das finde ich krass, weil ich
aus, ja, mein distanzierter Eindruck ist eher so, dass man sich da irgendwie, also dass man Öffentlichkeit hat und dass ich mal ein bisschen schützen kann, weil ich meine, die anderen, die da wegschauen halt, ne, wenn ich jetzt denken würde, ich würde sehen, weil du hast ja gesagt, zu dem anderen hast du ja gar keine enge Beziehung gehabt und der hat sich ja trotzdem für dich eingesetzt und dass man hat so, warte mal, wenn du wegen sowas jetzt gecancelt wirst halt, ne? Ich bin nicht gecancelt worden. Naja, also wenn man sagt, jetzt dreht sich ja unsere Argumentation ein bisschen um, ne? Also ich habe ja eben gesagt, man kann ja alles sagen. Jetzt sage ich selber, man kann nicht alles sagen. Du hast was gesagt, den Nerv getroffen, du bist auf der Veranstaltung oder vom, ist egal, was du gespielt hast, ne? So, dass man sagt einfach, der Saal hat getobt, man schiebt einen Grund vor, es war ja ein Vorwand dann halt, und dass die anderen sagen, es könnte mir ja auch passieren. Nee, pass auf, es ist so. Also ich will nochmal die Argumentation von eben schlüssiger machen, ne? Ich habe ja gesagt, man braucht Widerstandskraft, Ausdauer und Authentizität. Und Glaubwürdigkeit und auch ein bisschen Trotz und so weiter und Ignoranz habe ich auch gesagt. Was diesen Leuten unangenehm aufstößt, ist, dass ich nicht das tue, was sie wollen. Ja? Ich tue das, was mir passt in dem Moment und ich lasse mich nicht zuordnen. Und das ist ein Widerstand, das ist Terrorismus, das ist Anarchismus, das dulden sie nicht. Willst du was sagen? Diktatur. Ist es das ist eine unsichtbare Diktatur. Geht es um Hierarchie? Du bist der Künstler, du bist das letzte Glied in der Kette, du hast zu tun, was wir sagen. Es ist so wie ein Schwarzer, der nur ganz schwierig Präsident werden kann, wegen seiner Hautfarbe. Das ist auch ein Prozess gewesen und bis es passiert ist, hat es lange gedauert. Überleg doch mal, ich meine, ich mache meinen Job seit über 40 Jahren. Ich habe ausverkaufte Häuser, ich spiele große Hallen, ja, 5.000 bis 10.000. Siehst du von mir irgendeine Werbung irgendwo? Nee. Bin ich im Fernsehen? Letztens bei Echter geht's nicht, haben wir Werbung gemacht. Ab und zu irgendwo mal tauche ich auf. Habe ich so eine Präsenz wie die großen Stars der Comedy-Branche? In den letzten Jahren sowieso nicht. Okay, warum ist das so? Das fragen sich viele. Warum ist das so? Weil ich mir etwas aufgebaut habe, was nur darauf fußt, dass ich die ganze Zeit glaubwürdig war und konsequent und straight, wie ich es gesagt habe. Jetzt überleg mal, wie geht man damit um? Der Mainstream ignoriert mich. Für die existiere ich gar nicht. Ich habe habe einen Preis mal in meinem Leben gewonnen. Ja, und zwar 2004 den Prix Pantheon. Ich war einmal nominiert für den Grimme-Preis und einmal für den Fernsehpreis. Und statt meiner hat den Ina Müller bekommen, deren Sendung schon seit 20 Jahren läuft. Also da ist ganz klar ein Ausschlussprozedere, was sagt, jemand, der nicht das erfüllt, was ihm zugeteilt wird, der darf in dieser Gesellschaft keinen Erfolg haben. Genau, das ist der springende Punkt, glaube ich. Eher die Unkontrollierbarkeit. Also, dass die Leute Angst haben vor der dass du unberechenbar bist, eher als vor der Herkunft halt, ne? Dass sie sagen lieber, doch, okay, das ist Rassismus. Das ist nicht das hat nichts mit der Unkontrollierbarkeit zu tun. Mhm. Man will, ich sag's jetzt mal ein bisschen plakativ, man will dem Türken nicht mehr Platz geben, als er verdient. Dass die Angst eher da auch drin mündet, so dass du mehr übernimmst, als sie dir zugestehen wollen? Ich meine, wenn du noch bekannter, beliebter, mächtiger werden solltest, vielleicht hast du einen unerwünschten Einfluss dann auf das ganze Ding. Ja, kann sein. Ich glaube eher, dass es das Weltbild ins Wanken bringt, wenn plötzlich ein Türke nicht mehr dem Klischee entspricht, der in der Shisha-Bar sitzt und ich ficke dich sagt, sondern besser Deutsch spricht als die Leute, die ihn kritisieren. Wer sind denn die erfolgreichsten Türken in der Branche? Gibt wenige. Fatih Akin vielleicht. Mhm. Das ist noch einer, der akzeptiert ist als Nicht-Türke. Aber sobald man Nicht-Türke ist, wird man ja Deutscher. Mhm. Wenn man Erfolg hat, wird man geadelt und wird zum Deutschen. Ach ja, und dann beim Misserfolg wieder. Wird man wieder zu Mesut Özil. Ja. Haben wir letztens auch gesprochen, Integration und das Assimilieren. Das sind die beiden Pole. Wenn du Erfolg hast, man merkt gar nicht, dass du Türke bist. Du sprichst so gut Deutsch. Mhm. Wenn du das nicht machst, geh wieder dahin, wo du hergekommen bist. Jetzt sage ich, ich habe ja eben gesagt, in meiner Kindheit habe ich keinen Rassismus erfahren. Jetzt erfahre ich viel mehr Rassismus. Vielleicht, und ich muss auch sagen, der ist gegenseitig bedingt. Vielleicht, hatten wir auch am Anfang, aber vielleicht auch, dass der jetzt mehr wahrgenommen wird. Als Kind hat man vielleicht drüber hinweggesehen, ist nicht verstanden. Nee, also ich... Wenn es nicht so direkt war, meine ich. Wahrgenommen, also ich habe einfach mehr Ebenen jetzt, auf denen ich passiere oder passiert bin, ist ja jetzt auch vorbei. Aber das gab's schon immer. Es gab's schon immer. Also es gibt's auch in anderen Bereichen so. Also es gibt's mittlerweile zum Beispiel, was Schwarze angeht. Ne? Die haben ja jetzt einen Platz gefunden in der Werbung.
Es war, vorher gab es keine Werbung, wo Schwarze waren. Ne? Es gab in Deutschland keine Schwarzen. In der Werbung nicht, überhaupt in der öffentlichen Wahrnehmung Robert nicht. Blanco. Ja, genau, es gab so stilisierte halt. Ne? Oder so wie, ich will jetzt nicht schlecht über Kollegen sprechen, aber in gewisser Weise erfüllen auch gewisse Comedians das Klischee, was Roberto Blanco für die Schwarzen erfüllt hat. Ne? Immer lustig, bisschen, macht sich selber nach, macht sogar Witze über sich, benutzt das N-Wort, bla bla bla. Und das hat sich jetzt geändert, weil man gesehen hat, ah, das kann ein Marketing-Tool sein, mit Diversifikation und Vielfalt zu werben. Ne? Wir sind nicht mehr die Gesellschaft der Deutschen, sondern wir sind die Gesellschaft der Schwarzen. Wir sind eine Gesellschaft der Inklusion, der Homosexualität, der Transgender. Aber es ist wieder so oberflächlich, dass eigentlich diese Minderheiten missbraucht werden für einen anderen Zweck. Nämlich um Geld damit zu machen und nicht um Toleranz oder sonst etwas in den Menschen zu wecken. Und das ist genauso verlogen, wie wenn du es ignorierst. Also ist es Heuchelei oder doch nicht der erste Schritt? Es ist Heuchelei. Es ist Heuchelei. Kein bisschen Fortschritt oder nur heuchlerischer Fortschritt, der den ersten Grundstein legt in die richtige Richtung oder so. Ich meine, mit Diversität vielleicht, dass da erstmal die Türen aufgemacht werden. Also wenn ich eine Frau sehe, ja, mit Curly Hair und schwarz und die hat eine halbschwarze Tochter und wäscht Wäsche und singt, dann denke ich so, warum heißt das Waschmittel Weißer Riese? Also könnt ihr das nicht dann Schwarzer Riese nennen? Oder das ist für mich... Die benutzen etwas. Vielleicht ist es sogar gut, dass sie es machen. Kann auch sein, dass du recht hast. Ne? Das ist vielleicht auch eine Entwicklung, deren Anfangsstadium wir jetzt wahrnehmen, die irgendwann wieder in eine durchschnittliche Fassung zurückgeht. Aber im Moment ist es mir zu extrem. Ich will bei Kaugummi-Werbung nicht Schwule sehen. Weil ich möchte Schwule gar nicht sehen, weil ich sie nicht wahrnehmen will als schwul, sondern als Menschen. Warum auch nicht Kaugummi-Werbung? Gibt irgendwelche Hanuta, ständig müssen sich irgendwo irgendwelche Frauen küssen oder Männer oder keine Ahnung, whatever. Ich will Menschen nicht wahrnehmen als eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe, sondern als Mensch. Ich will nicht wissen, mit wem der oder die schläft oder das oder dies oder woher der kommt oder wohin er geht, sondern jeder Mensch ist für mich gleich. Haben diese negativen Erfahrungen, also steigern die dein Misstrauen? Also bist du dann auch schwierig im Umgang, was Freundschaften angeht oder neue Bekanntschaften? Nee, also private Freundschaften, nein. Aber alles, was mit Job zu tun hat, ja. Ich will mit niemandem aus dieser Branche was zu tun haben. Okay, du hast von allen Seiten sie mal kennengelernt. Ja. Und okay, wie trennst du das dann? Oder wie kann jemand, den du durch den Job kennenlernst, überhaupt dann noch ein Freund werden? Hatte ich ja. Also ich hatte ja viele Freunde auch aus der Branche, aber da ist sich jeder der Nächste. Da ist sich jeder der Nächste und da geht man gerne über Leichen. Und man lügt auch ganz viel. Das Schlimmste ist für mich immer noch, das ist aber prinzipiell so, wir in einer Zeit leben, in der Lügen gar nicht mehr verifiziert werden oder bloßgestellt werden, sondern alles, was gesagt wird, kann erstmal wahr sein. Beziehungsweise auch im Nachhinein, wenn sich sowas als Lüge herausstellt, dass das gar nicht einem angekreidet würde. Genau, der Fall Luke Mockridge ist symptomatisch. Mhm. Der Mann wurde nie verurteilt. Mhm. Es hat noch nicht mal jemand ermittelt. Das bleibt haften. Aber das Stigma, er sei ein Vergewaltiger, bleibt. Und diejenigen, die ihn verurteilt haben, die Kampagne gefahren haben, die kommen mit ungeschorener Haut davon. Gibt es da nicht Möglichkeiten zu Verleumdungen, dass das härter geahndet wird? Nein. Weil die Gesellschaft, die Mediengesellschaft das nicht will. Die Mediengesellschaft will den Skandal. Und wenn der Skandal aufploppt und wenn er aufflammt, dann ist er gut genug. Aber wenn Aufklärung kommen soll, ist es zu mühsam. Wieso wird da Machtmissbrauch nicht besser oder härter verfolgt? Weil ich meine, wenn das jetzt ein Polizist tut und so weiter, so, dann gibt es ja Mittel und Wege halt. Wenn ein sensationsgeiler Journalist da in der Redaktion sagt, wow, das ist die Story, ob sie verifiziert ist oder nicht, ich druck sie, ich print, also die kommt jetzt erstmal raus. Weil sie nicht ins Schema passt. Nee, ich meine, dass man im Nachhinein, also Rufmord ist wie, ich weiß nicht, mir kommt es vor wie ein Kavaliersdelikt oder so. Gibt es da überhaupt Beispiele, wo das saftig im Nachhinein... Nee, weil es ja auch rechtlich nur schwer belangbar ist. Also man kann es belangen, aber wer hat das Geld? Zu einem Anwalt zu gehen. Mittlerweile sind ja die Anwälte auch Parasiten. Die Medienanwälte leben davon mittlerweile, dass irgendwelche B, C, Z-Sternchen andere auf Unterlassung verklagen. Ist die Öffentlichkeit der Feind? Ich meine, lebt man da? Meiner ja. Meiner ja. Von wem? Trotz dessen sitze ich hier und gebe dir ein Interview, aber es ist ja das Letzte. Ja, wahrscheinlich, also es spielt, hat sehr viel damit zu tun, ja? Ja.
Ja, wie viel? Ich will keine Öffentlichkeit. Öffentlichkeit ist Scheißdreck. Warum? Was gibt mir Öffentlichkeit? Ich habe meinen Ruhm, den habe ich mir erarbeitet auf der Bühne und nicht durch Öffentlichkeit. Ja, kannst du dir vielleicht leisten. Jemand, der Newcomer Öffentlichkeit ist auch Bühne, aber eine andere Öffentlichkeit. Aber jemand, der neu ist, der Newcomer, ich meine, Reichweite und so ist ja heute die neue Währung. Ja, aber das ist eine sehr dünne Währung. Das verpufft ganz schnell. Die Inflation ist hoch. Die Leute, die raufschauen, die, also es ist ja meistens dieses Gras ist grün auf der anderen Seite und die noch ein bisschen am Rande stehen, sage ich mal, jeder so sogenannte C-Prominenz, die möchte gerne aufsteigen im Bekanntheitsgrad. Also was beißt sich denn da? Die Kapazität, das sind alles meistens sehr hohle Bratzen. Die haben ja nichts zu bieten. Ich meine, wenn jemand was zu bieten hat, dann kann er damit auch haushalten und geht sparsam damit um, weil es viel wert ist. Aber was nichts wert ist, kannst du jeden Tag auch posten. Und es wird dadurch nicht mehr wert, sondern weniger. Lass uns doch dann ein bisschen... Das ist ja mein Testament jetzt, ne? Ich habe dich ja auserkoren, das letzte Interview mit mir zu führen. Ich war voll gerührt, erschrocken. Ich hatte so viele gemischte Gefühle. Warum ausgerechnet bei mir? Weil du wirkst... Entschuldige, wenn ich das sage. Du, also wenn man dich kennenlernt, wirkst du erstmal so, ja, normal, unbedarft. Aber ich habe dann ein paar Videos von dir gesehen und das ist du, es ist überraschend. Also du, ich weiß nicht, wie ich das sagen kann, ohne dass du es als Beleidigung empfindest. Hau raus, ich bin Battle-Rapper. Na, man denkt im ersten Moment, die Fragen sind aber einfach, aber einfache Fragen sind manchmal die besseren Fragen. Na, manchmal möchte jemand ja wahnsinnig klug wirken und stellt dann 100.000 Bögen und dann eine Frage. Aber bei dir ist das so, du stellst eigentlich ganz simple Fragen, die aber wirklich spannend sind. Also ja. Ich antworte gerne darauf. Okay, cool. Also mir gibt das Gespräch sehr viel, letztes Mal schon. Ja. Ich habe eher Schwierigkeiten, glaube ich, den Pfad der Chronologie beizubehalten. Das ist scheißegal. Ja, das ist egal dann halt. Ja. Ne? Ja. Aber ich sehe oft Parallelen und frag mich halt auch ein bisschen, jetzt gerade wo du das mit dem Verlassen der Öffentlichkeit auch angesprochen hast, wie soll es denn bei mir enden? Wann bin ich denn soweit? Hm. Viele machen das gerade, viele. Deswegen Work-Life-Balance, so ein Stichwort. So bei mir ist es so, also die Prioritäten verschieben sich bei mir irgendwie von Jahr zu Jahr so. Und ich bin dann manchmal nicht so ganz konstant in einer Sache halt. Ne? Dann denke ich manchmal wieder, ach komm, ich schmeiß alles hin. Warum beschäftige ich mich mit dem ganzen Blödsinn so außenrum und will auch meinen inneren Frieden haben? Im Endeffekt geht es mir doch da viel besser. Ne? Mhm. Also was Zeitmanagement angeht, Zeit mit Freunden, Familie zu verbringen und so weiter, ist doch viel wichtiger, als zu gucken, was in der Öffentlichkeit läuft. Ja, bei mir sind es zwei Sachen. Also zum einen das, was du gerade von dir geschildert hast, so eine gewisse Arriviertheit und die Frage, wie soll jetzt mein Leben eigentlich weitergehen und meine Kunst, nachdem ich ja vieles erreicht habe. Und das andere ist, dass ich das nicht mehr gönnen will. Also die Öffentlichkeit hat sich bestimmte Dinge bei mir verscherzt, um das mal so zu sagen. Und ich glaube, vielen Künstlern geht's ähnlich wie mir. Und das sage ich gar nicht wehleidig, sondern ich gebe zu, ich bin sensibel. Ich bin auch jemand, der empfindlich ist. Wäre ja schlechte Kunst, wenn ich nicht auch empfindlich wäre. Und ich bin auch manchmal eitel und manchmal teile ich viel aus und stecke wenig ein. Das ist alles okay. Aber ich habe keine Lust mehr, mich dafür zu rechtfertigen. Und dann höre ich lieber auf und sage, okay, wenn es euch nicht passt, muss ich es nicht machen und mache es für mich selber. Wer ist denn euch? Wer hat es nicht verdient? Reden wir von Konsumenten, von der Industrie, von... Viele Wichser einfach. Ein dumme Wichser. Mhm. Allen voran die Kollegen, die die Schnauze aufreißen, in ihren Fernsehformaten investigativ wirken, aber im Grunde genommen hinterhältige kleine Pisser sind. Ja, Denunzianten oder arrogante Typen, die von sich selber denken, sie wären die Krone der Schöpfung. Aber null Leistung dafür bringen, sondern nur geschenkt bekommen. Viele Auftraggeber, die von dir verlangen, dass du ihre Ideologie transportierst und dich dann sanktionieren, wenn du es nicht tust. Sorry, aber ich bin gleich fertig. Ich habe in den 40 Jahren, die ich gearbeitet habe, nichts mehr erlebt oder so viel erlebt wie Zensur, wie Eingriffe in meine Arbeit, Manipulation, Vorwürfe, Bedrohung, Schikanierung, wo ich denke so, Alter ey, wer bin ich? Was muss ich mir alles anhören? Da darf ich nicht das sagen und nicht dies sagen? Dann nehmt ihr einen Brief von irgendeinem verschlagenen Vollidioten ernst, der nachts um zwei voll besoffen euch schreibt, dass ich ihn beleidigt hätte, statt mich in Schutz zu nehmen? Meine Redlichkeit steht doch außer Frage. Ich mach's doch lang genug und ich habe mich lang genug bedrohen lassen für die Arbeit, um zu zeigen, wie ernst ich es meine. Und jetzt kommen die Leute, für die ich das gemacht habe, und fallen mir in den Rücken und sagen Dinge, wo ich denke, ey komm, bis dahin und nicht weiter. Ich muss mir nicht sagen lassen, ich wäre Rassist oder Fascho oder rechts oder
oder irgendwas, sondern bitte, dann lies mein Buch, aber ich bin weg, ich gebe dir nichts Neues zu futtern. Also ist doch allgemein bekannt, wie übertrieben krass rhetorisch stark du bist. Wäre es für dich nicht eine Genugtuung, da die Leute einzeln rund zu machen? Nein, weil die wachsen ja nach. Du arbeitest 10 Arschlöcher ab und dann kommen 100 neue. Da verbrauchst du dich und irgendwann bist du durch. Da schmeißt du dich aus dem Fenster wie Rex Gildo. Ich meine nicht jeden Einzelnen, ne, dass man sich das jetzt nicht so verbissen wirst und dass es eine Psychose werden kann, aber so 2, 3 no so nicht die Speerspitze davon. Quatsch, ich bin schon lange nicht mehr bei Twitter. Weißt du, wie vielen Hurensöhnen ich da antworten müsste, die meinen, mich kennen zu können oder mich zu kennen? Habe ich keinen Bock drauf. Ich kann das vielleicht. Warum soll ich das machen? Die sollen doch selber, irgendwann stehen die, ich sag's jetzt mal ganz pathetisch, irgendwann stehen die vor Gott. Ja, und dann müssen die Rechenschaft ablegen und dann werden sie sagen müssen, ey, ich habe so viele Leute betrogen, so viel Scheiße gebaut, so viel Dünnschiss erzählt und im Gegensatz dazu nichts geleistet. Überlässt du das ihren eigenen Karma, um deinen eigenen Frieden zu bewahren? Ja. Ja, das ist eigentlich das Sinnvollste? Das ja, und mir bereitet das die größte Genugtuung, dass ich weiß, wer ein Wichser ist und wer nicht. Ist es dann immer noch enttäuschend oder also hat sich irgendwann das... Hat es irgendwann aufgehört? Ernüchternd. Ernüchternd? Ich meine so, wenn du dich in Menschen aber auch täuscht, oder ist es... Ja, das ist das Schlimmste. Ja. Das ist das Schlimmste. Das macht mich auch traurig. Mhm. Das macht mich ehrlich gesagt traurig. Also es gibt... Guck mal, ist dir mal aufgefallen, wie viele Comedians in letzter Zeit depressiv geworden sind? Voll. Ne? Ja. Weißt du warum? Weil die mit ihrem eigenen Gewissen nicht umgehen können. Das ist ein großer Teil dessen. Ein bisschen in der Natur der Sache. Also ich meine, dieses traurige Clown und so, dieses Depression, hier die berühmten Hollywood-Beispiele und so weiter. Nee, das ist das Marketing-Tool. Das ist das Marketing-Tool. Das war Selbstmord oder was? Ich meine... Na Moment, wir reden jetzt nicht über Selbstmord, aber es geht um die fatale Verkettung von Hybris, also Überheblichkeit und Selbstüberschätzung, von Drogen, Kokain besonders, und der Anerkennung durch Leute, die dich ausnutzen wollen. Und wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, gehst du einen Weg, an dessen Ende du nicht weißt, ob ein Abgrund auf dich lauert oder eine Wand vor dir steht. Und dann meistens kollabieren die Leute. Und dann, wenn sie zurückkommen, gibt es einige gute Beispiele, dann sind sie geläutert, aber sie sind nicht mehr auf dem Peak ihres Erfolgs, weil die Gesellschaft will nur Leute haben, die dem Bild entsprechen. Deswegen waren wir eben auch bei dem Türken, dass sie von dieser Person erwarten. Wenn die abweicht, dann geht sie in eine Nische und dann kann sie dafür sich erfolgreich sein, aber nicht mehr gesellschaftstauglich sein. Ja, dieses negative Bild ist so schwierig. Ich meine, man muss da irgendwie doch was Neues finden können, um dem standhaft zu bleiben. Ich meine, vielleicht ändert sich das mit der Zeit oder Stärke oder dass sich mehr Leute, ich meine, du warst ja in der, ich meine, die 80er, Ende der 80er war das angefangen, 90er auch ein bisschen alleine da, sage ich mal, ne? Womit? Nur so mit dem Background und so weiter. Ach so, ja. Jetzt haben wir auch eine etwas stärkere Community, sage ich mal halt, ne, so. Naja, ja, du meinst jetzt Comedy-Szene oder meinst du allgemein praktisch so? Showbusiness? Showbusiness, ja. Schauspiel, Musik, Comedy. Das sind Unterschiede. Also Theater. Die Comedy-Szene ist eine schlimme Szene. Die ist auch sehr unlustig. Ich meine, ey, ich habe jetzt LOL gesehen, diese komische Scheiße, wo die Leute wie auf dem Schulhof alberne Witze machen und wahnsinnig Erfolg haben, weil sie denken, sie wären irgendwie die Speerspitze der Witzigkeit. Finde ich wahnsinnig unlustig und das ist so ein Sinnbild für deutschen Humor. Das ist wirklich das Maximum an deutschem Humor. Angstfrei, nicht angstfrei, ängstlich, konform und total berechenbar. Da ist nichts drin, was du nicht vorher schon 15 Meter um die Ecke kommen siehst. Nee, aber die deutsche Comedy-Szene ist ja nur ein Teil und da kann ich dir sagen, ist das, was ich erfahren habe, der Grund, weshalb ich so negativ bin. Also ich habe da nie was erfahren, wo ich dachte so, boah, wow, das ist aber schön gemacht, sondern das ist alles abgekartetes Spiel. Die Leute werden bekannt, die bekannt werden sollen. Mal ist es eine Frau, die schwanger ist, mal ist es ein Jude, der gerade irgendwie in die Politik passt, dann ist es wieder ein, es kann im nächsten Moment auch der Palästinenser sein oder ein Behinderter oder I don't know. Aber es geht nicht um wirkliche Qualität oder um irgendwas, was der Einzelne an künstlerischer Arbeit vorweist, sondern es geht immer nur darum, passt der in das Schema eines Senders oder in den Zeitgeist? Muss es nicht so plump sein, um die gewisse breite Masse zu erreichen? Muss es? Die breite Masse? Also ich hatte das Gefühl, wenn wir Battle Rap gemacht haben, umso mehr Leute dazukommen, umso plumper wurden die Pointen. Ach so, das meinst du? Ja, weil es halt auch kommerzialisiert ist. Genau, Comedy ist ja total kommerziell mittlerweile. Weil du gerade meintest, diese, eine gewisse Qualität, da muss ja halt auch so ein elitäres Publikum vielleicht oder so sein, wenn das wirklich
durchweg gemischt ist, Riesenhallen zu spielen. Und ist aber bei mir nicht so. Also ich mache ja keine kommerzielle Kunst oder habe keine gemacht. Nee, ich glaube, da sind die Leute auch da zur Abwechslung mal nicht so dumm, wie man denkt, sondern ich glaube, die Leute sind sehr anspruchsvoll und nur der hat Erfolg, der wirklich auch eine Substanz hat. Dieser kurzzeitige Erfolg, den manche Leute haben, ne? So, das ist auch wahrscheinlich okay und ehrbar, das möchte ich ja niemandem absprechen, aber mir persönlich gibt's nichts. Ich gucke mir so Formate an auf YouTube, so von jungen Comedians und es ist alles dieselbe Scheiße. Mhm. Also alles dieselbe Scheiße. Ich habe keinen direkten Einblick, aber ich würde von Distanz vermuten, dass ein Mario Barth mehr Tickets los wird als ein Volker Pispers. Also Mario Barth ist erstmal echt ein Könner, muss man sagen. Mhm. Der macht vielleicht scheiß Texte, aber der kann das, was er macht. Mhm. Der geht auf eine Bühne und der rockt das Ding. Selbst in der Talkshow erzählt der so geil, dass du irgendwie dem zuhörst. Aber es gibt darüber hinaus noch so viele Leute, schlechte Leute, die es gar nicht können und so tun, als hätten sie es verdient, da zu sein. Wo ich denke so, ey, gibt's keine Qualitätspolizei, die sagt, mach dich vom Acker, lern erstmal das, was du hier behauptest. Und das ist aber, da wiederum hast du recht, ist die Nachfrage entscheidend dafür, dass der Bedarf gedeckt wird. Je mehr die Leute Comedy wollen, desto mehr schlechte Comedians gibt es auch. Und dann wird es irgendwann inflationär und dann ist es immer dasselbe Schema. Hey, hi Berlin, seid ihr gut drauf? Seid ihr ein Paar? Wie heißt du? Was machst du beruflich? Sieht man euch gar nicht an. Immer dieselbe Scheiße. Immer dieselbe Scheiße. Improvisation hast du angesprochen, dass du ja dein Programm besteht ja halt überwiegend nur daraus, ne? Ist das noch gang und gäbe halt auch oder ist das schon etwas, was abflacht und die Leute fühlen sich sicher mit einem geschriebenen Programm? Keiner improvisiert. Die schreiben alle ihre, wie nennen sie, Skits und probieren sie 15.000 Mal auf Open-Mic-Bühnen, damit sie sich sicher sein können, dass die Scheißwitze, die sie machen, auch ankommen. Ach so, ich beobachte schon ab und zu dieses Interaktive, auch wie sie mit Hecklern umgehen. Das ist doch keine Impro. Inszeniert. Das ist doch keine Impro. Was ist das? Ja, das ist versteckte Hilflosigkeit. Klar, was ist es denn sonst? Der vergewissert sich durch die Stimme, die er hört, dass der Typ ihn auch mag, weil der antwortet mir. Er ist wie ein Hund. Das ist auf einem Niveau von einem Hund. Ja, ich gucke mein Herrchen an, damit ich was zu futtern bekomme. Das hast du doch nicht nötig. Du musst doch nicht interagieren mit einem Publikum, um selbstsicher zu sein, sondern die sind da, um dich zu sehen. Und du bist da, um das zu tun, was die sehen wollen. Aber die wollen nicht mit dir kommunizieren. Die wollen auch nicht wissen, du willst auch nicht die zu fragen, du hast die auch nicht zu fragen, wie die heißen. Was ich total übergriffig finde. Ich habe neulich ein Stand-up gesehen, da hat die Frau Vor- und Nachnamen gesagt. Und ich habe echt bei Facebook oder ich habe gegoogelt und die gibt's wirklich. Scheiße. Die denkt nicht irgendwie, ey, YouTube. Das sehen die Leute 100 Jahre, die wissen, dass ich Einzelhandelskauffrau bin. Und der fragt die ja noch andere Sachen. Der sagt nicht nur, wie heißt du? Ja, Kirstin Schmidt, was machst du beruflich? Ja, Einzelhandelskauffrau. Hast du einen Freund? Und dann werden die auch noch dreist irgendwie so. Ja, siehst du aus, als hättest du schon lange keinen Freund mehr gehabt. Alter, wo ich denke, halt einfach die Schnauze, lass die Zuschauer Zuschauer sein und mach du deinen verfickten Job. Mhm. Ne? Ja, also für manche genau die, ich hab zwiespältige Gefühle, was dieses Runtermachen von Publikumsgästen angeht. Manche sagen auch, dass sie selber schuld sind, wenn sie sich an die erste Reihe setzen. Es ist ja nicht runtermachen, es ist ja gemein machen. Die sind ja unsicher, die wollen ja eine Bestätigung haben. Ich mache Leute runter. Ich gehe runter und sage, was hast du für eine Hackfresse? Aber ich sage nicht, wie heißt du, wo wohnst du? Hallo Berlin. Weil das sind so Floskeln, die sagt man, wenn man unsicher ist. Wenn man sicher ist, geht man auf eine Bühne und erzählt. Und vertraut sich, dass die Leute einem zuhören, wenn man erzählt. Aber das sind ja auch alles, die haben ja mit Comedy nichts zu tun. Die haben ja Vorbilder in Amerika, Bill Burr, Louis C.K. und das ahmen die nach. Aber deutsche Comedy hat mit amerikanischer und englischer Comedy so viel zu tun, wie mein Fuß mit meinem Arschloch. Oh Mann. Was würdest du denn einem aufstrebenden, talentierten Comedian raten, der wirklich jetzt so in den Startlöchern steht? Don't do it, habe ich schon. Cynic hat ausverkauft. Cynic ist mittlerweile gut. Der ist wirklich gut. Der ist durch meine harte Schule gegangen. Also, Cynic ist mittlerweile echt gut. Ja? Aber ich glaube, der ist rechtsradikal. Ehrlich, ich habe wirklich das Gefühl, weil der posiert mit Nazis. Ach Quatsch. Doch. Wie kommst du denn darauf? Ich habe Videos gesehen, er hat Umgang mit Nazis. Aber ich glaube, Cynic ist so doof, der weiß nicht, dass die Nazis sind. Er hat keine Ahnung von Politik. Der weiß, wenn die an die Macht kämen, wäre er der Erste, der nicht mehr da ist. Das weiß der nicht. Das weiß der nicht. Da könnte ich Ihnen ein gutes Buch empfehlen, aber du hast ihm den Rat gegeben, don't do it, aber er hat es geschafft.
Er ist besser geworden. Er ist mir 100 Mal in den Arsch gekrochen, dass er in meinem Vorprogramm auftreten kann. Und darf er jetzt? Nein, ich will keine Schwarzen in meinem Programm haben. Er ist keiner von uns. Digga, der kann zu seinesgleichen gehen. Der kann Ethno-Comedy machen bei Rebel Comedy. Rebel Comedy? Kenne ich nicht, habe ich nur mal gehört, den Namen habe ich jetzt eingeworfen. Okay, die treffen meinen Humor auf jeden Fall. Ja? Ja. Aber ich meine, du hast ja, ich erinnere mich an Don't Do It. Ich habe die Befürchtung gehabt, dass ihn das entmutigt. Nein, nein. Cynic ist nett, ist cool. Ist ein cooler Dude. Sag mal so in der Hip-Hop-Szene. Ja, ja, genau. You got that slang. Nee, ich habe, also was ich an dem mag, das habe ich ihm auch gesagt. Wir haben uns getroffen bei Bill Burr, wo ich dann auch war. Der macht das schon cool. Also der hat einen Weg gefunden, auch so ein bisschen gegen den Strich zu sein. Aber ich prophezeie ihm damit nicht großen Erfolg zu haben, weil er passt nicht ins Schema. Ich glaube, dein Punkt war, der kritische Punkt, dass er vielleicht zu sensibel dafür ist, jetzt im Mindset so, dass er mit nicht allen Wassern gewaschen ist, was jetzt die Tücken hinter den Kulissen angeht. Deswegen, also man kann doch nicht allen Comedians, angehenden Comedians abraten, ihr Talent auszuweiten. Nö, aber man kann den Comedians, also Comedians raten, einfach an ihrer Glaubwürdigkeit und ihrer Authentizität zu arbeiten und den Themen. Wenn es nur diese Standardthemen sind, ich war neulich da und habe dies und dies gemacht. Das ist so inflationär wie Podcasts. Ne, Podcasts sind im Moment auch eine Schwemme. Und was passiert in Podcasts? Leute reden über ihren Alltag. Wie war es letzte Woche? Gut. Wie war es bei dir? Gut. Ich muss nicht Leuten beim Reden zuhören. Das ist mir zu langweilig. Also Alltag interessiert mich auch weniger, aber wenn es Dinge gibt, wo ich Parallelen sehe, wo ich Dinge mitnehmen kann und vor allen Dingen, wenn es um Erfahrung geht halt, ne, so ich glaube, ich meine manche, so, es sind halt so themenspezifische Dinge, dann mal ein Business-Podcast oder ein Ernährungs-Podcast oder sonst was, wofür man sich dann auch gerade interessiert. So generell mag ich es aber halt auch, wenn es abwechselnd ist, vielseitig ist halt, ne? Na, ich lege auf was anderes Wert. Mich muss gute Comedy nicht nur abholen, also in meinen Interessen, sondern ich möchte auch ein Risiko. Ich möchte, dass der Comedian auf der Bühne ein Risiko eingeht und ich denke so, wow, das ist hart. Wie macht der das? Warum? Echt? Boah, krass. Wo hat es jetzt funktioniert gut? In Deutschland? Bei keinem. Ja. Manchmal bei Cynic. Also Cynic hat so Ansätze, ich finde diese Nummer gut, irgendwie, wo er sagt, ich habe so ein Plakat gesehen, bevor ich hier auf die Bühne komme, wo ein Junge entführt wurde und da stand ein brauner Anorak, welche Eltern ziehen hier Jungen? Das ist okay, so wo du denkst, so, wow, cool. Super Plot Twist, ja. Aber es ist einer von ganz wenigen lustigen Witzen, die Cynic macht. Ja, also sein Programm heißt ja Außer seiner Hackfresse, das ist der lustigste Witz. Er sagt ja auch, übertreib nicht, für meinen Geschmack ist auch oft über der Grenze, aber natürlich freue ich mich über den ganzen Werdegang von ihm. Halt, ja, ne? Cynic ist ja ein dummer Prolet im Ethno-Gewand. Ne? Also der gewinnt sehr dadurch, dass er nicht aussieht wie so eine deutsche Kartoffel. Aber er ist eine deutsche Kartoffel, die deutscheste Kartoffel ever. Ja, er heißt Günther. Ja, und vor allen Dingen auch so seine Ansichten sind so, wenn er jetzt so aus so eine Hornbrille hätte und so ein Polunder und einen alten Mercedes mit Wackeldackel fahren würde, würde ich sagen, das ist Cynic. Das ist in seinem wahren Wesen. Aber er hat doch, also ich glaube, weil gerade, was ich Ständer auftritte und jetzt so schon knapp 10 Jahre halt. Der hat gerade so einen Ständer, weil wir über ihn reden. Der wird das posten, der wird sofort ein Reaction-Video machen. So. Und der, come on, ey, was tun wir dem für einen Gefallen? Ja, hat ja viel gemacht und auf jeden Fall sich immer wieder neu definiert. So. Ich mag ihn auf jeden Fall sehr. Und Props. Props an Cynic. Mr. Respektlos. Guckst du auch manchmal Battles von ihm oder kennst du ihn? Doch, ich gucke sowieso Battles gerne. Okay. Am liebsten gucke ich die militante Veganerin. Die hat bei uns gemeldet jetzt gerade. Ich weiß. Ja. Warum guckst du sie denn gerne? Ich gucke Leuten gerne beim Versagen zu, das macht Spaß. Okay. Und wenn sie überraschend abliefert? Dann ist für mich das Gleiche, das ist egal. Also Versagen oder Abliefern, Hauptsache es passiert was. Bist du ein Cringe-Fan? Nee, warum? Nein, also ist so Cringe? Du meinst den Begriff Cringe oder ist Cringe ein Künstler? Nee. magst du das, also manche haben ja Fremdscham halt, ne? So magst du das, Leute beim Scheitern zuzusehen? Bist du schadenfroh? Nee, doch. Nein? Auch, doch. Also ich, um mal ernst zu antworten, ich
gucke, wenn ich mir so im Internet Sachen angucke, kriege ich ja immer Vorschläge. Ne? Jetzt mittlerweile auf Insta kriege ich immer nur noch dicke Ärsche. Weiß gar nicht warum. Dicke Ärsche und Fischfiletieren, das ist immer drin. Das sagt sehr viel über deinen Algorithmus aus. Ja, ich weiß, aber pass auf. Eine Zeit lang habe ich immer Bodybuilder. Jetzt Leute, die Fische filetieren und Frauen, die ihren Arsch in die Kamera halten. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt vielleicht einmal, egal, darauf gekeult. wo war ich stehen? Also wenn ich was vorgeschlagen bekomme, ich gucke mir halt, ja, ich gucke mir schon Cringe-Sachen an. Ne? Also ich finde das einfach lustig. Am besten ist diese TikTok-Mentalität, wo du dann, ja, du siehst am liebsten Leute, die sich blamieren. Mhm. Also ich sehe das gerne. Ja, kennst du diesen Typen, der mit diesen unterschiedlichen Schuhen immer ganz schnell läuft? Nein. Das ist lustig. Das ist lustig. Ja, also es kommt drauf an, wer das ist. Man mag natürlich überhebliche Leute fallen zu sehen, halt, ne, so, vielleicht auch also gerade im Battle Rap oder im Kampfsport auch und so, ne, wenn jemand so vor dem Messen, vor dem Wettkampf halt eine große Fresse hat, halt, ne, so. Ja, ja. Das macht dann vielleicht doch ein bisschen Spaß. Du spielst auf den Boxkampf zwischen Manuelsen und Bösemann an. Nein, aber darüber können wir auch reden. Ja, die gucke ich jetzt. Ich hoffe, Manuelsen trägt wieder dieses Röckchen. Das ist afrikanische Tradition. Ja, ja, ja. Das stand ihm sehr gut. Ja, warst du überrascht über den Ausgang des Kampfes? Des ersten Kampfes? Bisschen. Ja? Bisschen. Also ich hätte gedacht, dass er sich mehr wehrt. Und Bösemann habe ich nicht so stark eingeschätzt. Mhm. Der war ja echt doch, dann hat er voll die Punches gemacht. Ne? Wie findest du denn so eine Art von Promi-Boxen? Generell. Erbärmlich bis peinlich. Also ich finde es mega peinlich. Ich finde aber alles, was da in der Ebene stattfindet, mittlerweile super peinlich. Wie Promis sich auch gegenseitig antworten und denken, dass die super, super geil sind und aber nicht merken, dass es das einfach peinlich ist. Diese Reaction-Videos, das ist ja sowieso eine Flut. Mhm. Weiß ich nicht, ist nicht mein Ding. Mir wird oft nachgesagt, so dass ich an alten Werten festhalte, jetzt so ein bisschen in meiner Branche und so weiter. Mhm. Und dann kennst du ja diesen Spruch, man geht mit der Zeit oder man geht mit der Zeit halt, ne, so, und dass man sagt, okay, das entwickelt sich, Rap entwickelt sich weiter, Battle Rap und das und so. Und dann, dass man denkt, okay, jetzt merke ich, bin ich jetzt in der Zeit, bin ich jetzt diese alte Generation? Hattest du auch diese Punkte, so, wo du sagst, okay, hier bin ich raus? Jetzt, wo du TikTok und so angesprochen hast? Du meinst, eigentlich. Dass du sagst, ich meine, ist nicht meine Plattform. Ich fühle mich nicht alt, nee, ich bin eigentlich total. Also bestimmt gibt es in meiner Wortwahl so ein paar Dinge, wo dann Jüngere sagen, boah, ist ja voll alt, ist ja Boomer. Boomer ist dann, ne, zum Beispiel auch. Das weiß ich nicht mal. Lass mal ein paar Begriffe. Boomer ist die, kommt von der Boomer-Generation. Das weiß ich gar nicht. Mhm. Cringe ist komisch, ne? Ja, so peinlich. Was ist late? Spät? Oder nee, Slay. Kenn ich nicht, nein. Slay kennst du nicht? Nein. Das habe ich jetzt von einer, glaube eine 7-Jährige hat das gesagt. Das ist Slay, das ist cool, das ist gut. Slay ist was Gutes, ja? Ja, Slay ist was Gutes. Okay, cool. Gibt's Dope noch? Ja, na klar. Dope ist gut. Sehr mehr, aber mehr aus dem Rap-Bereich, oder? Ja. Hier, von Flair habe ich gelernt, Safe. Safe. Das ist, steht unser Date safe? Ja, safe ist ganz normale Umgangssprache. Ja. Ich habe gar nicht mehr das Gefühl, dass es irgendwas Nischenhaftes hat. Ja, aber es für mich, also wir wollen ja darüber sprechen, ob ich zu alt bin, sind das neue Begriffe. Mhm. Safe, Digger. Ja, ich hätte noch cool gesagt. Yeah. So, das ist bei mir noch, hey, cool. Bei mir auch. Mega ist auch so, was man nicht mehr sagen sollte. Vor allen Dingen sind das Begriffe auch, die so eingedeutscht sind, so wir haben oft dieses, wie viel Anglizismen darf man benutzen. Ja, so, ja, ne? Ja, und das ist halt noch so ein Ding. Wir kommen dem Ende entgegen. Genau, vielleicht. Wir haben alles drin gehabt, ne? Biografie, Skandale, genau. Politik, Wissenschaft. Ja, wie Geschichte, findest du denn jetzt dein Cynic. Wie findest du denn deine Ruhe jetzt und deinen inneren Frieden bezogen halt? Wer kommt jetzt mit, wenn du dich aus der Öffentlichkeit zurückziehst? Ja. Worauf besinnst du dich? Was ist für dich im Mittelpunkt? Was priorisierst du dann? Also ich bin erstmal froh, wenn die Tour vorbei ist, weil die war sehr anstrengend oder ist sehr anstrengend. Aber ich bin auch ein bisschen traurig, weil das natürlich das Ende einer langen, langen Zeit ist. Ich bin sehr dankbar. Die Leute sind wahnsinnig emotional gerade. Die klatschen minutenlang Standing Ovations. Das ist für mich ein großes Geschenk. Und ich bin auch stolz, weil ich habe mich durchgesetzt. Ich habe lange, lange Jahre gearbeitet dafür und ich habe wenig große Unterstützung gehabt. Ich musste mich oft auf mich selbst verlassen und es gab viele Momente, in denen ich auch sehr verzweifelt war und in denen ich auch hätte aufgeben können.
können. Und deswegen bin ich wahnsinnig stolz, das jetzt an einen Punkt gebracht zu haben, an dem ich sagen kann, das ist rund. Das hat sich gelohnt. Was ich ein spannendes Thema finde und wo ich uneinig bin oft, mit mir selber auch, ist so die Kombination zwischen Privatleben und Öffentlichkeit, was Beziehungen und sowas angeht, was die bessere Kombination ist. So. Ich hatte eine langjährige Freundin, die mit Öffentlichkeit nichts zu tun hat, nicht mal ein Facebook- oder Insta-Profil hat und so weiter. Das kenne ich, dass einige Kollegen, Rapper und so das bevorzugen, dass sie sagen, ich habe eine Freundin, die hat mit dem ganzen Rap-Zirkus nichts zu tun, mein Safe Space zu Hause haben halt. Wobei ich dann nach mittlerweile dann nach 10 Jahren ungefähr die Erfahrung gemacht habe, man lebt so ein bisschen nebeneinander her und was einen bewegt, bewegt den anderen nicht mehr. Ne, dass da wenige Überschneidungen waren. Und die Alternative wäre dann, dass jemand da ist, der diese Öffentlichkeitsarbeit quasi versteht, wenn nicht sogar selber lebt. Ne, so, hast du da Erfahrungen, was eine bessere Möglichkeit, also was die bessere Variante wäre so? Also ich halte mein Privatleben grundsätzlich aus der Öffentlichkeit, weil ich nicht will, dass ich dass man da eindringt, weil das hat in dem Moment, wo man es am Anfang vielleicht macht, Vorteile. Ne? Man ist verliebt und feiert sich in der Öffentlichkeit, wird bewundert, gemocht. Aber es kann auch sehr schnell umschwingen. Der Fall Pocher zeigt das ja gerade sehr eindringlich, dass etwas, was am Anfang noch so normal wirkte oder was nicht ungewöhnlich war, plötzlich in so eine Art unangenehmen Exhibitionismus und Voyeurismus auch ausarten kann. Und das ist etwas, was ich ganz schlimm finde. Meinst du, dass dann immer am Ende eine Schlammschlacht droht? Bei einer Trennung? Nicht unbedingt. Das kann auch einvernehmlich und gut sein. Mhm. Aber in dem Fall ist ja, also ich bezweifle, dass die Öffentlichkeit Interesse daran hat, diesen Menschen in irgendeiner Form beizustehen. Oder dass sie ihnen was Gutes tun wollen, sondern es ist die Gier nach Sensation oder die Gier danach, andere Schicksale, die scheitern, zu sehen und sich selbst daran aufzugeilen und das mitzuspielen, also als derjenige, der es initiiert, halte ich für genauso verwerflich, wie das nur zu beobachten. Ist ja die Boulevardpresse, die es dann meistens halt gerne ausschlachten will, ja. Halt, ne? Und im Nachhinein Dinge auch streut vielleicht, ne, um zu sagen, ja. Halt, ey, wie, das ist halt die Story, ne, da waren wir vorhin schon, was redaktionelle Arbeit heute angeht. Aber tendierst du dann eher in dieses gleich und gleich gesellt sich gern oder auch das Gegensätze sich anziehen? Ach so, das war deine ursprüngliche Frage. Da mache ich keine Unterschiede. Also wenn sich etwas ergibt, kannst du ja jetzt nicht ganz rational bleiben und sagen, okay, meine Vernunft sagt, mach's nicht, sondern du bist dann verliebt, dann ergibt sich das. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, besser. Oder es gibt kein besser und schlechter. Grundsätzlich kommt es auf ganz andere Dinge an. Es kommt nicht drauf an, welchen Job du machst. Es kann manchmal gut sein, wenn du den gleichen Job machst, kann aber ganz schlimm auch sein. Also eigentlich die Basis, wie du gerade gesagt hast, man verliebt sich und dann arrangiert man sich. Dann guckt man, wo man landet. Ja, also ist, wie gesagt, ich würde es nicht forcieren. Ich würde selbst, wenn ich jetzt ein Promi-Pärchen wäre, das nicht öffentlich machen. Aber ich würde versuchen, mein Leben so normal wie möglich weiterzuleben, weil ich glaube, die Beziehung, die man hat, ist unabhängig von dem Status, den diese Beziehung in der Öffentlichkeit hat. Und die wird dadurch im schlimmsten Fall eher negativ beeinflusst. Wie lange warst du bis jetzt, was war der längste Zeitraum, in dem du abstinent warst von der Öffentlichkeit? Puh, eigentlich seit Beginn so, nee, gar keinen, 40 Jahre durchgehend, bis heute, ja. Gab es niemals 2 Wochen Urlaub, Auszeit? Doch, 3 Monate. Ich bin immer im Sommer 3 Monate off. 3 Monate off, das war so der Zyklus quasi, dass ja. Man sagt eigentlich, also arbeitest du 9 Monate durch und 3 Monate denkst, genau. Damit konntest du, da das war eine gute Balance? Ja, da habe ich auch sogar, ich habe sogar mal geschafft, 3 Monate das Handy auszulassen. Oh krass, das ist super. Ja, das ist heftig. Hattest du, wie kommst du dann immer wieder rein nach den 3 Monaten? Gibt es sowas wie eine, vermisst du irgendwann Öffentlichkeit? Nein. Oder war das nie so, war das immer wieder dieses, oh jetzt muss ich wieder? Ja, zweimal, ja. Ich muss wieder, war ein Termin. Ich bin auch zum Beispiel jemand, der sehr ungern Interviews gibt. Also ich gebe gerne Interviews so wie heute, aber ich sage auch ganz viele ab. Also weil ich finde, man sagt selten was Neues. Und du kannst ja jetzt im Internet auf YouTube dann ein Interview nach dem anderen gucken und du wirst dann auch sehen, der wiederholt sich.
Und wenn ich nichts zu sagen habe, muss ich auch nicht in ein Interview gehen. Also ich finde, das ist ein zweites Gespräch und da wiederholt sich gar nichts. Ich habe so viele neue Infos und umso geehrter bin ich noch, ja, dass du dein Abschlussinterview ausgerechnet, ja, bei mir gibst. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ja, ja. Das klingt nach Schlusswort. Ja, nee, ich finde auch, dass du das wirklich gut machst, mhm, und ich kann dir nur Glück wünschen, dass du das in Zukunft weiter so machst. Bei mir kommt kein Don't do it. Ja. Nee, lass, aber ich weiß, dass es schwierig ist. Also ich... du bist ja auch in der Szene, die echt nicht leicht ist, ne? Und da gibt's ja ständig Beefs und ich in den letzten Monaten habe das auch verfolgt, gibt's dann immer wieder so Reizfiguren, ne? Flair ist zum Beispiel auch so eine Reizfigur. Ja, und meine Devise ist vielleicht ähnlich wie deine, ich rede mit allen Leuten und selbst wenn sie schlecht sind in den Augen manch anderer, dann sind sie immer noch gut genug, danach gefragt zu werden, warum sie schlecht sind. Wir sind wirklich, wir kommen dann wirklich zum Ende und ich bin ganz gespannt, was deine Final Message ist. Ich habe keine Final Message. Bleibt so, wie ihr seid und lasst mich in Ruhe, ist die Final Message. Lasst diesen Mann in Ruhe. Ich bin noch ein bisschen am Start, aber ich denke, irgendwann kommt der Punkt, in dem man sich zurückziehen will und seine Ruhe genießen will halt. Ne? Ja, es ist ja auch kein Rückzug, es ist ja ein Rückzug von einer bestimmten Ebene, weil ich werde weiter meine Arbeit machen, die Arbeit wird sich aber verlagern und dazu wird dann eben auch gehören, dass ich nicht mehr Interviews gebe, weil das ist ja jetzt Teil dieser Arbeit, die ich bisher gemacht habe. Okay. Ja. Ey, vielen lieben Dank. Wie gesagt, ich bin yo, 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 nach 3 Stunden. Yo, 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 into deep. Sendas Munjo, Tierster Andres. Peace. Danke dir. Ich danke dir.